Hallo, werte ZuschauerInnen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von Undine und die will auch direkt mitgucken bei dem geilen Video. Wir gucken ein ZDF-Video. Gendern, Gleichberechtigung oder Angriff auf die Sprache oder vielleicht beides, wer weiß. Du hast da schon eine Meinung zu wahrscheinlich, oder? Wer ich? So Ja. als Ex-Non-Binary-Person, lol. Warst du mal richtig non-binary? Naja, nee, so, ich muss sagen, ich fand das mal cool. Ja, als das Okay. ganz neu war, das ist schon, würde ich sagen, so 2015 oder so gewesen, da war das so ganz neu und da fand ich das mal ganz cool für eine Weile und dachte so, ja, wenn das nicht so weirde Leute wären, die das ganze Thema verwenden würden, dann hätte ich das, glaube ich, richtig geil gefunden, aber das Gefühl verflog sehr schnell, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich Also. war, glaube ich, als Kind so ein bisschen non-binary, aber es gab da gar kein Wort für. Aber ich habe auch mit den Mädchen die Mädchensachen gemacht und fand das gar nicht schlimm. Ja, War für völlig Frauen okay. hieß das ja Tomboy einfach. Du warst einfach ein Tomboy. Aber für Jungs gab es da irgendwas? Ich weiß nicht, ich habe irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, aber relativ früh so, wenn ich, also ich hatte zum Beispiel eine Nachbarin, so zwischen 5 und 8. Und ja, die hat mal bei mir mit meinen Sachen gespielt und ich mal bei der mit ihrem Zeugs und das war jetzt nicht so das Ding. Aber wir hatten auch so liberale Eltern, die gesagt haben, ist egal, spielt mit was ihr wollt, geht schon. Wird man nicht schwul von, funktioniert, stimmte dann ja auch. Aber Ist ja bei uns eigentlich gut. auch so. Ja, das darfst du aber eigentlich nicht sagen. Wenn du jetzt weiter non-binary bist, dann darfst du vielleicht mal ins Fernsehen und kriegst da irgendwie so einen Gastauftritt Nee, oder so. Mann. Ich weiß nicht. Ich finde diese ganzen Labels allgemein ziemlich cringe. Also kann ich ja später noch mal was dazu sagen. Aber wie gesagt, ich habe mit dem Thema schon so ein bisschen geliebäugelt, als das rauskam. Ich fand es einfach irgendwie im Englischen auch dieses They/Them fand ich gar nicht mal so problematisch. Viele regen sich ja darüber auf. Aber ich finde ja so, wenn man von einer unbekannten Person spricht, kann man es ja gerade grammatikalisch auch verwenden. Also es hat mich gar nicht so sehr gekratzt. Im Englischen fand ich es ganz okay. Und ich fand auch dieses, oh, man kann sich nicht mit was identifizieren, so mit einem von den Geschlechtern, ne? Also wenn man diesen Weg geht, dass man sagt, soziales Geschlecht, dann ist ja jede Art von Definition Tür und Tor geöffnet. Das ist halt nur die Frage, ob man diesen Weg gehen muss. Ich persönlich habe mich entschieden, dass ich das einfach für mein Leben für irrelevant befinde. Und für mich ist Geschlecht, also biologisches Geschlecht, und das ist für mich wie eine Augenfarbe. Damit bin ich halt geboren. Das ist so, wie es ist. Und nur weil ich mich mit irgendwelchen Rollenbildern nicht identifiziere, heißt es das nicht, dass ich deswegen keine Frau bin. Das ist halt so. Das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann auch meine Augenfarbe nicht ändern. Wenn ich jetzt farbige Kontaktlinsen reinmache, dann ist das halt so. Aber das ist ja dann bloß eine Aufmachung. Da kann ich viel labern, dass ich irgendwie non-binary oder sonst was wäre. Ich bin das ja nicht. Ich kann das nicht sein. Aber andere können das sein und du kannst denen das nicht einfach absprechen, weil Nee. wenn die das fühlen, dann sind die das auch. Habe ich gelernt. Also das gilt nicht bei allen Leuten. Wenn du zum Beispiel kein Geschlecht mehr hast, auch wenn eins im Pass steht, völlig okay. Wenn du jetzt deinen Pass aber wegtust und sagst, Nationalität habe ich nicht mehr, Deutschland gibt es vielleicht auch gar nicht so richtig, ist eh nur ein Konstrukt, dann ist sehr gefährlich und man sollte dir die Polizei vorbeischicken. Das ist was Dann bist du anderes. gearscht. Vor allem kommt es auch echt uncool, wenn du in bestimmte Länder einreisen musst und dann nicht so ganz klar ist. Das ist so, ja. So, Ja, weil gut. ich kenne mich gar nicht aus mit diesem ganzen Passgedöns jetzt und so. Ich dachte, das mit dem Passding war für die Intersex-Leute. Also, wenn es halt wirklich irgendwie biologisch nicht eindeutig ist, ist das Ja, auch aber für das gibt Leute. doch Ergänzungsausweise und Self-ID und sowas. Also Intersex ist ja. Ergänzungsausweise? Ja, Das. Intersex kriegst du ja vom Arzt bestätigt, aber Self-ID ist ja Self. Da kannst du selber zum Amt gehen und sagen, ich hätte gern was anderes und dann kriegst du den Pass geändert. Aber kannst Echt? du nicht auf alles, geht nur auf Geschlecht. Also du. Was? Ich Also. will aber meine Augenfarbe ändern. Also, Die sind jetzt blau. ich Ich kann bin da nicht nicht mehr hingehen und grau. sagen, ist blau und die sagen, sieht aber grün aus und ich sage, ist blau. Nee, Ich also fühle das mich geht aber nicht. heute, ich fühl mich aber heute blau, also auch dank dem Münchner Getränk und so. Ich kann auch Körpergröße nicht 2,10 Meter reinschreiben, das geht auch nicht. Da halten die ein Maßband an mich ran und sagen, geht nicht. Unfair. Wie? Ich dachte, du bist 2,10 Meter. Ja. Okay, gut. Bin ich Also wenn du auch. dich so fühlst, ist es auch auf jeden Fall valide, weil alles, was irgendwer fühlt, ist immer valide. Ja, lass mal hier reingehen in das ZDF-Ding. Ist auch geil, dass schon wieder das Thema ist, ne? Weil es kommt wirklich oft. Aber gut, wir schmeißen uns auch oft drauf. Aber ich muss ja auch ein bisschen auf die Quote gucken. Die ZDF ja eigentlich nicht. Die könnten ja zu jedem Thema was machen. Aber Mixtalk gab es auch schon zum Thema Gendern. Gefühlt gab es jede ÖR-Debattensendung schon mal zum Thema Gendern. Naja, es ist halt, Söder hat jetzt reingeschissen und da ist das wieder aktuell und so, ne?
Ich würde auch, glaube ich, ich würde nur in Bayern gendern. Sonst lasse ich das, aber wenn ich in Bayern wohnen würde, würde ich, glaube ich, anfangen. Na gut, lass mal reinstarten, was das hier ist. Möchte ich jetzt, dass Menschen sich durch mich scheiße und nicht gesehen fühlen? Oder möchte ich drei Dinge unbequemer machen und damit fühlen sich Menschen gesehen? Das ist auch geil, ne? Wie die so verkleiden. Der Blick so, möchte ich das? Möchte ich, dass sie sich scheiße fühlen? Ja, vielleicht, kommt drauf an, bei wem. Aber. Wenn die mir mit ihrem Jenner-Kram die ganze Zeit auf den Kack gehen, dann möchte ich, dass sie sich scheiße fühlen. Schick die einfach. Ich finde das Geile, dass sie so verkleiden und dann so sagen, ja, wir wollen gar nicht, dass man Rückschlüsse auf den anderen ziehen kann und das soll so ein offenes Gespräch werden. Aber die wissen, das Thema ist Gendern. Die wissen ja selber, wo sie selber stehen. Ja, und wie wird denen überhaupt verraten vorher? Ja, denen wird irgendwie gesagt, das Thema ist Gendern, du bist dagegen. Dann gehen die doch in die Sendung und denken, der andere ist dafür. Das merkt man doch. Oder andersrum. Und wenn ich die als Zuschauer sehe, ich meine, da sehe ich doch auch, wer auf welcher Seite ist. Ich meine, guck dir die beiden an, das sieht man doch und sofort. Vor allem so die Klischeehaare natürlich. Es muss blau-pink oder es muss blau-rosa oder Farbverlauf sein oder grün. Also eigentlich hätten sie denen auch noch irgendwie, die hätten sie eigentlich in die Burka stecken sollen oder so, dass man wirklich gar nichts mehr sieht dann. Ja, wie bei The Voice, so mit Rücken an Rücken oder hinter so eine Schattenwand oder sowas. Ja, es ist einfach so komisch, wie die bei diesen Formaten immer so tun, wie wir wollen nicht, dass man irgendwie darauf kommen kann, aber hey, weiß nicht, zeig mir die Thumbnails ohne Text, ich kann dir immer sagen, wer auf welcher Seite steht. Also ich glaube ja, das mit diesen Klamotten ist nur, um die Leute zu triggern, ja, weil Leute natürlich, für viele Leute, denke ich mal, gerade für die mit den Labels, sind diese Äußerlichkeiten ja extrem wichtig. Das ist ja so ein, das ist ja wie so, ich gehöre dieser Bubble an, ich gehöre diesem Mainstream an, ich gehöre so einer Clique an. Und dann machst du das weg. Was bleibt dann noch übrig? Ja, die Identität und so, was halt im Kopf drin ist. Naja, also irgendwann beißen wir alle ins Gras, da ist davon nichts mehr übrig. Ich finde, man könnte die auch einfach immer nackt ausziehen, die Leute, und die dann nackt miteinander reden lassen, damit es denen unangenehm ist. Und dann einfach so ein Gespräch führen, während die leiden. So ein bisschen wie bei dieser Sendung, wo die Leute so scharfe Chicken Wings essen müssen. Nur hier sind die halt auch noch nackt dabei dann. Und dann müssen die über ein Thema reden. Chicken Wings. Kennst du nicht, dass die so Chicken Wings essen und denen so scharfe Soße stecken? Ist so ein YouTube-Format, interviewen sie so Promis und die essen scharfe Soße dabei. Kenne ich jetzt zum Glück nicht. Naja, gut. Lass mal hier weiter. Und ich verstehe nicht, dass du mir ins Gesicht gucken kannst und sagst, das ist mir aber scheißegal. Also ich habe sehr... Ich kann dir ins Gesicht gucken und dir sagen, es ist mir scheißegal. Es ist auch so geil, es wird so die... Es wird das also Ziel... voll die Tränendrüse. Es wird so das Ziel und die Lösung und alles in einem formuliert und wird gesagt, so, also Frauen, die werden gefoltert tagtäglich und damit es nicht mehr passiert, musst du jetzt gendern. Ja, und das ist genauso das, wie mit wenn du das nicht machst, dann willst du, dass die gefoltert werden. Dann sagt jemand, ey, warte mal, ich glaube, das hilft gar nicht. Du willst, dass Frauen gefoltert werden. Da gibt es doch so ein Meme irgendwie so that escalated fast oder so. Ja. Weißt du, so, oder wie mit den... mit den Kindern und den Hormonen und du dann sagst so, ey, pass auf, wenn du jetzt einem 12-Jährigen nicht irgendwelche Pubertätsblocker gibst, dann stirbt der, aber weil der sich garantiert umbringt, so 80% bringen sich um, du bist dann schuld, gib dem das. Ja, Neitan sagt immer 40%, der sagt, Transpersonen hätten eine 40%ige Selbstmordwahrscheinlichkeit oder Selbstmordversuchswahrscheinlichkeit. Und die Zahlen kommen aber auch von einer Quelle, wo das halt aus einer Befragung ist, wo Leute befragt wurden, hattest du schon mal Gedanken, das eventuell mal zu machen? Und da haben wir 40% Ja gesagt. Ist immer noch eine hohe Frage. Zahl, aber also die Frage, ob das jemand macht, ist nochmal was anderes, ob er das wirklich versucht. Naja, gut. Vor allem frag mal Teenager generell, wer von denen schon mal Suizidgedanken hatte. Also welcher Teenager hat nicht schon mal irgendwie Liebeskummer gehabt und hat sich gedacht, ich sauf mich jetzt weg und wenn ich dann irgendwo runterfalle, mir doch egal. Das sind halt so dumme Teenie-Gedanken. Ich denke mir, es ist dann immer viel wichtiger zu reden, darüber zu reden, was die tatsächlichen Suizidversuche gewesen sind. Also die Rate wäre ja interessant. Ja, echt mal. Und also, dann vor allem wer hat noch nie darüber nachgedacht, das eventuell mal zu machen? Also immerhin die Option behält man sich doch mal, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Also psychisch gesund ist es sicher nicht, darüber nachzudenken und so. Aber ich denke, das ist
im Sinne der Statistik durchaus normal ist, im Sinne davon, dass der Mittelwert, also die Zahl, der Mittelwert von Leuten, wir es schon mal gemacht haben, also drüber nachgedacht haben. Ja, aber die sollen das nicht jetzt machen. Also falls hier jemand zuguckt, bitte nicht. Natürlich nicht, ja, ist ja klar. Aber ja, ich finde es, ich möchte, wenn ich sie mal treffe, dann sage ich ihr das jedenfalls nicht ins Gesicht. Ich bin ja kein Arschloch, sowas gemein, das mache ich nicht. Ich habe schon gesagt, du bist mir nicht scheißegal, wenn du... Ja. Nee, aber ne, ich habe das jetzt überspitzt. Aber wenn die überbordende Mehrheit es ablehnend sieht, da muss man da halt, finde ich, schon drauf achten, dass man die Leute nicht verliert. Ich finde, Mehrheit ist gar nicht mal so das beste Argument, oder? Ja, kommt drauf an. Demokratie, ich weiß nicht, in der Schule haben wir mal gelernt, Demokratie ist schon die Herrschaft der Mehrheit, aber mit Respekt gegenüber Minderheit. Also Pluralismus muss gehen. Das heißt, die Minderheit muss gewisse Rechte haben, muss auch Sachen machen können, die eben in den Grundrechten verankert sind, so ungefähr. Ne? Also ich meine, Religion ausüben kann, auch wenn ich eine Minderheit bin und vielleicht da auch ein paar irgendwie kleine Extrawürste kriegen würde oder so. Ne? Also einfach um das, was heißt ein Accommodation, um dem ja irgendwie eine gewisse Fairness entgegenzubringen, so weil sie halt eine Minderheit sind und ansonsten eben gefuckt sind. Ja, ja, aber also nicht nur, weil das mehr Leute glauben, ist es richtig oder so. Man kann aber sagen, wenn die Mehrheit das irgendwie nicht will, irgendwann kann man es dann nochmal lassen, weil sonst kam ja immer die Konklusion, wenn die Mehrheit das nicht will, dann müssen wir die halt noch mehr bilden, dass es eigentlich doch gut ist, dass sie sich nochmal umentscheiden. Ja, wobei, da gibt es ja auch Gegenbeispiele. Also wenn du zum Beispiel dir anschaust, irgendwie so Trends wie Tradwives oder jetzt was in den USA abgeht, so ungefähr, dass man dann sagt, ja, also abtreiben lassen kannst du ja in einem anderen Staat, fahr da mal hin, gib da mal ein paar hundert oder tausend aus und fahr in einen anderen Staat, lass es da machen, kein Problem. Wenn man dann sagt, so ja, ungefähr die Mehrheit hat ja entschieden, dass wir das nicht brauchen. Also ich sehe das als medizinische Versorgung. Ich kann dafür oder dagegen sein, das ist völlig wurscht. Das ist ja eine individuelle Entscheidung. Aber ich sehe das schon als medizinische Versorgung, dass diese Frauen das Recht dazu haben. Und insofern kann schon sein, dass viele Frauen sagen, ey, ist mir doch egal, ich brauche keine Abtreibung. Also das sind dann meistens die, die selber schon einen in Anspruch genommen haben übrigens. Und darunter leidet dann vielleicht eine Minderheit in dem Staat, die aber sagt, und was ist, wenn ich eine brauche? Und was ist, wenn ich hier irgendwie gefuckt wurde im Busch und jetzt will ich von dem scheiß Vergewaltiger nicht das Balg austragen? Dann kommt irgendeiner daher und sagt, nee, musst du aber, oder fahr nach Nachbarstaat, ja? Ja, das ist auch total bescheuert. Abartig. Oder auch die Vorstellung, dass wenn du jetzt eben Frauen hast und viele Frauen sagen, ja, ich möchte lieber zu Hause bleiben und von meinem Mann abhängig sein, wieso muss ich denn arbeiten gehen, studieren gehen, bla bla bla, hat dann vielleicht, wenn das alle machen, auch wieder Nachteil für die, die eben sagen, will ich nicht. Also ich finde, es muss schon gewisse Grundfreiheit irgendwie gewährleistet sein durch den Staat. Ja, gut, aber ich meine halt nur das Argument eben, wenn sie meinte, so die Mehrheit will das nicht, dann... Ja, das Schwierige ist halt, wo man halt die Grenze zieht, ne? Weil jetzt bei dem Gender-Thema, da ist natürlich die logische Überlegung, dass die Mehrheit sagt, so, ey, wir haben da keinen Bock drauf. Aber ich finde es schade, dass immer nur Leute reden, die keine Ahnung haben. Also du fragst irgendwie einen Aktivisten dafür und einen Aktivisten dagegen. Es sind relativ wenig Linguisten, Germanisten und so dabei. Leute, die Ahnung von Sprache haben oder irgendwelche Forscher oder so. Es ist immer nur irgendein Aktivist und der sagt, ich schwöre, da gibt es auch Studien zu. Und dann ein anderer Aktivist, der sagt, naja, es gibt auch Gegenstudien und das stimmt aber ja doch nicht. Aber es sind immer nur so, ja, irgendwelche Aktivisten, die sagen, ich finde das doof oder ich finde das gut. Ich weiß nicht, ob das so einen krassen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob du diesen TikTok-Linguisten kennst. Ich glaube, Müller oder Meier Vieracker heißt der. Nee, kenne ich nicht. Kennen vielleicht einige, kannst mal im Chat fragen. Das ist so ein TikToker, auf TikTok heißt der Fußball-Linguist. Und das ist auch ein Typ, der wirklich an jeder Ecke das Gendern eben verteidigt und da immer sehr drauf eingeht, warum das linguistisch total okay ist. Oder auch Leute wie MyLab, die sagen, ja, Sprache ändert sich halt, ohne zu berücksichtigen, dass eigentlich das zuerst geändert wurde. Und dann... Aber dann die Rechtschreibreform ist ja auch mit Zwang geändert und da wird gesagt... Ja, die sind auch mit Zwang geändert worden. Ja. Du darfst jetzt nicht mehr so und so schreiben, du musst das jetzt anders oder so. Ja, wobei sie viel davon zurückgenommen haben hinterher, weil sie gesehen haben, dass es irgendwie doch scheiße ist. Aber ich finde es auch komisch, dass man den Leuten, die eh schon alle sagen, dass die deutsche Sprache schwer ist, einfach sagt, ja, wir haben jetzt noch ganz viele Pronomen und Artikel und Endungen und wir können uns nicht entscheiden, aber es gibt hier 6 Optionen und du kannst die alle nehmen. Und
Ja, für einen Muttersprachler ist es wahrscheinlich irgendwie vertretbar noch, da geht's noch. Aber ich glaube, wenn du jetzt gerade Deutsch lernst, dann ist es nochmal eine zusätzliche Lektion und wird unnötig schwieriger. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass selbst wenn man nur sagt, generisches Maskulinum darfst du verwenden, würde es schon so krass die Sprache erleichtern für einige zum Lernen. Ich denke zwar nicht, dass es der absolut wichtigste Knackpunkt bei der Debatte ist, aber ich denke von dem Deutschunterricht, den ich so hatte mit Asylbewerbern, also ich habe mal Deutschunterricht für Asylbewerber gegeben, also Artikel lieben die nicht. Mhm. Und so dieses ganze... Aber das könnte man mit ENS ja zum Beispiel einfacher machen. Ja, das könnte man. Dann hast du dann nur einen Artikel und der funktioniert. ENS. Hast du recht, genau. Dann also, müssen nur noch die Nachhilfelehrer bzw. die Freiwilligen müssen das nur auch noch dann können. Müssen alle umgeschult werden. Wir könnten noch komplett so eine neue Sprache entwickeln, so eine Art Esperanto oder sowas. Das wäre eigentlich auch mal an der Zeit, glaube ich, dass man das genau, einfach Genderanto. So einen... Ich finde halt diese Prämisse so geil, dass man sagt, wenn die Sprache ein bisschen gegendert ist, dann gibt es weniger Ungleichheiten. Aber wenn du mal guckst, in welchen Sprachen es weniger geschlechtsspezifische Bezeichnungen gibt, im Englischen kennt jeder, da ist diese weibliche Bezeichnung gar nicht so üblich, aber die Leute verstehen unter einer weiblichen Bezeichnung wie Teacher oder so auch, dass das Frauen machen können. Und weiß nicht, ist. Wobei ich sage dir, die Gender-Leute, die kacken auch da rein. Also ich habe mal, ich weiß nicht, kennst du die Serie, wie heißt denn das? Billions? Nee. Okay, das ist so eine Serie über so einen Börsentycoon. Und da spielt eine Person mit, die heißt Asia Kate Dillon. Und wenn ich es jetzt mich richtig erinnert habe. Und das ist so eine Non-Binary-Schauspielerin. Ich glaube, sie ist natürlich mit einem Typen zusammen und so, aber hat kurze Haare. Ne? Also es ist ja immer so witzig, dass bei diesen Non-Binary-Leuten nichts Non-Binary ist, außer deren Identität. Also meistens sehen sie aus wie Frauen. Also if it quacks like a duck and it looks like a duck. Also Duck-Test bestanden für Frau, aber bin ich nicht. Ne? Und bei der kann man schon wenigstens sagen, nee, die ist schon so quirky und die sieht schon so androgyn aus, dass man sagt, bei der haut das Image tatsächlich hin. Und die hat dann auch mal irgendwie so einen Beitrag gemacht, dass sie angeschrieben wurde wegen irgendeiner Preisverleihung, wie man sie denn ansprechen soll, Actor oder Actress. Und dann hat sie da eine halbe Dissertation drüber geschrieben, dass ja es schon ein englisches Wort gibt, was quasi neutral ist, nämlich Actor. Mhm. Also das männliche Wort. Ja, aber das ist ja, da ist ja das Männliche eigentlich das Neutrale, ne? Im Türkischen ja auch. Und aber ich meine, die können über jeden Mist eine Diss schreiben, wenn sie wollen. Also es ist immer so ein, ich drehe mir die Welt, wie sie mir gefällt, und wenn mir die Argumentation passt, dann mache ich das eben so und dann lege ich das so für mich aus, dass es eben toll ist. Aber eine richtig handfeste Begründung gibt es eigentlich nie, habe ich. Ich finde, wir sollten einfach allen Deutschen Türkisch beibringen. Es gibt ja eh wahnsinnig viele Türken in Deutschland, dann haben die auch nochmal, fühlen die sich besser integriert. Da gibt es ja auch keinen Genus und dann hast du einfach das gleiche Wort für alle. Ist doch eine gute Lösung und ihr lernt alle noch eine zusätzliche Sprache. Und Deutsch kann man dann ja so vielleicht mal für ein Gedicht oder so als Spaß kann man das dann doch nochmal rausholen. Aber eigentlich sollten wir alle Türkisch reden wahrscheinlich. Ja, wobei ich glaube, Englisch ist noch einfacher. Also ich habe mal Türkisch versucht und so diese Sachen da aneinander zu hängen und so, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, aber das, also wir haben ja weniger Engländer als Türken in Deutschland. Das egal. Aber die Türken können auch alle noch Englisch lernen. Wir können auch einfach alle drei Sprachen lernen. Ich bin Saskia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Content Creatorin, bin in der queeren Bildung tätig, bin Podcasterin und angehende Autorin. Ich kannte die noch gar nicht. Ich kenne die doch sonst immer. Aber ein persönliches. Die haben da sonst immer die gleichen sitzen, die habe ich meistens schon mal gesehen. Auch sagt gerade jemand im Chat, auch nicht die. Also die andere Leute kennen wer die wohl. Was machen die? Kennt man die? Ich nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich fand schon mal lustig, dass sie sich selber als Creatorin bezeichnet hat, weil ich dachte immer, das benutzt man nur, wenn man irgendwie über mehrere Leute schwafelt. Also man so kennt die. Okay, also Kim de Lorison macht das auch. Kim de Lorison sagt über sich selber, ist ein E-Autor-Person. Das ist, kennst du wahrscheinlich, ne? They hat den deutschen Buchpreis gewonnen. Was, ein E-Autor? Ja, ein E-Autor-Person. Das klingt wie Autor von E-Book. Irgendwie ein E-Autor. Sowas. E-Auto. Also auf jeden Fall, also Kim de Lorison möchte nicht Autor, sondern Autor-Person genannt werden, weil es ist weder Autor noch Autorin, ist Autor-Person und Kim ist irgendwie non-binär und
weiß ich nicht, und hat halt ein geiles Buch geschrieben darüber, dass, ich glaube, they ist das Pronomen. Oh, Mann. Du musst mal Ausschnitte daraus lesen. Es ist so ähnlich wie Feuchtgebiete so ein bisschen. Es geht, dann kann man das wieder ertragen. Es geht viel um irgendwie Sex und dabei Haut zerreißen und bluten und rumschreien. Und es ist ganz komisch zu lesen. Es ist ein seltsames Buch. Also ich sage ja immer, dass Worte nicht wehtun können, ja. Aber ey, vielleicht revidiere ich meine Meinung nochmal. Das ist harter Stuhlgang. Ich finde das auch spannend, wie die Fraktion Sprache schafft Realität, wie schnell die dabei ist, alle Leute zum Nazi zu machen. Fast so, als ob sie wollen, dass alle Nazis sind. Aber, weiß ich nicht. An sich finde ich diese Nazi-Keule immer super, super asozial, weil das halt irgendwie die Opfer des Holocaust irgendwie klein macht und den Nazi-Begriff verwässert. Und das finde ich einfach zutiefst ekelhaft. Ja, aber wenn du sagst, du nennst mich so und so, dann bin ich das. Und das tut mir aber so weh, wenn du die falsche Sprache nimmst. Also, wie sensibel die sich einige das bei sich selber verlangen und dann aber mit anderen so richtig, richtig hart einfach umgehen. Und ja, ich verstehe vor allem nicht, was daran links sein soll. Also das war ja auch bei diesem ganzen Shoryoka-Game jetzt irgendwie so ein Ding, dass es immer hieß, oh, gegen Woke-Bewegungen sein, dann bist du nicht links. Mhm. Weiß ich nicht. Doch, bin altlinks und du hast mir das nicht zu sagen, weil meine Realität zählt und das ist ja valide. Also fuck off. Die Rechten bedanken sich jetzt gerade inzwischen auch bei der. Die haben die ja lange ignoriert und jetzt haben sie die auch entdeckt. Die freuen sich richtig darüber, dass da so eine sich auf ein Podest stellen lässt und dann einfach alle anderen ankackt und richtig für Zwietracht innerhalb der Linken sorgt. Ja. Dass sie sich alle an die Gurgel gehen und die halt irgendwie alle zwei Tage dann wieder auf Twitter oder im Stream irgendwen anders an Marterpfahl stellt. Also für die ist das Beste, was die kriegen können. Das gefundenes Fressen für die freuen sich dann noch drüber. Ja, und die ist gleichzeitig auch noch unbeliebt und lächerlich. Dann freut sich der Nazi so ungefähr, genau, ja. Naja, gut, weiter geht's. Ich habe einen Bezug zum Thema Gendern, weil ich selbst nicht binär bin. Ich heiße Julia, bin 29 Jahre alt und bin Journalistin, vor allem beim Bayerischen Rundfunk. Ich gender nicht und lehne eigentlich so gut wie alle Formen des Genderns ab. So gut wie alle Formen, aber nicht alle, ne? Also sowas wie liebe Hörerinnen und Hörer ist ja auch eine Form von Gendern. Scheint ja okay zu sein vielleicht, oder? Ich nehme mal an, das ist ja, aber da gibt es ja kaum Leute, die sich daran stellen. Ich überlege gerade, wie das früher hieß. Ob das früher irgendwie, das hatte auch so einen Namen, so wie gemischte Anrede oder sowas. Ich hab's vergessen, aber da gab es so ein Oldschool-Wort dafür. Würde mich mal interessieren, wenn das jemand weiß. Aber ist ja auch eine Form von Gendern eigentlich. Ich weiß es nicht. Nennt man das Gendern? Ja. Da werden die Frauen ja mitgenannt. Die werden sogar meistens als Erste genannt. Also ja, wenn ich aber sage, das Wort Zuhörer und ja, Zuhörerinnen, ja, da finden alle komisch, glaube ich. Ich suche nur für irgendwie eine andere Begrifflichkeit. Ich suche eine andere Begrifflichkeit dafür, weil das Wort Gendern ja doch ein sehr neuer Begriff ist. Mhm. Und ich meine, Genossinnen und Genossen, das gab es auch schon im Land, wo ich geboren bin. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, aber das war ja trotzdem, also es hieß halt nicht so, aber es war ja schon eine Art Gendern. Das heißt Beidnennung. Beidnennung. Nee, also Olaf Scholz sagt auch ganz gerne mal liebe Bürger und Bürger, aber... Liebe Bürger, ja, das war bei den Genossinnen auch immer so, da wurde das immer geschluckt, das Innen, so mehr oder weniger absichtlich. Naja, gut. Gendern trägt zu mehr Gleichberechtigung bei, weil Sprache Realität schafft und Sprache vor allem das schafft, was wir als am Ende als normal oder nicht normal definieren. Und guck mal, das ist ja auch schon wieder eine Prämisse. Es wird so hingestellt. Ja, Gendern ist geil, weil das ist so und so. Ja, vor allem wir schaffen eine Normalität. Wie elitär und abgehoben ist das bitte eigentlich? So wie, hey, wir diktieren dir jetzt dein neues Normal. Ja, das ist ja dieses Michel Foucault-Ding irgendwie, ne? Man muss super sensibel auf Sprache und Sprache schafft Realität. Und das ist in der Philosophie durchgedacht von manchen, von anderen Philosophen auch richtig umstritten gewesen. Aber es gab da so eine kleine Strömung, die hat das einfach behauptet. Und zum Teil ist das ja so, wenn dir einer die ganze Zeit irgendetwas sagt, dann natürlich setzt sich das in deinen Kopf rein, aber die überschätzen das dann so ein bisschen, ne? Also ich finde schon wichtig, ich finde Sprache schon an sich auch wichtig und ich finde es wichtig, dass Sprache präzise ist und dass sie nicht verletzend und irgendwie beleidigend ist, mutwillig, ja? Ja, aber also wenn du jetzt an sich sagst, Sprache beeinflusst natürlich ein bisschen was,
Also wenn, man weiß ja auch, dass wenn es für irgendwelche Farben in manchen Kulturen kein Wort gibt, dass die die dann schlechter erkennen und sowas, weil sie, ne, da achten da weniger drauf und sowas. Oder? Ja, oder so dieses Ding mit den kleinen Mädchen so ungefähr, so wenn du denen jetzt ja die Chemikerinnen zeigst in der Broschüre, dann wollen die eher Chemikerin werden und so. Wobei ich mir denke, ich glaube eher, es ist, wenn du es den Kindern vorlebst, das hat noch viel einen krasseren Einfluss einfach, als ob ich denen jetzt eine Broschüre gezeigt habe. Ich glaube, die meisten Leute entscheiden sich für ihren Beruf eher nach dem, was die Eltern gemacht haben und nicht so sehr nach dem, was irgendwie die Philfak da in ihrer Gender-Broschüre geschrieben hat, weißt du schon? Ja, und wenn du halt die Einstiegshürden änderst oder die Bezahlung oder so, dann werden sich da auch irgendwelche Leute für bestimmte Jobs vielleicht begeistern können, aber... Und ich meine, ich denk sogar, dass Männeranteil zum Beispiel oder Frauenanteil erhöhen in gewissen Bereichen wirklich therapeutisch ist, also zum Beispiel im Kindergarten. Mhm. Ich finde das ganz cool, oder auch in der Krankenpflege. Ich habe ja vor dem Studium in der Krankenpflege gearbeitet. Und wenn da ein paar Männer mit auf Station sind, das ist einfach sofort ein anderes Klima. Einfach, sorry, muss ich so sagen, weniger Zickenterror. Es ist nicht so ein Nest, sondern es ist einfach sofort gechillter. Und ja, also, und ganz ehrlich, du hast auch mal jemanden, der ein bisschen härter anpacken kann, was sehr viele dann auch ausnutzen und wirklich bei dann den auch Kindern. Froh sind. Nee, bei den alten Leuten in der Station. Nee, aber bei Kindern ist schon auch cool, wenn der die dann mal irgendwie Huckepack nehmen kann oder sowas. Ne? Ja, das keine Ahnung. Ich sehe es nur, also bei meinem Kindergarten, wo mein Kind hingeht, habe ich echt immer ein ganz positives Gefühl, wenn ich den einen Typen sehe und der ist einfach so gechillt. Das ist für kleine Jungs auch cool, wenn die in den Kindergarten gehen und da ist auch mal ein erwachsener Mann, weil es ist, glaube ich, scheiße, wenn du die ganzen Söhne, die in die Kindergärten gehen und dann sind da irgendwie 4, 5 Erzieherinnen und verstehen vielleicht manche Jungsprobleme anders, als ein Mann das würde und diese unbewusste Vorbildsfunktion und sowas. Ja. Das ist schon, glaube ich, wichtig, dass da ein paar dabei sind, aber dann muss man halt auch dafür sorgen, dass das einfach ein attraktiverer Job ist, dass das nicht ist, du gehst da 40, 50 Stunden hin, ne? Vielleicht machst du Überstunden, kriegst eine scheiß Bezahlung und dann machst du Sozialberufe beliebter, dann werden da auch mehr Leute sich drauf bewerben und dann hast du da auch mehr Auswahl, dann hast du auch bei den Bewerbern ein paar Männern dabei. Also. Aber es ist eigentlich ein trauriger Knackpunkt, also weil wenn du das jetzt so sagst, dann klingt es halt so wie ungefähr, Männer suchen sich nur die gut bezahlten Berufe aus. Ich denke aber, Männer suchen sich einfach die Berufe aus, die sie geil finden, weil es gibt auch einen Haufen arme Naturwissenschaftler, die halt irgendwie an der Uni rumhängen, jahrelang und da auf einer halben Stelle so vor sich hin vegetieren, einfach weil sie für das Fach brennen. Mhm. Die verdienen jetzt auch nicht krass viel. Ich denke, die verdienen immer noch mehr als ein Kindergärtner. Aber ich meine, weißt du, was ich meine? Also es gibt auch Männer, die sich Berufe aussuchen, die nicht so geil bezahlt sind, weil die dafür eine Passion haben. Und es ist halt, denke ich mal, eher so, dass Frauen tendenziell eher für diese Sozialberufe eine Leidenschaft entwickeln und das vielleicht aus diesem Idealismus heraus machen. Heißt jetzt nicht, dass hinterher alle dann auch idealistisch sind und irgendwie gut arbeiten, aber ich denke mal, das ist eher so ein Ding unter Frauen. Selbst wenn du das jetzt irgendwie rauskriegen würdest, dass sie sich dafür entscheiden, weil sie irgendwie einen Bias haben, weil das so als Frauenberuf gilt oder als einfach oder was auch immer, ja. Ich denke, dass trotzdem noch mehr Frauen in diese Berufe gehen würden aus ihrem Idealismus raus und dass Männer vielleicht einen anderen Idealismus haben, was sie, also im Durchschnitt, was sie dann in andere Berufe reintreibt. Könnte auch sein. Es gibt auch dieses Gender Equality Paradoxon. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weiß nicht genau. Es gibt da einiges, hast du Länder genommen, also hat man Länder genommen und geguckt, wie viele Frauen da in MINT-Fächern sind oder Englisch, es ist ja SAM-Fächer und geguckt, wie feministisch oder emanzipiert die Länder gelten und wie viel Frauenanteil dann da drin ist. Und das ist in Ländern wie Indien und so ist der Frauenanteil in STEM höher als hier, obwohl wir angeblich feministischer sind. Und das liegt einfach daran, dass die wissen, wenn du in Indien Kindergartenerzieher wirst, dann kannst du damit halt deine Familie nicht ernähren. Aber wenn du Informatikerin bist, dann geht das. Und deswegen ist aber auch wieder Frauen, nicht die richtige wissenschaftliche machen, Fragestellung. Ja, die haben dann vielleicht auch gar keinen Bock da drauf, aber denken, genau, da gibt es halt Geld. Richtig. Du müsstest eigentlich dann reinschauen, hey, Moment, wenn ihr euch das Gehalt aussuchen könntet, welchen Job würdet ihr wählen? Wo wärt ihr am glücklichsten? Das müsstest du eigentlich fragen, so wie happy die in ihren Berufen sind. Ja, weil Sprache Realität schafft, glaube ich. Also wenn man denen einfach... einfach einbilden, dass du mehr Geld kriegst.
Rede, label dich einfach als reich. Wir sollten die Zahl 100 einfach zur Zahl 1000 ändern. Wir sagen immer 1000. Hier 100, euer 1000 Euro hier. Aber das ist ein 100er 1000 ist das. Hier ist dein Lohn. Oh, warte, ja, falsch gedrückt. Auch. Die Bank muss das dann auch akzeptieren, ja. Bitte. Ich identifiziere mich halt auch einfach als reich. Ich gehe einfach in den Laden, Kreditkarte ist leer, ich sage, nee, ich identifiziere mich, dass die voll ist. Ich will diese ganzen Produkte alle haben jetzt. Naja, gut. Was erzählt die? Wenn Frauen und ich bin... Was? 1:11 haben wir schon geschafft. Ja, let's go. Wenn mehrere Menschen unsichtbar bleiben, dann finden sie auch in unseren Bildwelten weniger... Warte mal, wer bleibt unsichtbar? Ich spule nochmal zurück. Und nicht-binäre Menschen unsichtbar bleiben. Nicht-binäre Menschen sind unsichtbar. Ja, wenn du die nicht ansprichst mit irgendwelchen halben Klicklauten und. Ja, aber ich sehe die doch. Die ist doch da. So. Nein, die sind ja nicht sichtbar, weil die da nicht in irgendwelchen fucking Broschüren und in der Prüfungsordnung von der, weiß ich nicht, LMU, wenn die dann nicht mehr auftauchen, wenn da kein Doppelpunkt mehr ist, dann spricht man denen die Existenz ab. Das ist auch so dumm bei Behördenbriefen und so. Ich will doch, dass die mich nicht wahrnehmen. Ich finde es doch gut, wenn die nicht wissen, wo ich bin. Ich freue mich jetzt nie, dass ich von denen einen Brief kriege. Dann finden sie auch in unseren Bildwelten weniger Platz. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute davon ausgehen, dass Gendern wirklich etwas in der Realität verändert, weil das eigentlich nur minimal, wenn überhaupt, der Fall ist. Und trotzdem wird so ein großer Eingriff in die Sprache vorgenommen, was ich für nicht rechtfertigbar halte. Ja, ich finde es ist ja, das haben wir ja gerade schon drüber geredet, ne? Es gibt ja einen Eingriff oder einen Einfluss, aber diese Saskia oder Saskia denkt ja, das hätte einen Rieseneinfluss, wie in so einer Harry Potter Welt, als könntest du einfach ein paar Wörter sagen und dann passiert irgendwas. Sprache schafft Realität. Ja, aber ich glaube, das fühlt sich für die Leute wirklich so an. Also, ja, das ist nur krass. Sorry. Ich denke immer so, ich habe diesen Entwicklungsschritt nie gemacht und ich war ja auf vielen linken Veranstaltungen, also, und das war für mich auch irgendwann so der Grund, warum ich zu manchen Sachen nicht mehr hingegangen bin. Weil mich dieses Gegendere und dieses ständige Rumlabern über diese Elfenbeinturm-Themen einfach komplett abgefuckt hat. Ich wollte da hingehen, um für faire Löhne zu demonstrieren und so. Ich wollte mich dann nicht damit beschäftigen, mit welchem Pronomen ich angesprochen werde. So, das hat mich einfach null gekratzt. Und ich frage mich immer, wo diese Leute abbiegen, dass für die das dann plötzlich so wichtig wird. Also was ist der Gedankengang dahinter? Ich versuche das wirklich nachzuvollziehen, verstehen werde ich nicht können, aber nachzuvollziehen, wo das herkommt. Also weil ich käme im Leben nicht auf die Idee, dass wenn jetzt jemand mich irgendwie mit einem Punkt und Sternchen anspricht, dass sich da für mich in meinem Leben irgendwas tut. Also woher kommt diese Bedeutungsschwangerschaft? Ich weiß nicht, irgendwie Geltungsdrang vielleicht? Nee, ich glaube nicht mal, dass die das böse meinen. Ich glaube einfach, die sind so verblendet. Also ich habe auch Freunde, die so drauf sind. Und das Na, sind irgendwann hat denen das einer erzählt. Ich glaube auch, viele meinen das gut, aber es ist halt... Ja, die meinen das echt gut, die meinen das gar nicht scheiße. Und deswegen kränkt die das ja auch so sehr, wenn man dann sagt, seid ihr doof oder was? Aber für mich ist das, ich gucke das an und ich denke mir nur so, wer hat da reingeschissen? Warum? Ja, also wir haben ja auch etliche Bevölkerungsgruppen, die wirklich viel zu kurz kommen und die auch mehr oder weniger unsichtbar sind. Und da hilft jetzt auch nicht einfach nur irgendwelche Wörter zu ändern. Obdachlose zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, aber wenn ich jetzt einfach irgendwie da ein Wort ändere, dann haben die ja trotzdem nicht eine Wohnung. Wobei, die Debatte gab es ja auch schon, dass du bloß nicht Penner sagen sollst, ne? Ja. Oder auch bei Flüchtlingen, das sind jetzt die Geflüchteten, weil Flucht ja was Aktives ist. Ja, aber davon geht das Trauma auch nicht weg. Davon also. Hat sich an der Flucht absolut 0, nichts geändert. Ja. So. Aber irgendwelche Second-Generation-Leute, die können dann was von der Fluchtgeschichte erzählen und so, die sie selber nicht mal richtig miterlebt haben, weil sie da irgendwie anderthalb waren oder was. Das ist immer so lustig, so diese Leute, die so Second-Hand betroffen sind oder so, und dann sich als Fürsprecher einsetzen, auch gerade dieses ganze Allytum, und das ist für mich ist das alles Saviorism. Ich finde, das kann das nicht ernst nehmen. Penner statt Penner Pennende jetzt sagen. Pennende, geil, ey, das nehme ich an. Das gefällt mir. Pennenden. Okay, spannend. Soll ich das jetzt anziehen, oder? Ja, natürlich sollst du es anziehen, hä? Nein, ey. Als ob die Sendung vorher noch nie geguckt hatten. Wie schlecht ist das gespielt? Ja. In jeder Folge machen das alle Gäste
Und die gehen da zu so einer Sendung und beide, hä? Ach, das soll ich jetzt anziehen, huch. Ja, was? Jede Folge vorher ist das auch passiert. Ja. Das ist albern. Das ist jetzt, will ich zu Wer wird Millionär gehen und dann sagen, ach, du stellst mir jetzt Fragen, ach so. Also. Merkmale auf Klasse, sozialen Status und persönlichen Geschmack. Ja, bei ihrer Haarfarbe. Ja, geht nicht. Haarfarbe, getunnelte Ohren und so, den Septum in der Nase, die Schminke. Ja, also die kann sich auf jeden Fall so Kosmetik-Shit leisten. Ja gut, aber man sieht es den Leuten ja trotzdem an, auch wenn du denen da so netten Anzug anziehst. Eigentlich also müsste da noch irgendeine Maske dazu. Ich hatte im Studium keine Kohle für einen Friseur, sag ich dir ehrlich. Ja, ich hätte Kohle für einen Friseur, aber ich mag das nicht. Ich will nicht, dass irgendein fremder Typ an meinem Kopf rumfummelt, dann schneide ich. Hä, wieso? So eine nette Kopfmassage und so? Ich habe mir neulich mit meinem 5-jährigen Kind Thai-Massage gegönnt. Das war auch richtig geil. Was denkst du, die geguckt haben, wie ich dann mit der 5-Jährigen reinkam und die hat sich dann so schön kneten lassen. So, oh Mama, das ist so schön. Und dann neulich meinte sie zu mir, hey, jetzt habe ich bald 6. Geburtstag, wann gehen wir mal wieder zur Thai-Massage? Geil. Der Shit. Ja, weiß nicht, ich finde Friseur irgendwie komisch. Ich fand auch, das sah dann oft gar nicht so gut aus. Und dann gebe ich denen da voll viel Geld und muss da voll lange sitzen. Und dann fragen also, die mich immer alles Mögliche. Also für das, da würde ich da auch nicht bezahlen. No offense. Ja. Aber ich meine so bzzzt. Einmal bzzzt und so, oder? War es sehr schwer? Das hat meine Freundin gemacht. Okay, na dann Kudos. Mit meinem Rasierapparat einfach. Und jetzt ist das seit ungefähr 6 Wochen oder so. Ungefähr 6 Wochen her und ist jetzt alles so auf der Länge und keine Ahnung, wenn es mir zu lang wird, dann mache ich das einfach nochmal oder so. Ey, apropos Gender und Friseur, weißt du, was richtig heftig scheiße ist? Wenn jetzt mein Mann mit seinen so langen Haaren zum Friseur geht, dann zahlt er dann... Männerhaarschnitt, ne? Männerhaarschnitt, 15 Euro oder was? Ich mit kürzeren Haaren als der Typ, ja, ich zahle dann irgendwie einen Fuffi. Ja, dann nimm doch einen Männerhaarschnitt. Ja, mach doch, geh doch mal. Geh mal zum Friseur, sag einfach. Ich geh dahin, trag ein Bein da und dann sag ich so, ja. Nee, du trägst gar nichts. Du gehst da einfach hin und sagst, einen Herrenhaarschnitt bitte. Und dann sagt er, sie sind eine Frau. Und ich sag's, bitte. Ja, aber der Friseur ist ja nicht so brainwashed, dass sie das dann ernst nimmt. Da muss ich dann schon ein bisschen, anstrengen, so ein bisschen auf Piercing machen oder ja, so, dann, denke ich mal. Da rufst du halt die Polizei an und sagst, hier, Hate Speech, der hat mich gerade einfach Frau genannt. Das geht ja wohl nicht. Ja, oder ich reviewbombe den dann. Ich muss mir dann erst so eine Twitter- oder Twitch-Gefolgschaft irgendwie schaffen von einem Haufen Wokies, die dann meine Partei ergreifen und den Friseurladen bashen. Und dann kriege ich auch keinen kostenlosen Haarschnitt, aber ja, dann habe ich da Geschäft geschädigt. Ja, oder du kriegst halt Schadensersatz und dann kannst du dir von dem Geld einen Damenhaarschnitt kaufen. Boah, ich weiß nicht. Es gibt ja wirklich aber Leute, dann nicht mehr beim gleichen Friseur, das ist, glaube ich, eine dumme Idee. Ohne schlechtes Gewissen. Ich frage mich, wie diese Leute mit sich leben können. Es gibt ja echt Leute, die Existenzen zerstören über so einen Scheiß. Ja. Ach, guck mal, die hat sogar die Hände tätowiert. Mir geht es, Freund. Du musst denen echt eigentlich noch eine Maske. Steht da drauf, Evil. Du musst denen eigentlich echt noch eine Maske und Handschuhe und alles geben, sonst erkennt ja, man das. Ja, das volle Jay Riddle-Outfit, bitte. Was ist da drauf? Soulmate steht da. Und hier ist irgendwie eine Siegrune oder so. Hat die hier noch eine? Guck mal, das ist doch. Ist das, nicht muss schmeißen, das ist doch ein SS-Symbol, was die hier hat. Ja gut, da ist nur einfach irgendein Blitz, ne? Keine Ahnung. Ich will noch einen sehen, aber... Nee, sonst sieht man nichts. Aber Soulmate und ein Blitz. Okay. Mir geht es freudig aufgeregt. Also ich bin einfach super gespannt, was mich erwartet. Ich habe ja absolut keine Ahnung, wer da gleich kommt. Mir geht es freudig aufgeregt. Kommt und bin gespannt. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Was ich befürchte, ist, dass jetzt irgendein Typ hier reinmarschiert kommt, der mir erklärt, wie diskriminiert ich bin. Ich hoffe, das ist eine Frau. Also ich bin jetzt... Also. Ich hoffe, es ist eine Frau, nicht noch ein Typ, der so drauf ist, bitte. Aber, ey, also wir wissen ja, was sie gemeint hat, aber sie soll froh sein, dass sie das nicht ins Gesicht gesagt aber hat. Aber warum will sie nicht, dass es ein Typ ist? Denkt sie, dass ein Feminist schlimmer ist als eine Feministin oder ein Aktivist schlimmer ist als eine Aktivistin? Also, aber wäre doch geil, wenn die reinkommt und sagt, hi, ich bin Saskia, ich bin non-binär und die andere sagt, ach, zum Glück eine Frau und die bitte. Ja, weil sonst wäre das Mansplaining. Ne, aber Saskia ist ja gar keine Frau, deswegen. Bereit auf jeden Fall. Hi. Hi.
Hallo. Runde 1, wie beim Ringkampf. Bam, hallo, bam. Ihr beiden. Ihr durch. Damit das krasser wird, die müssen halt so nacheinander schlagen. Und wenn die bei den weiten Blöcken sitzen, dann treffen die sich ja, noch das nicht. Ist, das ist wie so beim Schulaufsatz. Da wird dann irgendwie einmal pro, einmal contra, einmal pro und dann Conclusion. Die dürfen sich dann angreifen, aber die müssen immerhin eine Hand noch auf diesem Block behalten. Und dann wird das halt immer krasser, je näher die Blöcke aneinander rücken. Lauft jetzt 3 Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Okay. Geil. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel und beantwortet sie beide. Oh, Hammer, ich hab Bock. Und Frage 1 ist, hervorstechen oder anpassen? Ja, Imp, was ist deine Antwort? Also jetzt auf mich oder was ich glaube, was die antworten? Ich glaube, die differenziert antworten wird, die Blonde und die Pinke. Ich glaube, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass die beide differenziert antworten werden. Also ich habe schon wieder vergessen, was die gesagt haben. Ich habe es ja schon mal geguckt. Aber ich finde, man kann diese Fragen oft gar nicht so gut beantworten. Mir kommt es echt immer drauf an, wo. Das will auch die Leute wieder so sinnlos polarisieren, weißt du? Ja, also bei Twitch will ich lieber hervorstechen, aber wenn ich jetzt irgendwie in der Uni sitze, dann will ich mich lieber anpassen und will, dass die mich alle in Ruhe lassen. Also das in der S-Bahn in München will ich auch nicht auffallen. Ja. Also kein Bock auf Gomas, die dann auf einen losgehen. Irgendwo in der Fußgängerzone ist es auch okay, wenn einen jetzt nicht irgendwie jeder kennt oder anlabert oder irgendwie, wenn du allen auffällst oder so, ne? Aber ich meine, wenn du in die Oper gehst und so und dich richtig schön auftakelst und das alle ist mir völlig egal. Kleid, das feiere ich schon, so Schickeria und so. Finde ich auch gut, wenn alle mein Kleid bewundern. Aber ja, keine Ahnung. Ich wette, die tut jetzt so. Sie will hervorstechen, die andere sagt, naja, kann man nicht so beantworten, glaube ich, oder? Aber wahrscheinlich eher anpassen dann. Lasse reden. Hervorstechen. Hervorstechen. Aha, krass. Logik? Jetzt haben sie sich schon ein bisschen lieb. Oder Bauchgefühl. Die sagen doch beide Logik, aber safe ist die pinke Bauchgefühl, auch wenn sie das nicht sagt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das auch nicht koexistieren darf. Das eine ist halt Intuition, typisch weibliche Intuition, Männer haben sowas ja gar nicht. Ja, aber Non-Binäre haben das vielleicht. Weiß ich nicht. 50-50. Die haben dann nur die Hälfte. Ja. Ja, also Männer haben auch keinen Bauch. Also manche schon, aber also ohne Gefühl drin halt. Deswegen wird der auch so dick. Bierbauchgefühl. Das habe ich auch immer, wenn ich so viel Bier gesoffen habe. Also wenn du dir in Bayern mal die ganzen Männer anguckst, die haben sämtliches Gefühl über ihren Bauch verloren. Ich bin für Koexistenz, okay, so siehst du auch aus. Dann. Aber ja, Logik ist, glaube ich, bei ihr nicht so Koexistenz. Sie tut nur gerne so, ne? Weil für Koexistenz. Ja, genau, für Koexistenz, aber nur von den Meinungen, die genau die gleichen wie meine eigene sind und so. Und jetzt halt mal plakativ was anderes sagen und dann als tolerant rüberkommen. Die Leute wissen doch auch, dass wenn du sagst, Logik ist nicht so mein Ding, ich bin Team Bauchgefühl, wie das dann ankommt. Das sagt man ja nicht öffentlich. Ja. Also niemand wird öffentlich zugeben, nicht logisch zu denken. Aber gleichzeitig geht es nur um Gefühle, ne? Es geht ja nur um Gefühle die ganze Zeit, so von wegen so, ich fühle mich sonst ignoriert, ich fühle mir die Existenz abgesprochen, ich fühle mich entmachtet, entrechtet, keine Ahnung, das Ding. Das hat man früher gesagt, jetzt ja nicht mehr, jetzt sind sie das ja einfach, die sind ja auch unsichtbar jetzt. Mhm. Also Saskia habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesehen, die war einfach unsichtbar. Oh, I guess, dummer geht immer. Ja. Bauchgefühl, bei mir auch beides, aber ich tendiere tatsächlich auch eher zu Bauchgefühl. Was? Mhm. Weil das echt nicht zu unterschätzen ist. Harmonie. Boah, das wundert mich jetzt. Ich dachte, die ist so voll Teamlogik. Ja, hätte ich auch gedacht. Oder? Also, dass sie das zumindest sagt von sich. Ich dachte, das ist so eine Ben Shapiro-Frau, die sagt, Facts don't care about your feelings oder sowas. Wobei ich bei Ben Shapiro manchmal denke, so viel wird das mit Logik nicht zu tun. Nee, der ist auch echt weird inzwischen. War der mal nicht weird? Ja, der war schon immer weird, aber jetzt kennt man halt noch mehr von seinen dummen Aussagen. Ne? Jetzt, der hat jetzt einen Rap-Song gemacht, der ist richtig peinlich gewesen. Ey, sag mal, wie heißt denn dieses Mädchen da? Brad Cooper, wo sie immer meinen, das ist der weibliche Doppelgänger von dem. Oh, kenne ich nicht, nee. Die haben so ein Schneewittchen-Video aufgemacht. Die sind doch alle bei diesem, wie heißt das, Wire oder irgendwas? Ah ja, Daily Wire, ja.
Ja, genau, die sind doch alle unter Vertrag bei so einem Broadcast-Dings da. Und die weibliche Version von Ben Shapiro, also die sieht halt original aus wie der Typ und so. Du könntest echt denken, da hat der irgendwie auf der Wildbahn verloren. Und die haben so ein Video gedreht, wo sie dann es gab doch dieses mit dem Schneewittchen und die ist eine Latina und da haben sich dann die einen darüber aufgeregt, dass sie eine Latina ist und irgendwie aber gleichzeitig auch kein Spanisch spricht und haben sie dann ausgelacht und irgendwie am Ende haben die ein Video gemacht, wo sie quasi so eine Art Trailer gemacht haben von Snow White in White. Das war nur so ultra peinlich einfach. Na geil. Das war so peinlich mit ihr als Schneewittchen. Cool. Ich finde das völlig dumm, Alter. Dann sieht die halt irgendwie aus, ne? Und ja, es ist mir auch, es geht mir komplett am Arsch vorbei und so soll wegen mir kein Schneewittchen grün sein. Also Hauptsache die Handlung ist cool. Ja. Oder Provokation? Ach, die sind doch beide Provokation, oder? Oh, eigentlich auch beides, aber ja, ich bin jetzt nicht so ein Harmoniebedürfnis. Die werden jetzt bei jeder Frage werden die immer sagen beides. Ah, eigentlich ich beides Koexistenz, oder? Ja, ich auch. Also ich bin für Mensch. Provokation, weil Provokation ist gut. Provokation heißt ja auch Gedanken provozieren, andere Meinungen rauskratzen. So, das ist doch gut. Ja, Harmonie vielleicht im Freundeskreis oder in der Familie oder so mal. Aber in der Öffentlichkeit voll Provokation. Wobei, ganz ehrlich, man möchte sich doch auch reiben können. Ja, also ja, gut. Kommt drauf an, mit wem. Also mit Eltern, finde ich, kann man auch mal provozieren. Aber mit so irgendwie einem entfernten Großcousin oder so, den man nur einmal im Jahr sieht, den muss man dann ja auch nicht provozieren, sondern sagt, da kann man mal ein bisschen Harmonie, damit einfach... Ja, das stimmt. Das ist ja so komisch. Damit es nicht eskaliert. Ja. Beides, würde ich sagen. Also ich würde mich für die Provokation entscheiden, weil ich glaube, dass keine Harmonie ohne Wahrhaftigkeit entstehen kann. Oh, Wahrhaftigkeit. Beständigkeit. Das kenne ich aber auch nur aus dem Katechismus der katholischen Kirche jetzt. Ja, aber das ist, das passt ja mit den Walkies ganz gut zusammen, oder? Das ist ja schon recht ähnlich. Haben wie die so auch einen eigenen Katechismus, oder? Wo dann die Verhaltensregeln drin stehen oder so, nicht nach 12 wichsen. Naja, die stehen halt bei Twitter, ne? Bei deinen Lieblingsinfluencern. Zeit oder Wandel? Wandel. Wandel und die andere ist Beständigkeit, das sieht man. Und ist gerade was runtergefallen. Preis, bitte. Ja, ich bin bitte progressiv, egal was kommt, ich nehme einfach alles. Irgendwas Großartig. Neues, egal was, ich nehme das und die andere, nee, wird nichts geändert, auch wenn das Haus brennt, ich behalte das. Ich kann mich schlecht entscheiden, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ich würde auch zu Wandel eher tendieren. Aber es kommt immer auf die Art des Wandels drauf an. Das heißt nicht immer, dass es besser wird. Es muss schon besser werden mit dem Wandel. Klimawandel ist ja zum Beispiel auch ein Wandel. Ist nicht unbedingt besser für manche Leute. Kommt drauf an, für wen. Das Ozonloch ist doch ein Stück zugegangen. Ja, also alles gut, Leute. Macht euch weiter. Am besten für alle. Am besten für alle. Klimaprogression, ja, ist einfach progressiv. Das war jetzt schon die erste Runde, oder was? Die haben sich doch gar nicht gehauen. Ich bin enttäuscht. Ich will Gewalt sehen. Also es wird wärmer und das Wasser kommt ein bisschen höher. Es ist halt Progress. Ich bin einfach dann haben wir auch endlich einen Strand in München hier. Ja, ist doch geil. Vielleicht, vielleicht auch einfach, wenn du so ein vierstockiges Haus hast. Im zweiten Stock kann man dann anlegen mit dem Boot und im vierten Stock hast du einen Sprungturm. Alles gut, oder? Ja, und auch so Salzwasserkrokodile könnten wir auch gebrauchen und so. Boah, das wäre geil. Ja. Ja, die einfach deutschen sterben. Tiere sind langsam ein bisschen langweilig, ne? Es könnten mal ein paar neue dazukommen. Interessante Fische so oder so. Problembären und so ein bisschen aus Russland. Ja, auch wie die immer sagen, in Australien wird es dann zu warm für die Koralle oder so. Dann wird es hier halt ein bisschen wärmer und dann haben wir halt eine Nordseekoralle. Wo ist denn das Problem? Hä, ich sehe das Problem nicht. Also ja, das sind wieder diese komischen Klimafetischisten und so. Habe ich auch gehört. Das ist vor allem, wir sind doch wie geht das Ding immer? Wir sind doch in so einer Eiszeit und das ist nur ganz kurz warm und bald wird es wieder richtig kalt und so. Ja. Ja, mal gucken. Was? Wir gehen einfach alle bald ins Metaverse und dann kannst du da Temperatur regulieren, Benzin wie du möchtest. Das Benzin reicht sowieso nicht bis zu der Eiszeit oder Warmzeit oder was auch immer da kommt. Da sind wir vorher schon ohne Benzin und dann verrecken wir einfach alle. Geil. Welches Hobby hat dich besonders geprägt? Also mein Hobby. Twitter. Hobby, das Tanzen hat mich sehr geprägt. Aha. Ich komme eigentlich aus dem Leipzig. Was hat die
Ah, du hast ja das Hobby hat dich sehr geprägt. Warum? Was? Schlittschuhlaufen. Warum hat dich das so geprägt? Weil ich erstmal habe ich dadurch irgendwie voll viel Muskeln aufgebaut und auch gleichzeitig irgendwie Fett abgebaut. Und es ist ein Sport, den ich zusammen mit meinem Kind machen kann. Und ich war immer voll der Sportmuffel. Also ich habe so Halbmarathon und so habe ich schon gemacht, so auf eigene Faust. Aber in der Schule war ich richtig scheiße im Sport. Und so gerade so Vereinssport und so hat mich wieder voll abgestoßen. Also dieses ganze Konkurrenzdenken und so. Mhm. Und dann wollte mein Kind halt unbedingt einen Sport machen und ich war da voll dagegen. Und sie hat sich halt durchgesetzt und jetzt macht sie halt Leistungssport. Und es hat mich eigentlich irgendwie voll geprägt, weil ich war da so dagegen und mittlerweile habe ich mich da so reingefunden und das ist irgendwie so eine eigene Welt. Also auch die Leute sind einfach so richtig weird. Ja, das hat einfach irgendwie mein Leben komplett verändert einfach. Aber klingt geil. Und wenn du die Kufe mitnimmst, ich meine, ihr ja, Frauen seid ja auch... Ja, habe ich abmontieren lassen. Ich hab jetzt da Rollen drauf auf dem Modell, wo die dran waren. Ah, geil. Falls jemand Mark 4 Kufen braucht in Größe 9,25 Zoll, einfach bei mir melden. Ich habe die abzugeben. Ja, und wenn du mal nachts unterwegs bist und ihr Frauen ja immer noch bedroht werdet und gib du ziehst mal den das. Topic hier. Ja, wenn du das rausziehst, das glänzt so ein bisschen im Licht oder so, dann geht, glaube ich, jeder Angreifer direkt einen Schritt zurück und sagt, wow, die hat eine Machete, lieber weg. Also, durch einen Flughafen komme ich damit bestimmt nicht durch, auf jeden Fall, ja. Ja, aber durch einen Görlitzer Park oder so kommst du damit durch und dann denken die, wow, okay, ich war doch ein Missverständnis. Entschuldigung, das ist vielleicht manchmal praktisch auch. Leistungssport und kenne das eben auf sehr hohem Niveau, mich mental und physisch zu belasten. Das hat auf jeden Fall meine Disziplin sehr beeinflusst. Und was hast du genau getanzt? Was ganz verschieden. Ich hab Hip-Hop getanzt, ich habe Rock'n'Roll getanzt, ich habe Modern getanzt. Bei allem viel problematisches Zeug dabei, ne? Das Hip-Hop-Frauenbild, schwierig. Und da fallen auch böse Wörter und so. Ich meine, wenn die ja Hip-Hop tanzt, da fällt bestimmt manchmal das N-Wort. Da darf sie nicht mitsingen. Wenn sie dann Rock'n'Roll tanzt. Singt man allgemein auch mit beim Hip-Hop, wenn man da dazu tanzt? Oder ja, aber vielleicht suchst du ja schon mal die Playlist aus, ne? Und dann hast du das ja reproduziert. Auch wenn du es nicht mitsingst. Keine Ahnung. Ich find's nur komisch, wenn jemand erzählt, dass er 100 verschiedene Sachen getanzt hat. Weil in der Regel entscheidet man sich ja für eins, wenn man das irgendwie wettkampfmäßig macht und zieht das dann durch. Also hört sich eher so an, als ob sie so Hobbyhopping gemacht hat. Ja, aber sie immer mit Tanzen, aber. Aber okay. Ja, ich meine, kann ich jetzt auch nicht beurteilen von dem Ausschnitt her, aber hört sich auch ein bisschen weird an. Die soll mal zeigen. Aber wehe, in dem Lied fällt ein problematisches Wort, wozu sie da tanzt. Auch nicht kulturelle Aneignung, auch großes Problem beim Tanzen. Also die Musik kommt ja, und der Tanzstil, der kommt ja von allen Orten rund um die Welt. Mhm. Du musstest sie leider mit aufhören, jetzt nur noch Walzer leider. Naja. Das ist echt krass übrigens. Ich hatte an der Uni Bekannte, die haben Lindy Hop getanzt. Ich weiß nicht, ob du Lindy Hop kennst. Ja, kenne ich. Kenne Leute, die das machen, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Und das war für mich damals, ich war ja damals auch so ein Ultra-Woki und es war für mich so mega befremdlich, wo ich das gehört habe und ich dachte so, aber kommst du dir da nicht dumm vor, so als Weißer und so? Und ja, wie geht denn das dann? Ich hatte voll die Berührungsängste, ne? Also, ich war richtig krass. Ich war absolut. Ich weiß nicht genau, was das ist. Was macht man da nochmal? Also, ich kenne Leute, die das tanzen. Ich will rumschmeißen. Also, es ist ganz schnelle Musik. Und was hat das mit der Farbe zu tun? Naja, das kommt halt so aus irgendwelchen schwarzen Stadtteilen. Ja, okay. So. Ich kenne wen, der macht das, der ist aber Inder. Geht das dann? Der ist ja dunkel, aber der ist ja jetzt nicht aus Harlem oder so. Muss so Afroamerikaner sein dafür. Ah, okay. Nee, ist immerhin dunkler als wir, ne? Ich weiß nicht mal mehr genau, wo das herkam. Ich habe das mal recherchiert und habe es wieder vergessen. Aber ich fand es auf jeden Fall, damals weiß ich noch, ich fand es mega befremdlich. Und also heute würde ich das überhaupt nicht mehr so sehen. Ist krass. Also, und ich denke mir manchmal so, genau wie die Leute, wie die Ultra-Wokies ticken, genauso habe ich ja auch getickt, aber ich habe mich irgendwo weiterentwickelt. Und ich denke mir immer so, wie kann man so stecken bleiben, wie kann man so hängen bleiben auf diesem Film, auf diesem Diskriminierungsfilm und ich bin ja so besonders und mir geht es ja so schlecht und ich werde nicht gesehen, wenn da irgendwer so ein Sternchen nicht hinmacht. Wie kann man auf diesem Film hängen bleiben? Es kann einem damit eigentlich nicht gut gehen. Ich habe mich neulich auch gefragt, warum so viele Wokies früher mal rechtsextrem gewesen sind. Da gibt es ja einige. Also bei so Influencern, bei Streamern, das sind mehrere, die von ihrer rechten Vergangenheit erzählen. Und dann ist mir so aufgefallen, dass bei Wokies ja eigentlich Konsens ist,
die ganze Welt ist rassistisch und alle Weißen sind internalisiert rassistisch. Und dass das ja voll anschlussfähig ist für echte Rassisten. Weil wenn man denen dann sagt, ey, eigentlich sind alle Weißen rassistisch, dann kommt irgend so ein Rassist und sagt, ja, ich kann da gar nichts für. Ich hab das, wir Weißen, ich bin halt so, ich kann da leider nichts dran machen. Aber wir sind alle rassistisch, nicht nur ich. Also eigentlich alle Weißen. Das ist so voll der easy way out für die einfach, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann dem, glaube ich, gerade nicht richtig folgen. Also bei Walkies ist ja, es gibt ja diese Critical Race Theory, die einfach sagt, dass alle Weißen rassistisch sind und die merken das manchmal gar nicht. Und also es gab ja auch bei HRD gab es, glaube ich, mal so eine Frage, wie rassistisch ist Deutschland oder so. Und dann wurde gefragt, sehen Sie sich selber als rassistisch? Und da sind dann welche dahingegangen und haben sich hingestellt, dass sie sich selber als Rassisten sehen, aber nur ein bisschen. Also sie geben sich Mühe, aber sie haben noch ein paar von diesen Gedanken und wir alle haben das ja gelernt und unsere Vorurteile und internalisiert und so weiter. Kann man das nicht irgendwie so framen, dass man sagt, das sind intrusive Thoughts, Zwangsgedanken und deswegen ist das sehr krankheitswertig und man darf da nicht irgendwie was gegen sagen? Kann man vielleicht, ja. Also wenn du dann irgendwie so einen rassistischen Gedanken hast, dann sagst du, ja, tut mir leid, dass ich bin zwangsgestört, das ist jetzt mein Zwangsgedanke und ich kämpfe da echt hart damit, mit dieser Nazi-Krankheit. Ich finde es auch sonst komisch, wie man sagt, ich bin so geboren, ich kann da leider nichts dafür, aber wenn ich sage, ich bin mit meinem Humor geboren, dann lassen die es nicht durchgehen. Dann mache ich einen unangemessenen Witz und alle sind voll sauer, ja. Aber kann ich da nichts machen gegen vielleicht. Also dieses Verantwortung wegschieben, das liebe ich allgemein so. Auch wenn man zum Beispiel so Beziehungen nimmt und dann hat man irgendwie so einen minimalen Altersunterschied und dann sagst du so, wie kannst du nur, der ist ja 7 Jahre älter als du, so wie mein Mann. Aber das ist ja nicht minimal, ne? Minimal wäre ja ein Jahr. Ja, aber dann bist du so ungefähr so mit 18, das geht ja gar nicht, was für ein dreckiger Schuft, ja. Also der nutzt dich ja nur aus, du den gar nicht. Oder mit 14 und 21, da kommt dann immer die Polizei, voll nervig. Genau, aber erschießen lassen bei der Armee kannst du dich so, das ist voll legit, ja. Also das ist kein Problem, dafür bist du alt genug, aber deinen Mann dir aussuchen, so nee, da bist du noch zu unreif dafür. Ich liebe diese polarisierende Scheiße, echt. Not. Armee hat ja jetzt auch gerade ein richtiges Revival einfach, es gibt ja jetzt so viele Leute wie noch nie, die sich irgendwie richtig positiv äußern über Waffen und Soldaten und die das alle richtig geil finden auf einmal und sagen, Friedenspanzer. Ja. Also Friedenspanzer haben wir gerade an jeder Ecke. Hast du bei Logo mitbekommen, dieses Kindertheater mit dem Marschflugkörper? Nee. Nicht? Oh Gott. Ich gucke gar nichts Öffentlich-Rechtliches. Ich habe nicht mal Radio. Ich dachte, das hast du vielleicht mitgehört, weil alle drüber geredet haben. Da gab's, nee, ich gucke nur ausländische Nachrichten. Ich habe das aus dem Urlaub mitbekommen. ZDF-Logo kennst du aber, oder? Von vor 30 Jahren oder so kenne ich das noch. Also ich dachte, hättest du mit deiner Tochter mal geguckt vielleicht. Nee, also ich würde sagen, das habe ich seit 35 Jahren oder seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Ja. Na jedenfalls, die haben so verschiedene Kriegsgeräte mit Gesichtern gemacht. Und das waren irgendwie Franzosen, Polen, Deutsche. Und das Deutsche war der Marschflugkörper, der sich darüber beschwert, dass Olaf Scholz sich weigert, ihn in die Ukraine zu schicken. Und dann ist das halt so ein Sketch gewesen und dann hat irgendwie der Marschflugkörper gesagt, ich darf leider nicht in die Ukraine und dann ist da so ein Panzer mit so einem französischen Dialekt und sagt, oh, das ist wie bei uns damals oder sowas und dann kommt noch irgendwie so ein polnisches Kriegsgerät, das war total absurd einfach, haben sich viele drüber aufgeregt, weil die Story war halt auch sowas wie, der Scholz, der weigert sich einfach, mich zu senden. Dabei bin ich doch so gut. Der hat Angst, dass ich zu gut bin. Und vielleicht könnte ich zu weit schießen und Moskau treffen und das Land angreifen. Und dann sagt ungefähr wie der kleine ICE, aber für Bomben. Ja, ungefähr so. Geil. Und dann sagt halt der Franzose irgendwie so, ja, aber Putin hat doch angefangen. Und was macht der denn die ganze Zeit? Wäre doch gar nicht so schlimm, wenn wir vielleicht mit dem Marschflugkörper auf Moskau schießen. Und es ist einfach nur absurd gewesen. Also auf einmal irgendwie Menschen töten im Kinderfernsehen und denen sagen, guck mal, mit diesem Panzer und mit diesen Raketen, damit kann man die Bösen umbringen. Aber jetzt mit lustigen Wackelaugen drauf. Also das ist wirklich nur pervers gewesen. Ich bin da auch nicht komplett unbefleckt. Wie hieß denn dieser Ami-Streifen mit Tom Cruise und den Tomcat-Flugzeugen? Top Gun, glaube ich, ne? Top Gun, genau. Also mein Kind hat auch Top Gun schauen dürfen und wollte danach so ein Flugzeugmodell haben. Weil sie die Flugzeuge geil fand.
Und ich habe ihr aber auch erklärt, was Krieg ist. Ich habe ihr erklärt, dass halt diese Flugzeuge auch benutzt werden, um halt die Häuser von Menschen kaputt zu machen und denen ja eben Sachen kaputt zu machen und dass da auch Leute sterben. Und wir haben dann da so drüber geredet und das, ja, aber Technik halt, dass die Technik halt was Cooles ist, ne? Dass ein Flugzeug so schnell fliegen kann und für die Show und so. Und wir werden auch mal hier zum Flugzeugmuseum fahren und uns die ganzen Kriegsflugzeuge anschauen. Also das hat sie sich gewünscht und ich finde es auch eigentlich auch cool, weil ich einfach ein technikaffiner Mensch bin, ja. Aber ich würde halt niemals hergehen und meinem Kind irgendwie erzählen, dass das gut ist, Leute abzuknallen, egal welche, ja. Also das sind alles Zivilisten und ich finde so allgemein dieses Länderbashing, ja, das ist schon irgendwo einfach, ich finde es nicht okay. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich genug Leute in allen Ländern, die in Kriegen beteiligt sind, die den Krieg nicht feiern, den ihre Regierung da führt, ne? Ja, ich finde Olaf Scholz auch nicht so geil und wahrscheinlich gibt es auch eine Menge Russen, die Putin nicht mögen. Das haben die sich ja nicht ausgesucht, ne? Das können die wahrscheinlich auch nicht so laut sagen, weißt du? Du kannst das, glaube ich, nicht sehen, weil ich habe ja hier nur Watch Together auf, aber ja, es ist halt hier irgendwie dieser komische Taurus-Marschflugkörper und der, ja, ich kann es nicht ins Watch Together machen, dann ist bei unserem anderen Ding der Timecode weg, aber das ist einfach pervers gewesen. Du kannst mir das nur auf Instagram schicken oder so, dann kann ich mir anschauen. Hier, das ist direkt News, na toll. Junge News. Welt gibt's auch, cool. Den feierst du nicht so, ne? Nee, nicht so Fan. Junge Welt gibt's, die sind ja nicht rechts, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich falle immer auf solche Leute rein. Ich gucke dann irgendwie so ein Video, denke mir so bei der Hälfte so, ja, es ist nicht komplett verkehrt. Und dann kommt irgendein rassistischer Take, wo ich mir denke, so muss das sein. Ja, also ich glaube, das war immerhin wieder so ein Ding, was Linke und Rechte auf beiden Seiten ziemlich kacke fanden und alle dachten, ey, warte mal, ihr zeigt unseren Kindern gerade Panzer, hört mal auf. Ja. Na gut, weiter hier gendern. Ja, lass mal die Gender-Leute. Jazz oder? Getanzt. Ich habe Contemporary getanzt. Du hast Jazz getanzt? Jazz? Hallo? Die ist aber schon ganz schön hell für Jazz. Das ist nicht okay. War auch mein Safer Space. Es war der Ort, wo ich mich selber ausdrücken konnte. Mhm. Und das war für mich sehr wichtig, ja. Ja, ich bin getriggert. Also schwarze Menschen sind ihr wohl nicht so wichtig, ne? Für non-binäre Menschen setzt sie sich ein, weil selber betroffen, aber den Schwarzen dann den Jazz wegnehmen. Aha. Was hat die Entwicklung deiner Identität besonders beeinflusst? Twitter. Diese Elfenbeinturmfragen, Alter. Oh, oh. Weißt du, ich hab meiner Studentenbude gelebt, die war direkt am Bahnhof. Und eines Tages lief ein Professor mit einer Professorin unter meinem Fenster lang. Also beides Mathematikprofessoren von mir. Und die Professorin hat zu dem Professor einen Satz gesagt und ich wusste sofort, dass das meine Professorin ist, ohne dass ich aus dem Fenster geguckt habe. Und ich wusste auch, wer der Typ war. Und sie sagte zu dem, ja, also das hat meine frühkindliche Grammatikentwicklung auch sehr geprägt. Geil. Ich wusste einfach, dass die Ische das war, dass sie das gesagt hat. Ich gucke raus, ich sehe sie und ich denke so, voll ins Schwarze. Geil. Das sind so Sätze aus dem Elfenbeinturm, weißt du, die kann ich mir auf dem Klo nicht rausdrücken. Da komme ich in 10 Jahren nicht drauf. Was hat die Entwicklung deiner Identität besonders beeinflusst? Krass. Ich habe eine Zwillingsschwester und dadurch waren wir immer im Doppelpack. Und da sucht man sich natürlich schon immer so seine eigene... Ich habe auch einen Zwillingsbruder und immer, wenn ich irgendwie hier ein Fettnäpfchen getreten bin, dann war der das. Ich kann da gar nichts für. Nein. Aber die Gegner sollen das wissen. Ne? Wir streamen hier abwechselnd. Immer wenn ihr was gut fand, dann war ich das. Wenn ihr das schlecht fandet, das war nur mein Bruder. Entschuldigung, der kommt manchmal rein. Also wenn ich Scheiße gebaut habe als Kind, habe ich es immer auf die Katze geschoben. Ja, das ist bei mir immer der Zwillingsbruder. Der sieht auch exakt genauso aus wie ich. Und der war einfach alle schlechten Sachen meiner Karriere, war der einfach. Identität oder will was anderes anhaben. Also ich wollte zum Beispiel nie dieselben Klamotten tragen wie sie und habe dann auch immer darauf bestanden, dass ich die glatten Haare habe und sie die Locken. Stell mir vor, die wäre mit der in dem Format und dann haben die beide dieses grüne Ding an und prügeln sich. Vor allem überleg dir mal, sie hat sich freiwillig die Haare glatt machen lassen. Warum? Wer will das? Wer will die Scheiße bitte? Ja, sie will das, damit sie nicht aussieht wie ihre Schwester. Und ja, solche Dinge. Also man wollte unbedingt so sein eigenes Ich finden.
und eine eigenständige Person sein und auch so von anderen wahrgenommen werden. Ja, voll spannend. Also ich kann da tatsächlich auf eine vielleicht andere Weise relaten. Du kannst damit gar nicht relaten. Komm, was? Hä? Das ist so komisch, ne? Sonst immer, du kannst Sachen nicht nachfühlen. Wenn mir ein Schwarzer sagt, wie er sich fühlt, ich kann das gar nicht mit meinem weißen Kopf gar nicht nachvollziehen. Mhm. Selbst wenn das mir noch so bildlich oder nachvollziehbar beschreibt, geht nicht. Und dann sagt die einfach irgendwie, hat eine Zwillingsschwester und ja, kann ich nachvollziehen. Nee, ja, grundsätzlich kann niemand irgendwas nachvollziehen. Ja, aber ich kann eher verstehen, glaube ich, wie sich ein schwarzes Einzelkind fühlt, als ein Weißer mit einem Zwillingsbruder. Keine Ahnung, weiß ich nicht, will den Vergleich gar nicht ziehen, aber ich finde beide Einstellungen dämlich. Also ich finde es sowohl dumm zu sagen, oh, ich kann mich gar nicht einfühlen, oder zu sagen, ich verstehe das komplett. Ich meine, ich weiß nicht, wie das ist, aus dem Fenster zu springen und sich beide Beine zu brechen. Ich weiß aber, dass es eine Scheißhausidee ist. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich anders aussehen würde oder wenn ich von Leuten anders behandelt werde. Das kann ich mir eher vorstellen, als wenn es mich einfach nochmal geht. Aber dann weißt du auch, wie die Non-Binary-Leute sich fühlen. Da weißt du jetzt auch, wenn du jetzt, kannst du dir jetzt vorstellen, wie eine Frau sich fühlt, so stell dir einfach vor, du bist eine halbe Frau, dann weißt du auch, was Non-Binary ist. Ich kann mir das eher vorstellen, als dass ich mir vorstellen kann, dass ich einfach nochmal da bin. Also wirklich, also Zwillingsbruder kann ich mir nicht gut vorstellen, wie das ich wäre. Ich würde mir den ganzen Tag selber auf den Sack gehen, sozusagen. Das wäre irgendwie komisch. Da wäre ich, glaube ich, auch komplett anders vom Charakter geworden. Bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister? Ja. Ich gar keine, nee. Ah, ich auch nicht. Siehst du, deswegen sind wir so weird. Deswegen sind wir so komisch geworden. Ja. Schon sehr hohen Gerechtigkeitssinn gehabt. Und Dinge, die ich nicht verstanden habe, die habe ich immer hinterfragt. Und halt auch schon als jugendliche Person. Ja, immer schon. Zwar deswegen nicht immer einfach, aber ich bin deswegen, glaube ich, da, wo ich heute bin. Weißt du, wer auch einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn hat? Attila Hildmann. Scheiße. Der hat selber gesagt, dass das seine Motivation ist. Oder wie heißt denn der Typ mit den Katzenbüchern? Akif Pirinci. Ah, ja, der auch. Der war auch geil, wie der so die Lager gewechselt hat irgendwie. Von friedlicher Katzenbuchautor zu AfD-Parolenbrüller. So, das war auch so. Ich habe das Katzenbuch von dem vor allem auch gelesen als Kind. Ich fand Attila war mit Abstand der lustigste von denen. Das ist Attila, den ich am meisten vermisse. Der war schon echt sehr witzig. Der war echt so. Ich dachte immer, der ist entweder hat der eine heftige psychische Störung und der ist drauf. Ja, aber auf jeden Fall war es unterhaltsam. Den vermisse ich schon am ehesten von den Schwurblern. Ja, wo ist er denn jetzt? Ich glaube, in der Türkei ist er. War der nicht auch irgendwie Veganer mit Ledersitzauto oder so? Ja, weil dem ging es, glaube ich, aber auch nur um die Gesundheit und nicht um die Tiere. Ja. Okay. Aber der war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Also aus Comedy-Gesichtspunkten. Aber ich war auch mal eine Zeit lang unethischer Veganer. Und die Veganer sind da mal gar nicht drauf klargekommen, ohne Witz. Wie geht das? Na, was, weiß ich nicht. Ich war beleidigt, dass ich halt nicht irgendwie Tiere mag. Aber ich habe halt gemeint so, ey, ich habe halt keine Beziehung zu Kühen und Schweinen. So. Ich finde die halt dumm und Hühner auch, aber ich will es halt trotzdem nicht essen. Dann war ich halt, das ist dann schon ein unethischer Veganer, nur weil du die nicht magst, oder wie? Ja, aber halt kein ethischer Veganer. Halt nicht aus Tierliebe heraus, sondern ich habe mir halt gesagt, so, ey, finde ich jetzt nicht so toll, will ich nicht essen und so, bla bla bla. Salat. Keine Ahnung, hat halt nicht gereicht. Bist nie gut genug. Das ist genau das gleiche wie in der Woke-Bubble. Du bist nie gut genug. Ey, du kannst dich anbiedern bis zur Selbstaufgabe und ein falsches Wort und du wirst da gedisst und gecancelt und so. Ja, kommt, glaube ich, drauf an, mit wem du dich umgibst. Diese ganzen Communities sind ja eh irgendwie ein bisschen unangenehm, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es ein ziemlicher Eiertanz ist, auch im realen Leben. Also wenn man auf gewisse Veranstaltungen geht und man sagt, irgendwie was ein bisschen abweicht. Ja, kriegst halt gewisse Blicke und wirst dann halt nicht mehr eingeladen zu anderen Sachen. Wir haben jetzt übrigens nach einer Stunde erst 5 Minuten durch. Lass mal jetzt weniger reden. Vielleicht. Gib Gas. Frage an beide. Welche berühmte Persönlichkeit inspiriert euch? Hitler. Was? Also, mich inspiriert nach wie vor Wer meinst du, wen wird sie sagen? Lady Gaga? Sie hätte auch Lady Diana sagen können. Lady Gaga ist auch ultra woke, habe ich mir sagen lassen. Welche berühmte Persönlichkeit inspiriert mich denn? Lady Gaga hat sich Allen, doch gerade mit Dylan Mulvaney abgelichtet und dann dafür irgendwie Scheißesturm kassiert. Mich inspirieren Gigi Allen und Charles Manson.
Lady Gaga sehr stark. Lady Gaga. Die hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Ehrlich? Ja. Ehrlich, ja. Oh, geil. Und die andere, wen inspiriert die? Die ist Journalistin. Weiß ich nicht, wer könnte dich. Vielleicht Günther Wallraff oder so. Oder Friedrich Küppersbusch oder sowas. Andreas Bader, das wäre auch gut. Genau, das ist für mich eine unfassbar inspirierende Frau, die mit einer Selbst... Im Chat sagt gerade jemand, mein Vorbild ist Bin Laden. Das wäre auch gut. Ich würde so gerne in so einer Sendung sitzen bei ZDF einfach 5 Minuten ernst reden und wenn dann so gefragt wird, wer ist dein Vorbild? Aber die wollen ja nicht getrollt werden. Saddam Hussein. Die haben ja keinen Mut, lassen sich ja nicht trollen, die Wichser. Ja, aber du musst das halt auch richtig, richtig... Ich glaube, man könnte denen auch welche nennen, die nicht kennen. Vielleicht so vorsichtig einfach. Man könnte die so richtig subtil verarschen, das wäre schon auch geil. Ja. Oder man sagt so mehrere. Ja, so Künstler. Also ja, Pablo Picasso, Idi Amin, sowas. Und dann würden die wahrscheinlich sitzen. Oder sowas, womit cool. Sie nicht rechnen. So irgendwie so, ja, Gandhi. Und dann so, oder nee, wie hieß denn dieser eine Typ, der seine Frau umgebracht hat? War das nicht Gandhi irgendwie? Oder der ihr die Antibiotikagabe verwehrt hat? Ja, kann sein, weiß ich dann nicht. Dann sagst du irgendwie sowas, so wie das hat er auch geschickt gemacht. Mhm. Also so Saddam Hussein und Bin Laden und Hitler und so, die kennen die natürlich. Aber wen könnte man denn sonst noch vielleicht so, Karl Schmidt oder so kann man den vielleicht sagen, den kennen die dann noch wieder nicht. Oder Mengele oder so. Mengele. Einfach was daneben ist. Ja, mein Freund, Pol Pot ist vielleicht auch gut. Ja, kann man auch nehmen. Polarisiert hat und den ganzen Müll und Dreck und Schlotz des Backlashes über sich ergehen lassen hat und trotzdem bei ihren Ansichten geblieben ist, trotz der Schwierigkeiten. Und ich mag nicht zu viel verraten, aber ich glaube, dass wir uns sehr viele ähnliche Werte teilen. Und wenn du so sagst, Ted Bundy, der hat 30 Frauen getötet und hat dann noch Sex gehabt mit den Kadavern und dann vor Gericht hat er gesagt, hängt eine Null dran, dann habt ihr die richtige Todeszahl. Das hat mich sehr inspiriert. Dass ja, weil weißt du, was das Krasse ist bei dem Ted Bundy-Typen? Der wurde immer noch von irgendwelchen Weibern gefeiert, weil er ja irgendwie ja. So hot war. Ja, die haben den Brief in den Knast geschrieben. Der ist ein Mörder, der sieht doch voll sexy aus. Und der kann doch kein Mörder sein. So, lass dir mal ein paar Briefe schreiben, ey, heirate mich. I can fix him, ja. Okay. Also jetzt gerade habe ich kein lebendiges Beispiel, aber mich hat vor einigen Jahren, als ich noch in der Schule war und ein Referat halten musste, hat mich Nelson Mandela inspiriert, weil ich mich gefragt habe, wie man 27 Jahre im Gefängnis aushalten kann, ohne dass man da als gebrochener Mensch rausgeht. Das ist ja praktisch mein ganzes Leben, die er in diesem Gefängnis verbracht hat und da nicht psychisch zugrunde zu gehen und nachher noch der erste schwarze Präsident zu werden von Südafrika. Also, ja, faszinierend. Ja, verstehe ich. Faszinierend. Er hatte was, was die Wokies nicht hatten. Resilienz. Nee. Ja. Oh, Rasputin ist, da ist Putin mit dem Namen nicht gut. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam Es wäre so gut, wenn sie jetzt sagt, wir sind Frauen. Woher soll sie das wissen? Ich glaube, dass wir beide engagiert sind. Ich glaube, wir sind beide eine Person mit Uterus. Menstruierende Person. Ja, ich weiß nicht, man könnte sich angucken und sagen, ich glaube, wir haben beide schwere psychische Probleme. Also, was? Nein. Glaube ich auch. Ich glaube, dass wir beide engagiert sind und dass wir beide sehr willensstark sind in dem, was wir rüberbringen wollen und was uns am Herzen liegt, das glaube ich. Mhm. Ja, glaube ich auch. Also, dass wir beide so unsere Überzeugungen haben und dann dafür einstehen. Oh, leck. Sag deinem Gegenüber etwas. Ach, guck mal, die andere muss das jetzt gar nicht sagen. Oder die haben das rausgeschnitten. Keine Ahnung. Das wäre doch so eine Vorlage, dass sie die einfach anguckt und sagt, ich glaube, wir sind beide Frauen und die andere wird dann doch nicht mehr so das positiv. Das ist zu banal. Vielleicht haben sie auch gebrieft, dass sie nicht so total offensichtliche Sachen wahrscheinlich sagen wollen. Dass du jetzt schon an der Person magst. Ich mag deine sympathische Ausstrahlung. Also ich finde, du lächelst. Jetzt bräuchte man so einen Gesichtsanalysten, der dann irgendwie sagt, gelogen, die hat nach oben links geguckt, die hat sich das ausgedacht oder so. Das ist doch so eine Non-Aussage, das sagen die doch jede Folge. Ich mag deine sympathische Ausstrahlung.
Sage ich, glaube ich, auch. Wenn die mich da jemals einladen, dann gehe ich da hin und dann... Alter, ich wüsste, was ich sage, wenn die mich da hinsetzen würden. Ich würde einfach so sagen, kein Plan, weiß ich jetzt nicht. Hä, ich kenne den gar nicht, was? Ich kenne dich nicht, woher soll ich das wissen? Ich mag deine sympathische Ausstrahlung. Du hast gelächelt. Ja, okay, kann man jedem sagen. Das ist viel. Ja. Sobald du bist reingekommen und hast viel gelacht. Ja, doch, ich glaube, ich kann dich gar nicht so doof finden. Ja, spannend. Okay. Ich lache tatsächlich sehr, sehr viel. Ich finde an dir sympathisch, dass du mir in die Augen schauen kannst und dass ich das Gefühl habe, dass wir auf irgendeine Art und Weise schon ein verbindendes Element haben, einfach vom Vibe. Ein verbindendes Element. Vom Vibe. Hat sie gerade Vibe gesagt? Vibe. Ich bin Saskia, ich bin 30 Jahre alt. Meine Pronomen sind keine, das heißt nur mein Name oder they, them. Ich engagiere mich für gendergerechte Sprache, weil es mir wichtig ist. Der Blick gerade war gut, ne? Diverse Geschlechtsidentitäten. Wie andere, oder was? Ja, von der Blonden, wie sie auf dieses iPad geguckt hat. Zeig nochmal. Warte. Ich glaube, sie hat ein bisschen versucht zu unterdrücken, aber sie guckt so. Okay. Ich für gendergerechte also. Sprache, weil es mir wichtig ist, diverse Geschlechtsidentitäten, wie zum Beispiel Frauen, nicht-binäre Menschen, auch in der Sprache sichtbar zu machen. Wie zum Beispiel Frauen. Oh mein Gott. Andere Geschlechter, wie zum Beispiel Frauen. Andere. Und damit auch. Ja, oder aber auch die anderen. Das Bild der Gesellschaft abzubilden. Ich heiße Julia, bin 29 Jahre alt. Ich gender nicht und lehne eigentlich so gut wie alle Formen des Genderns ab. Ich finde, dass man das generische Maskulinum beibehalten sollte, weil das die fairste Form für alle ist. Es ist die generische Form. Und wenn man anfängt, Doppelnennungen zu verwenden, zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, dann beschweren sich wieder diejenigen, die dann nicht mitgemeint sind, die nicht-binären Personen. Und man fängt... Wie sie gerade angeguckt hat. An Verteilungskämpfe oder also Sprachkämpfe zu starten. Ich glaube, dass Geil. Es wichtig ist, Menschen den Zugang zu gendergerechter Sprache zu erleichtern. Und dass wir ich fände es schön, wenn man mal anfängt, Menschen den Zugang zu Wasser zu erleichtern oder zu Wohnungen oder so. Das wäre mal ein Thema, was man angehen könnte. Ich war gerade in den Philippinen, da kannst du das Trinkwasser nicht trinken. Ich habe den Eindruck, da muss man eher mal einen Zugang legen, als einen Zugang erleichtern. Vielleicht ein bisschen Ringerlösung oder so. Da scheint irgendwie ein bisschen Dehydration vorzuliegen. Ja, also, ausgetrocknet im Kopf. Ist schon, sorry, not man, sorry. Ich glaube, also wenn wir jetzt das auf Deutschland beziehen, dann muss man Leuten erstmal den Zugang zu einer Wohnung, zu Essen und zu Bildung ermöglichen. Aber man kann auch den Leuten, die das alles schon haben, den Zugang zu gendergerechter Sprache ermöglichen. Ich glaube, uns geht es einfach allen so gut, weil, das ist ganz ehrlich, Stehe ich hinter meiner Meinung ist, wenn das für dich ein Problem ist, ob da jetzt auf der Kündigung Mann, Frau oder Sternchen steht, weißt du, so andere kämpfen um ihre Existenz und dann kommt irgendwer und regt sich über so einen Elfenbeinturm-Scheiße auf. Also das sind keine richtigen Probleme. Sehr geehrte Mieter in morgen Zwangsräumung. Ach, immerhin, direkt angesprochen, dankeschön. Morgen kommen die Zwangsräumenden bei Ihnen vorbei. Ja. Die Zwangsräumungspersonen. Richtig. Gut. Anfangen zu erklären, worum geht's dir überhaupt? Und es geht da um unsere Werte, es geht darum, dass wir Menschen mit einem... Kennst du den Spruch, wo heute von Werten gesprochen wird, wird morgen geschossen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das Zitat gebracht hat. Dass es uns alle betrifft und vor allem auch, dass zum Beispiel Kindern durch das Gendern ganz neue Perspektiven eröffnet werden. Ich habe oft den Eindruck, dass... Wir haben übrigens gerade in Deutschland 23% Kinder in Armut. Aber wenn die immerhin gendern, kriegen die neue Perspektiven, dann können die Vorstandsvorsitzende werden. Also ich glaube, wenn du in einer Hartz-IV-Familie aufwächst, sind die Chancen, Vorstandsvorsitzender zu werden, so ziemlich null. Egal welches Geschlecht, aber wenn die gendern, dann können die sich das immerhin vorstellen. Ich finde es auch so vorbei, irgendwie diese ganze Diskussion an den alltäglichen Problemen von Leuten. Also in München gibt es ja so ein Modell oder gab es mal so ein Modellprojekt, da hat man immer die Sozialwohnungen oder Sozialsiedlungen hat man mit reingelegt in etablierte Wohngebiete, die quasi eher so ja, Schickeria-mäßig waren, ne? So, um da so ein bisschen Durchmischung zu erreichen. Hat allerdings nur zu mehr Polarisierung geführt und zu mehr Diskriminierung meiner Meinung nach. Also was man jetzt so sieht, die Folgen davon. Und
ja, also wenn du, klar, ich finde es immer noch besser, dass es ein bisschen durchmischt ist, weil was ist die Alternative? Man könnte die Reichen enteignen und den Armen das geben. Ja, oder zumindest, dass die Reichen nicht nur auf ihrem Geld hocken, dass das totes Kapital ist, sondern dass sie damit vielleicht Arbeitsplätze schaffen oder Stellen schaffen. Ja, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer oder so. Was kann man machen? Genau, oder irgendwelche Immobilien. Wir haben im Viertel 4 leerstehende Häuser. Warum stehen die leer? Oder warum sitzen irgendwelche alten Leute in einer 5-Zimmer-Wohnung, ja, irgendwelche Öhmchen mit dem ganzen Gerümpel und eine Familie, zu dritt, zu viert wohnt in der 2-Zimmer-Wohnung, weil sie nichts finden. Also sowas ist schon scheiße. Ja. Hab vergessen, worauf ich hinaus wollte, sorry. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich finde, das sind halt keine richtigen Probleme. Also sowas wie diese Gendersprache. Ich finde das schon das Wichtigste. Das sollte den Kindern schon im Kindergarten mitgegeben werden, besonders denen, das war's. Ja, die Kinder sind's. Ja. Also ich sehe das so im Kindergarten zum Beispiel, da haben wir Eltern, die können sich einfach irgendwie das Läusemittel nicht leisten und dann machen sie halt die Läuse nicht weg von den Kindern und dann haben immer wieder Kinder Läuse. Das gab es bei mir nicht in meiner Zeit. Da gab's, wir hatten keine Läuse. Ja, und die haben die Läusekinder wenigstens gegendert oder auch das noch? Weiß ich nicht, aber in den Kindergartenkonzepten steht auch immer drin, sich als Junge oder Mädchen fühlen. Geil. Also das sind auch immer so, das ist ja auch im Krankenhaus, ne, da kriegst du dann auch, im Patientenanamnesebogen stand früher auch immer drin, sich als Mann oder Frau fühlen. Das ist so eine Frage, die habe ich mal komplett weggelassen. Das habe ich Patienten nie gestellt, weil ich der Meinung war, dass mich das einen Scheißdreck angeht. Ich sehe das Geschlecht von der Person und wenn das jetzt eine Intersex-Person gewesen wäre, was in meiner kompletten Laufbahn einmal oder so vorgekommen ist, dann hat die Person das auch sofort gesagt, weil es medizinisch relevant ist. Mhm. Und ansonsten ist medizinisch ist nur relevant, wenn da halt irgendeine Behandlung noch passiert, Hormone gegeben werden oder so. Und das ist dann aber eine andere Frage, was ja dann bei Medikamenten noch getrennt aufkommt. Also ich habe mich da immer komplett rausgehalten, weil ich finde, fand das immer schon dämlich, das da extra noch zu thematisieren, weil das intim ist. Und ich habe neulich einen Anamnesebogen bekommen, da stand das nicht drauf. Mhm. Aber die Krankenschwester hat halt gesagt, wo ich was schreiben soll und so und hat mir das zur Unterschrift hingelegt. Und dann hat sie bei einem so einem Punkt stand da irgendwie, könnte es sein, dass der Patient jetzt gerade schwanger ist. Und das hat sie einfach durchgestrichen, ohne mich das vorher zu fragen. Da war ich sehr gekränkt. Die hat mich angeguckt und gesagt, ne, wird nicht schwanger. Und ich dachte, bitte, woher weißt du das denn? Also eine kleine Samenleiterschwangerschaft, das kann schon sehr gefährlich sein. Ja, ich dachte so, nur weil ich einen Bart habe, bin ich jetzt nicht schwanger, oder was? Ja, gut, aber das war. Musst du heute schon, mitrechnen, das ist schon so, musst mitrechnen. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mein Handy raushole und einen Shitstorm starte, aber dann war sie mir doch noch zu sympathisch und dachte ich, nee. Ich drück noch mein Auge zu. Ich gendere, dass Leute über mich denken, ich wäre reaktionär oder irgendwie rückständig und hätte noch nicht die oberste Stufe des moralisch guten Sprechens erklommen. Und glaube, dass es der Gesellschaft nicht wirklich gut tut, wenn sich da zwei Lager bilden, weil das auch eine Gesellschaft spaltet. Guck mal, da hast du mich direkt beim Namen genannt. Oh Gott, ich habe so viele Dinge, die ich voll verstehe, die du sagst. Mhm. Und wiederum Dinge, die ich natürlich auch aus einer betroffenen Sicht ganz anders sehe. Ne? Ja. Was denkst du jetzt gerade? Also betroffenen Sicht, ich bin betroffener als du. Ja, man, das klingt so, als ob sie irgendwie gebehindert wäre oder so. Betroffene. Ja. Ich finde das immer schon bei ADHS und Autismus so problematisch, wenn man sich als Betroffene bezeichnet. Also ich persönlich mag das gar nicht, weil das klingt so krankheitswertig und kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, und auch jetzt wäre da so ein Blitz in dich eingeschlagen. Ich wurde getroffen. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin plötzlich, batsch, hat es mich getroffen. Aber nicht Betroffene von Non-Binarität. Das ja, ich doch, ich schon auch. Das hat mich einfach getroffen. Ja. Morgens aufgewacht, ich bin ja gar kein Mann. Dummheit tut halt doch weh. Ich bin betroffen von der Dummheit von den anderen. Ja, ich bin sehr betroffen von vielem, von allem. Ich weiß überhaupt nicht, dass du dich jetzt als nicht binär identifizierst. Das war mir jetzt total neu und das hätte ich dir jetzt auch überhaupt nicht angesehen oder so. Wie sieht denn das aus? Weißt du selber. Du weißt selber, wie die aussehen. Wie sehen die aus? Naja, also die haben so komische Haarfarben, 3 Trilliarden Piercings.
Ich finde, vielen sieht man das schon an. Das ist aber auch echt so ein Klischee. Aber warum ist das ein Klischee? Das ist ja ein Klischee von, das kommt ja von diesem In-Group-Thinking. Du wirst dich ja mit dieser Group identifizieren. Und wenn dann viele eben so rumlaufen, wie gesagt, irgendwie da so ein Buzzcut oder die bunten Haare, Blech im Gesicht. Ich habe nichts gegen Blech im Gesicht, by the way. Finde ich voll okay. Aber es ist so ein Klischee, ne? So die, ich war ja neulich in einem Woke-Laden. Geil. Einen kompletten Laden, wo es nur woke Produkte gab, kein Shit. Okay, was war das für einer? Irgendwo in Bayern oder was? Nee, in Erfurt. Was? Ja, da gibt es. Ist neben dem Thorsteiner Laden oder was? In Erfurt am Anger. Okay. Also ohne kein Scheiß. Da gab es nur so irgendwelche, ja, so kleine Plastikmösen, Anstecker und so und irgendwie Free the Nipple und keine Ahnung, lauter so Zeug, irgendwie irgendwelche Tagebücher mit allen verschiedenen Penissen und Brüsten drauf. Und aber Free the Nipple ist doch auch so ein Ding, also da kämpft man doch eigentlich nur gegen Rentner. Ich meine, wer beschwert sich denn darüber? Ich glaube, die Rentner beschweren sich da auch nicht drüber, zumindest die Typen nicht. Ja, aber also wenn jetzt Frauen oben ohne rumrennen, wen gibt es denn, der sich darüber aufregt? Das macht doch keiner. Ist doch allen egal, können die ruhig machen. Ich glaube, mir ist das auch egal. Mir ist das auch egal, ob die unten ohne rumlaufen, also am Strand oder so. Ne? Jetzt nicht in der S-Bahn, das ist schon eklig. Wenn irgendwo sich Leute im Park sonnen oder wenn Leute irgendwo schwimmen gehen oder so, habe ich schon richtig oft gesehen, dass sich Frauen da oben ohne Sonnen oder schwimmen gehen. Und ich habe noch nicht gesehen, dass das Großleute stört, außer halt so Rentner, die dann irgendwie so 70-Jährige, die rübergucken und sagen, unerhört, diese jungen Leute oder sowas. Ne? Aber sonst, wer stört sich denn da dran? Und jetzt ist das irgendwie wieder zurückgegangen, ne? Aber ich glaube, die Boomerinnen sind sauer, weil ihr Mann dann darüber guckt. Boomerinnen? So alte Frauen, die nicht wollen, dass ihr Mann das sieht. Die sind wahrscheinlich sauer darauf, aber sonst. Weird. Also ist hier jemand im Chat, der sich daran stören würde, wenn jetzt ihr, weiß nicht, seid im Sommer, ihr geht spazieren, seid irgendwie an einem See oder an einem Fluss oder auf einer Wiese oder so und da ist einfach eine Frau, die sonnt sich oben ohne. Oder geht schwimmen oder so, hat keinen Bikini an. Wird euch das stören? Also ist irgendjemand hier, der das irgendwie doof fänd? Ja, ein wenig. Okay, nö. Anzeige. jetzt outen sich die Spießer hier. Nee, aber der Laden war echt krass. Da waren guck, alle so sagen nein. Was? Titten raus ist Sommer. Keiner stört sich daran. Warum muss man dafür Aktivismus machen? Und es gibt ja sogar so Schwimmbäder, die haben das erlaubt und jetzt nutzt das aber keiner. Weil die dann sagen, naja, ich habe das einmal gemacht und dann haben Leute komisch geguckt, dann habe ich es wieder doch nicht mehr gemacht. Aber die ich bin ja auch das. Damit aufgewachsen mit FKK. Also für mich war das auch total normal. Aber es war auch eher so, dass ich mich jetzt nicht drum gerissen habe, an den FKK-Strand zu gehen, weil da siehst du halt nur Spiegeleierbauch, ne? Und also so die Kerle, die da rumlaufen, waren eigentlich alle eher so unansehnlich. Aber man hat sich nicht gegenseitig irgendwie angegafft. Genau wie in der Sauna auch eigentlich total entspannt, ne? Mhm. Also vielleicht ist das auch so ein West-Ding, weiß ich nicht. Also beim Osten war das kein Thema und ist nach wie vor auch kein Thema, würde ich sagen. Mhm. In dem ganzen Osten, egal wo? Ja, ich würde schon sagen, ziemlich homogen. Also gab eigentlich immer überall einen FKK-Strand, wo du hin wirst. Okay. Also hier in der Gegend ist das nicht so. Da musst du schon eher danach suchen. Gibt es jetzt zwar auch, es gibt so auch FKK-Oasen und Clubs und so Zeug, wo dann die, aber ich weiß nicht, ob das nicht eher in diese Richtung von, weiß ich nicht, Fetisch geht oder so, weil warum würdest du in ein Gebäude reingehen, um da nackig zu sein? So, warum trifft man sich da dazu? Das hat dann wieder nichts mehr mit am Strand und ich will einfach kein Bikini tragen und überall braun werden zu tun, sondern das ist dann schon wieder irgendwie so ein komisches Insider-Ding, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist nicht das gleiche auf jeden Fall. Ja, aber das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Aktivismus, den ich nicht verstanden habe. Ich meine, da muss man sich nicht für einsetzen, das dürft ihr schon. Ja, aber da gab es noch andere Sachen, da gab es auch so die Hautfarbenstifte, kennst du das, für Kinder, wo es dann alle Töne gibt, wo ich mir denke, so, hey, kannst du einfach braun und beige mischen oder so, hast du es, ne? Also da gibt es dann so alle Farbtöne. Und wirklich jeden Shit, also ich hab auch in einem anderen Laden, der war auch so ein bisschen Wokey-Laden, da habe ich mir diesen coolen Beutel hier geholt. Und da ist so eine Frau drauf, die sieht so ein bisschen aus wie ich. Mhm.
Und, aber die hat noch so einen Punkt da, den müsstest du dir dann malen oder bei der Frau wegmachen? Ja, ich muss noch so einen Schönheitsfleck malen. Und dann hat sie da irgendwie, da stand da noch so eine kleine Geschichte dazu, die ist Kunststudentin und was sie so gerne macht alles. Und ich schwöre, da sind bestimmt auch irgendwelche Non-Binaries noch dabei. Aber so diese ganzen niedlichen Produkte, ich finde das auch immer super schade, dass halt gerade so die, ja, ich würde sagen, die linke Seite des politischen Spektrums belegt ja auch ganz viel von der Kunst, Kultur, Feuilleton. Und das kommt ja eher nicht so aus der rechten Ecke. Und das ist so schade, dass man in der Mitte das gar nicht mehr so für sich einnehmen kann. Ja, du gehst zu irgendeiner kulturellen Veranstaltung. Ja, da musst ja nicht Mitte, aber du kannst ja auch ein Linker sein, der nicht immer rund um die Uhr alles politisch sehen muss. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck irgendwie nicht, dass es noch läuft. Das ist, du gehst irgendwo hin, wo irgendwas mit Kultur ist, wo junge Leute sind und die sind alle so engstirnig, also so mit dieser Woke-Kultur. Das ist so anstrengend. Also, ja gut, die Rechten sind halt auch anstrengend, muss ich sagen. Ich finde es sehr schade, weil ich bin schon ein Kulturmensch. Ja, ich auch, aber es gibt ja auch Kultur, die nicht so einfach einzuordnen ist oder die nicht direkt in ein Schema läuft oder in so eine Schablone passt. Ja, wäre nochmal ein anderes Thema. Okay, mach mal die Wokies weiter hier. Weiter geht's. Das ist ja das Problem. Also ich kategorisiere, und ich glaube, es macht so gut wie jeder, in Mann und Frau. Und dann weiß ich natürlich, es gibt Leute, die sich dann nicht so zuordnen lassen wollen und das auch nicht sind. Mhm. Aber als Außenstehender ist es halt... Mit was für einer Pause das kam und die das auch nicht sind, so richtig ja, so wohlwollend. Ja, du bist das wirklich nicht. Halt. Okay, ihr seid das nicht. Ihr identifiziert euch nicht so. Okay, ihr seid es auch nicht. Aber du musst dir das mal überlegen. Ja. Du musst dir das mal überlegen, man entschuldigt sich schon dafür, wenn man sagt, es gibt zwei Geschlechter, so voll apologetisch. Ich habe auch so ein YouTube-Video gemacht, weil ich habe mal irgendwie seit ewigen Zeiten wieder was auf dem deutschen Kanal jetzt hochgeladen und gerade zu dem Gender-Thema. Und dann dachte ich mir nur so, boah, kann ich das jetzt auf YouTube noch sagen oder werde ich ja gleich verbannt? Das ist so. Dann kommt doch auf die Reichweite an, ne? Du bist ja jetzt nicht bei irgendeinem großen Sender oder so. Nee, aber so das mit den zwei Geschlechtern so, ich finde das, wieso ist es dieses Thema und nicht Augenfarben? Was ist daran so wichtig? Was ist daran so identitätsstiftend? Na, aber da guckt man mehr drauf. Vielleicht. Ja, aber ich meine, ob du schöne oder hässliche Haare hast, ist auch ein krasser Unterschied bei deinem Erscheinungsbild. Ja, mir glauben auch manchmal Leute nicht, dass ich sehr hellblond bin. Also die gucken dann und sagen, das stimmt nicht, aber doch, ich bin sehr blond. Aber wie ist man auf die Idee gekommen, dass man das einfach verbal umdefinieren kann? Ich kann auch meine Hautfarbe nicht verbal umdefinieren und dann ich bin schon, ich bin einfach. Schwarz. Ich weiß nicht, das fuckt mich voll ab, weil das ist so, das ist Einbildung. Nee, ich bin das. Nee, nicht das Schwarz, das Non-Binary, natürlich bist du schwarz. Ich will schon niemals anzweifeln. Ich bin non-koloriert. Die Farbe gibt es nicht. Du bist halt so ein Halbino. Du bist halb Albino. Ja, ich fand das auch geil, dass ich habe das, das habe ich mal, glaube ich, auch dann bei Karl und bei Hugo gesehen und ich hatte das mit Neithan besprochen, was Geschlecht Karl angeht. Karl ist dekadent, ne? Oder? Ja, also Geschlecht ist ja ein Spektrum. Aber bei Hautfarbe, da trennen die ganz scharf in People of Color und nicht People of Color. Hä? Und wenn du die jetzt fragst, was ist denn, wenn ein Schwarzer und ein Weißer gemeinsam ein Kind kriegen, dann sagen die, ja, das ist ein Extrembeispiel. Und dann da kommen die dann nicht weiter. Da gibt es dann natürlich irgendwelche Grenzziehungen. Ich dachte, dieses Geschwafel funktioniert alles nach dieser Blood Quantum Theory. Also, dass quasi so 1% schwarz sind, bist du halt schwarz. Ja, aber das ist ja Quatsch, weil dann könnte ich ja jetzt einen Test machen. Vielleicht habe ich da irgendein Prozent drin, von dem ich gar nichts gewusst habe und sage, yes, jetzt sage ich das N-Wort im Internet, ich darf jetzt. Also. Genau, dann läuft es bei dir. Und dann kannst du auch jede Art von Diskriminierung damit erklären, auch wenn du gar nicht so aussiehst. Dann kriege ich so, dann sage ich das N-Wort, werde gebannt und dann mache ich so einen Entbannungsantrag und halte es hoch und sage, 0,5%, ich darf. Also. Ist doch auch albern. Also, keine Ahnung, das ergibt alles keinen Sinn. Wissen, woher soll ich das wissen, wie du dich fühlst? Also, wenn ich jetzt dich sozusagen als sie bezeichnen würde, dann würdest du dich ja angegriffen fühlen, oder? Das ist ja erstmal eine Annahme, ne? Also, ich glaube, in dieser ganzen Debatte
geht es überhaupt nicht um das nicht akzeptieren. Ja, weil das passt nicht ins Bild sonst. Das ist keine Annahme, das ist eine Feststellung. Wenn ich jetzt, wenn ich mich hinstelle und sage jetzt die eine, was hat die grüne Augen, dann ist das keine Annahme. Also ich meine, ja, aber grün ist ja wahrscheinlich, von grün zu blau ist ja wahrscheinlich sogar mehr Spektrum, als hat die jetzt einen Uterus oder nicht. Nee, aber wenn sich dann rausstellt, dass die Kontaktlinsen drin hat, weißt du? Ja. Dann, ja, das ist eine Annahme dann, ja. Ja, aber trotzdem sehen die Augen grün aus, weißt du? Duck-Test. Mhm. Ach, keine Ahnung. Also irgendwie ist es ergibt halt keinen Sinn. Und bei Reichsdeutschen dann schimpfen, wenn die den Pass weggeben. Also das Gefühl kann ich, wie gesagt, schon nachvollziehen. Wie gesagt, ich war ja auch mal auf der kompletten Woke-Schiene und habe das alles geglaubt. Aber ich habe halt auf Dauer rausgefunden, dass mir das absolut nichts bringt für mich, meinen Alltag, meine Identität und dass mich das nicht weiterbringt, sondern eher mehr einengt. Und dass das einfach eine sehr bornierte Weise ist, ans Leben ranzugehen. Und das wollte ich einfach nicht für mich. Ich bin jemand, ich will immer irgendwie wachsen und was Neues lernen und das ganze Leben ist Lernen für mich. Und ich kann einfach Leute nicht verstehen, die sich selber so einsperren wollen mit solchen Labels. Das ist für mich obszön. Kultur, ne? Gut. Also ich habe gar kein Problem damit. Der Angriff geschieht ja dann, ich versuche, mit all meiner Kraft dir zu erklären, wie es ist, und dich um etwas bitte. Und ich das nicht mache. Und du es nicht machst. Das ist ein Angriff. Ein Angriff ist das. Ich erkläre dir, du sollst was anderes machen und du machst das nicht. Das ist dann ein Angriff. Naja, ich denke, sie stellt sich da so ein bisschen mit Transleuten gleich. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt jemanden misgenderst, der eben trans ist. Nur der Angriff direkt. Ja, ich meine, gut, das wäre ja schon verbale Attacke. Das Wort gibt es ja schon. Also ja, das ist vielleicht eine Unhöflichkeit. Vielleicht gefällt dir das nicht. Aber ich kann ja auch den anderen Leuten nicht irgendwelche Bedingungen stellen. Und wenn die das nicht machen, dann sagen, oh, du hast mich angegriffen. Ich meine, so wie sie es gesagt hat, hat sich angehört, als ob sie meint, das attackiert sie jemand fast schon körperlich. Ne? Aber ich meine, wenn man jetzt nur verbaler Angriff nimmt, das ist ja schon so, wenn ich jetzt jemanden mit Absicht misgendere, also obwohl ich sehen kann, der strengt sich an und versucht eben auszusehen wie das andere Geschlecht und dann gehe ich einfach her und sage, nee, du bist eine Dussi. Weiß schon, das muss man ja nicht bringen. Mhm. Und das würde ich jetzt schon auch als Provokation oder Beleidigung oder so, kann man schon sagen. Ne? Aber ich sehe jede Rechnung, die ich bekomme, als Angriff. Von der GEZ auf jeden Fall. Egal von wem. Wenn mir jemand eine Rechnung schickt oder einen Dauerauftrag haben will, ich sehe das immer als Angriff. Nee, aber das Problematische daran finde ich, dass diese Non-Binary-Leute sich mit Trans-Leuten gleichstellen wollen. Und das ist nicht das Gleiche. Das eine kommt von der medizinischen Problematik her, und wofür eben eine gewisse Behandlung angeboten wird, wie wir sie aktuell eben als Möglichkeit haben. Kann ja auch sein, dass es in Zukunft mal andere Möglichkeiten gibt. Aber das ist ja auch gerade sehr umstritten. Da gibt es ja auch, also da sagen ja wirklich auch Leute, trans sein ist gar nicht, dass der Arzt was sagt und du musst dich auch nicht operieren und du musst alles nicht. Du kannst trotzdem trans sein, wenn du eine Selbstdiagnose hast und nichts mit dir machst. Also ich könnte jetzt sagen, ich bin eine Frau. Ich bin das auch immer schon gewesen. Ich oute mich jetzt. Ich will mich aber auch nicht rasieren, ich will mich nicht operieren lassen, ich will in gar keine Behandlung, aber ich bin das trotzdem. Das würde funktionieren. Das machen ja genau. Das ist genau das, womit ich ein Problem habe. Mit diesen Leuten, die eben kein Interesse dran haben an dem Passing, daran irgendwie auch nur das Mindestmaß an Anstrengungen reinzusetzen, eben sich diesem anderen Geschlecht anzugleichen oder sich vielleicht gar keinem Geschlecht angleichen wollen. Und dann sagen, dass das Gleiche ist wie trans sein. Ich hätte einen Vorteil dadurch, mich nicht anzugleichen, weil ich dann Access All Areas habe, wenn ich jetzt mir einen Pass hole, wo ich eine Frau bin. Und ich möchte in irgendeinen Raum, wo nur Männer erlaubt sind, ne, oder wo man als Mann bessere Karten hat, dann gehe ich da mit meinem Gesicht rein und zeige einfach nichts. Und wenn ich in einen Frauenraum will, dann habe ich einen Pass, dann zeige ich den. Also kann ich in alle Bereiche. Also für mich ist das auf einer Ebene mit Tokenism, ja. Das ist so, sich wichtig tun in den 90ern und 2000er Jahren, da gab es auch irgendwie so eine Welle, da war eben jeder mal irgendwie bi und das war eine Mode, ja. Mhm. Die Leute haben halt einfach mit anderen Leuten rumgemacht und dann sich gesagt so, hey, das ist cool und damit man nicht so langweilig ist,
ne? Damit man auch irgendwie mit seiner einen lesbischen Freundin mit in die Gay-Bar rein kann, so ungefähr. Dämlich. Es war einfach peinlich. Und du hast genau gemerkt, wer von denen halt komplett spinnt und wer von denen wirklich bi ist. Es aber gibt auch voll viele Frauen, die sagen, dass sie bi sind. Und wenn du die dann fragst, ob sie schon mal mit einer Frau geknutscht haben, dann, nee, das noch nicht. Aber ich finde die, find die schon ein bisschen attraktiv. Ja, sie finde ich schon attraktiv. Aber ich habe das noch nie gemacht. Immer nur einen Typen als Freund, so langfristige Beziehung oder verheiratet mit Kind oder so. Und so, ja, aber ich bin ja so non-binary und ich bin ja so bi und so, ist schon klar. Ja. Also ich weiß nicht, so. Das ist schon peinlich, also weiß ich nicht. Ich hatte auch echt etliche im Bekanntenkreis, die so drauf waren und abgesägt. Will ich nicht in meinem Leben. Okay. Ja, aber gendern machst du wenigstens hoffentlich bald. Und mir, sonst ist es nämlich ein Angriff. Wenn du meine Identität absprichst und sagst, es gibt's nicht. Ah, das würde ich nicht machen. Mhm. Genau. Aber ich würde doch auch, weil, also das ist ja auch so intolerant, wenn mir jemand sagt, dass er an irgendeinen Gott glaubt, Jesus ist mein Retter, Gott gibt's wirklich und bla bla, dann muss ich ja nicht direkt immer zu dem hingehen und den direkt drauf da konfrontieren und dem immer sagen, stimmt gar nicht, aber ich kann ja dann trotzdem sagen, ich glaube aber nicht, dass es den gibt. Und der kann mich nicht dazu zwingen, dass ich das dann... Weißt du auch, dass es eine Ideologie ist und keine Identitätsfindung? Das ist eine Ideologie, das ist wie so eine Sekte. So, bist du Team Kommunismus oder Kapitalismus? Und wenn nicht, dann bist du scheiße. Hm. Und dazwischen gibt's nichts. Ja, aber also was ist das denn? Also wenn mir jetzt ein Christ sagen würde, Gott gibt's und der ist mein Retter, dann habe ich jedes Recht zu sagen, nee, für mich nicht. Und wenn die jetzt aber sagt, es gibt unendlich Geschlechter, dann darf ich nicht mehr sagen, für mich nicht. Ich glaube, also man kann ja auch koexistieren und sagen, nee, für mich gibt's zwei und du bist eine Frau. Für mich. Ja, vor allem, ich habe sowas im Krankenhaus tatsächlich erlebt. Ne? Ich so, guck mal, so religiöser Typ, der würde auch sagen, für ich bin für ihn ein Heide oder so. Ja, okay, ist es halt so. Ich habe das live erlebt, ohne Witz, dass die Leute sich quasi bei Gott bedankt haben im Krankenhaus, aber nicht bei dem Oberarzt, der die lebensrettende Operation gemacht hat. Ja, schon unverschämt, oder? Wo ich stand so daneben und die so, ja, er hat unser Gebet erhört und so. Und ich dachte mir nur so, ey, ihr könnt euch auch einfach bedanken, dass der Typ einen Tumor rausgekriegt hat. So, war eine schwere OP. Also, so, what? Ohne Witz, ey, wie bei Grey's Anatomy, ich kam mir so verarscht vor. Ich meine, gut, habe ich auch nur einmal erlebt, ja, aber trotzdem heftig, dass es überhaupt Leute gibt, die so denken. Also ich meine, man kann ja trotzdem dankbar sein dafür, dass alles gut geklappt hat und man kann ja dran glauben, dass da irgendwer seine schützende Hand drüber gehalten hat und so. Mhm. Aber so einfach komplett dem Arzt ins Gesicht quasi nicht Danke sagen, das ist schon next level irgendwie. Ja, schon assi. Respektlos. Aber das ist ja zumindest versuchen, das nicht zu machen. Na? Natürlich würde mir vielleicht hin und wieder noch das Wort Frau rausrutschen, wenn ich über dich rede, sozusagen, wenn ich nicht dran denke. Schlimm. Aber wenn du mir sagst, du wirst so. Das, ach, Junge, was das soll ist die so denn bescheuert. Sonst sagen, eine Binary-Person? Ja, soll die wahrscheinlich. Dann jedes Mal so einen länglichen Dünnschiss da irgendwie. Was soll man da produzieren? Ja, was weil ist die ist sonst vor? Beleidigt. Ja, wow. Die Person. Aber Person ist auch weiblich. Das Person, ens Personens. Und so bezeichnet werden, dann versuche ich mich dran zu halten, weil ich ja weiß, dass du das sonst als Angriff wahrnimmst. Oder ja, aber ist halt echt Respekt, wie bei religiösen Menschen. Ja, wenn mir ein religiöser Mensch gegenüber sitzt und ich sage die ganze Zeit, Gott gibt's nicht, ist eine Provokation für den. Okay, wenn ich den lieb habe, kann ich es lassen deswegen. Aber also der kann doch nicht bestimmen, was ich denke. Ich fange doch nicht plötzlich an, daran zu glauben, nur weil der das immer sagt. Das ist eine Höflichkeit, aber das heißt nicht, dass der deine Realität dadurch beeinflussen kann. Also andersrum macht man das ja auch nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, meine Begrüßung ist Heil Satan und ich begegne einem Christen, dann wird er das ja auch nicht machen. Und es ist ja auch okay, dass er das nicht macht. Ich meine, valides Argument wäre, Sie könnten natürlich fragen so, warum bricht dir jetzt ein Zacken aus der Krone, wenn du das nicht sagst? Warum tut dir das weh, dieses Gender-Sternchen zu benutzen? Das ist ja auch nur so ein Argument von denen. Und ich denke mir so, mich fuckt es halt ab, ich will es nicht machen. Aber ich würde nicht hergehen und würde anderen aufdrängen und würde sagen, ey, du darfst es jetzt nicht sagen. So, würde mir Marsch vorbeigehen und ich würde nicht mit denen abhängen und so, weil mir es einfach zu anstrengend wäre auf Dauer, wenn ich mir ständig dieses Geknacke da anhören muss. Ist nicht meins, ja. Ich glaube nicht, dass es der komplette Freundschaftskiller wäre. So. Ich kann darüber auch, ich denke schon, ich kann darüber hinwegsehen und so. Das bin ich so intolerant. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und der wäre die ganze Zeit am Gendern, das wäre schon eine Red Flag für mich eher. Ne? Ich wäre mir schon eher sofort unsympathisch. Mhm. Ja, aber ich frage mich halt auch, wer die Deutungshoheit bestimmt hat. Also
Sie sagt jetzt einfach, ich bin non-binary, das gibt's und du musst das so nennen und du darfst nicht Frau sagen. Also die ändert ja einfach Spielregeln für die anderen. Kann ich das auch machen, wenn ich ihr begegne? Kann ich auch einfach Spielregeln ändern? Und ich denke schon, aber die würde dir halt das wahrscheinlich nicht glauben dann. Ja, aber das ist ja ganz schön arrogant eigentlich, ne? Ja. Wenn man für sich selber das einfordert und den anderen das nicht zugesteht. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich nicht einfach mal irgendwie wieder ein bisschen zurückgehen sollte in meine Kreise, ein bisschen rumhängen und einfach mal irgendwie den Shit mitspielen. So mal sehen, wie ich mich nach einer Woche fühle, ob ich dann da irgendwie mehr Erkenntnis gewonnen habe oder so. Aber mich fuckt es immer nach 1-2 Stunden schon so sehr ab, dass ich einfach Mittagsschlaf brauche. Meine Gehirnzellen dazu erholen. Ja. Dich verletzt fühlst. Aber das Problem ist ja, wenn man jetzt die Sprache Gender zum Beispiel, würdest du ja sagen, du erwartest es von allen Menschen, dass sie das tun. Weil nur so fühlen sich auch Menschen wie du angesprochen von dieser Sprache. Und das halte ich dann wieder für ein Problem, weil man dann einer Mehrheit diktiert, was eine Minderheit gerne hätte. Ja, das finde ich aber auch. Also ich bin heute zum Beispiel, bin ich ein bisschen durch die Stadt gegangen und dachte, eigentlich könnte ich mich hier freier bewegen, wenn einfach keiner mehr Auto fahren würde. Ne? Ich könnte einfach überall hingehen, aber jetzt müsste ich immer regelmäßig an irgendwelchen Ampeln anhalten und so, weil immer irgendwer mit dem Auto da lang fährt. Dann wäre es ja für mich vielleicht sensibler und sicherer, wenn man das einfach ganz wegmacht. So, einfach darf keiner mehr fahren, weil ich will vielleicht gerade drüber gehen. Oder friedliche Koexistenz und einfach einen Fahrradstreifen hinmachen. Ja, aber ich hätte lieber nur Fahrradstreifen, weil dann kann ich auch ohne zu gucken, kann ich dann Schlangenlinien und so und passiert nichts. Ne? Ja. Na gut, es gibt ja immer wieder Modelle, wo man quasi von oben herab entscheidet, dass was besser ist für die Gesellschaft, dass der Gesellschaft aufdrängt und dann kommt hinterher raus, dass es doch tatsächlich auch ganz gut war. Aber das kann halt auch richtig scheiße nach hinten losgehen. Deswegen wäre es schon gut, wenn man die Leute fragt, was sie wollen. Ja, also ich glaube, die wenigsten Leute vermissen jetzt, dass man im Restaurant rauchen durfte. Boah, ich weiß nicht. Manche würden das vielleicht selber noch gern machen, aber das ist schon auch manchmal eklig gewesen, wenn man da irgendwie geiles Essen hat und der Typ neben dir raucht einfach und stinkt. Ja, ich finde, ich hab nicht so das Recht, irgendwie anderen Leuten meinen Rauch aufzudrängen. Mhm. Aber wenn es ein Raucherzimmer gibt mit Selbstbedienung, weißt du, dass gut. Da der Kellner auch nicht rein muss oder die Kellnerin hier. Aber früher gab es das ja auch einfach in ganzen Restaurants. Hätte ich noch ein Was Kind ist war, eigentlich da, der Plural von Enns? Wenn ich jetzt die Enns. Kellner sagen will, ist es dann Enns Kellnens? Ich glaube schon, ja. Das ist ja Plural. Ich glaube, das hat nur ein Wort für alles. Aber woher weiß ich dann, dass es mehrere sind? Ja, weißt du ja bei They Them auch nicht. So. Yeah. Oh nein, meine letzte Gehirnwindung verknotet sich. Also auf jeden Fall würde ich ja nicht wollen, dass Enns Kellnens dann zu Enns Rauchens in das Rauchenszimmer reingehen müssen, weil dann ich muss das echt mal durchziehen, ich muss mal ein Video machen, auch von meinem Drittkanal da und mal echt komplett durchziehen, das ganze Video lang zu gendern. Das bringe ich mal irgendwann. Ja, weil ich denen das nicht zumuten wollen würde, das ist schon klar, so Rücksicht und so, ne, Paragraph 1 Straßenverkehrsordnung. Aber sonst... Ja, Enns ist inzwischen auch ein bisschen ausgelutscht, aber... Ich fand, das war eigentlich ein witziges Konzept. Es hat natürlich auch so ein paar Fehler, weil, wie gesagt, das ist das gleiche Wort für alles und dann hast du da ein bisschen Missverständnisse, aber es ist immerhin einfach. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, das war jetzt nicht unbedingt schwer. Ja. Weil das mit dem Binnen-I oder mit diesem Doppelpunkt-Ding da, das ist schon, ich weiß nicht, also da könnte ich jedes Mal irgendwie eine Pizza gegen eine Wand klatschen oder so. Also die drei Artikel zu einem Artikel zu ändern in Deutsch, fände ich gar nicht so schlecht. Also hat im Englischen auch gut funktioniert. Dieses männlich-weiblich Neutrum, das funktioniert ja irgendwie auch nicht in der Praxis. Deswegen einfach nur dit. Ja, dit für alle. Wie Ossis. Aber sind wir denn nicht alle Teil einer demokratischen Gesellschaft in Deutschland? Oder sind jetzt meine Ansichten weniger wert? Was? Aber Demokratie bedeutet, die Mehrheit gibt vor, was gemacht wird. Wenn wir über Menschenrechte sprechen. Aber das ist wieder ein Totschlagargument. Aber warum? Menschenrechte. Ich bin absolut nicht dafür, zu sagen, wir müssen alle gendern. Das ist mein Menschenrecht, dass alle gendern müssen. Wir müssen alle gendern. Sie ist ja nicht dafür. Also, ich weiß auch nicht. Die ist so ambivalent, ich weiß gar nicht, was sie jetzt eigentlich will. Die sagt, alle müssen gendern, weil dann fühlt sie sich besser. Und dass Demokratie ist... wir haben ja Demokratie, deswegen müssen alle auf mich Rücksicht nehmen. Und wenn ich möchte, dass
die Regeln jetzt so sind, dann muss das gemacht werden. Aber wo ist die Bezeichnung für dein eingebildetes Ding, Menschenrecht? Menschenrecht ist doch irgendwie, weiß ich nicht, guck mal Menschenrechtskatalog nach. Also das ist im Grundgesetz, niemand darf wegen Geschlecht diskriminiert werden. Und das Geschlecht hier ist ja nicht da, aber auch aufgrund von nicht vorhandenem Geschlecht soll man auch nicht diskriminiert werden vielleicht. Ich habe Raider von Hugo bekommen, ich grüße, danke sehr. Das ist, ja, aber das ist echt übel, wenn ich dann dieses selber definierte Geschlecht damit reinnehme und dann sage, weil Leute sich als irgendwas identifizieren, dürfen sie nicht mit diskriminiert werden, weil das ist doch eine persönliche Entscheidung. Ich werde doch damit nicht geboren und das ist auch keine Krankheit. Ja, also, doch, das ist ja born this way. Also Saskia ist ja non-binär geboren. Weiß nicht, ich sehe das nicht mal bei Religion so, weißt du, ich finde nicht mal Religion besonders schützenswert, weil ich der Meinung bin, das ist eine Entscheidung, woran ich glaube. Und ich werde nicht mit einer Religion geboren. Ich weiß nicht, ob man das entscheiden kann. Da bei Religion nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, klar, aber da könntest du wirklich die Entscheidung haben, ob sie das wollen. Da könntest du dann aber jede Art von Freiheit absprechen. Weil dann könntest du auch sagen, so, ja, Menschen sind gar nicht frei. Was ist, wenn du jetzt als Frau in eine total unterdrückte Gesellschaft reingeboren wirst und du hast gar kein Recht und du kennst es nicht anders und dann willst du es auch nicht anders und deswegen ist es ja nicht deine Entscheidung. Sorry, aber irgendwann bist du 18, kannst zur Armee gehen, dich abknallen lassen und wenn du das machen lassen kannst und der Staat dahinter steht, dann hast du auch die Verantwortung und die Pflicht, dich auf anderen Kanälen zu informieren. Und wenn du es nicht gemacht hast, Pech gehabt. Im Grundgesetz steht ja auch, aufgrund von politischer Weltanschauung oder so darf man auch nicht diskriminiert werden. Geschieht tagtäglich, es steht da drin, ist egal. Wenn du da irgendwie beim ZDF arbeiten willst, vergiss es. Hier wird gerade gesagt, Hugo hätte Geburtstag. Ist der jetzt 18 oder was? Alles Gute. Vielleicht auch 17, ich weiß es nicht genau. Aber der ist noch jung und der ist ja auch immer... Der twitcht hier wild rum. Wer ist Hugo? 17 ist der jetzt geworden. Der hat mich gerade geradet, ist ein Streamer. Hm. Lass mal hier weiter reingehen über diesen Angriff auf die Sprache. Also sie wird ja halt die ganze Zeit angegriffen, die Arme. Und ich kenne auch keinen Menschen tatsächlich, in meinem Kollegium, das hier gesagt hat. Bei dieser Gender-Debatte wird ja immer von dieser Brechstange gesprochen. Also wir haben ja, die Gender-Debatte ist ja groß geworden. Oder? Durch Worte wie Genderzwang. Das ist ja auch irgendwie unsensibel, dass sie sagt, alle sollen gendern aus Rücksicht auf mich. Das ist alles ganz einfach. Und wenn dann jemand sagt, für mich ist es nicht einfach, dann sagt sie, komm, hab dich doch nicht so. Doch, ist einfach, mach jetzt. Da ist sie dann gar nicht sensibel, ne? Sagt dann nicht irgendwie, ach, du kriegst es nicht hin, okay. Woher soll ich das irgendwie riechen oder was? Ja, die anderen müssen sich halt Mühe geben. Ja, du musst das jedes Mal fragen, bevor du überhaupt irgendwie, weiß ich nicht, gehst du zu irgendeinem scheiß Kaffeeladen und da der Barista macht den Kaffee und wenn du den irgendwie ansprichst oder der eine hat irgendwas gesagt und dann sagst du, ja, der hat das gesagt, musst du vorher fragen, als ob es der, die oder ent ist. Ja, Höflichkeitshalber, ne? Sonst diskriminierst du. Also manche Leute, die meisten sagen es dir ja auch, dann weißt du es irgendwie oder manchmal tragen, also... Also ich möchte mich mit sowas im Alltag überhaupt nicht aufhalten. Ich finde wirklich, man sieht es den meisten Leuten schon irgendwie an, ob ihnen das wichtig ist. Also wenn ich sie jetzt hier sehe, wäre ich relativ sicher, die muss ich nicht nach Pronomen fragen. Und bei der anderen wäre ich relativ sicher, okay, wahrscheinlich schon, oder? Also. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein guter Filter. Ich weiß dann auf jeden Fall, dass ich diese Leute vermeide. So, wenn die jetzt im Starbucks arbeitet, also ich sauf diese Plörre nicht, die da verkaufen, aber angenommen ich würde, die würde ich vermeiden. Da würde ich warten, bis ich bei einer anderen dran bin. Okay. So, einfach nur, damit ich mir den Bullshit nicht abgeben muss. Es gibt keinen Zwang, dass man gendert, aber so diese Wahrnehmung vieler Leute ist halt da, dass man dazu umerzogen werden soll. Und da spielen ja auch Medien eine riesige Rolle. Weil die sind ja das Sprachrohr. Also die verwenden Sprache als Werkzeug. Und wenn die plötzlich eine Sprache von einer Minderheit übernehmen, also ein Sternchen verwenden, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich gar nicht mag, dann halte ich das echt für ein Problem. Und da verlieren wir halt, auch ich als Journalistin, merke das ja, wir verlieren Zuspruch in der Bevölkerung auch wegen diesem Gender-Thema. Wenn wir über Medien sprechen, dann glaube ich nicht, dass es an dem Sternchen liegt. Ich glaube, es liegt daran, Framings zu benutzen. Das liegt am Glottisschlag vielleicht. Zwang. Das ist auch geil, oder? Ich glaube, es liegt in der allgemeinen Ideologie, die eben in diesen Medienhäusern herrscht. Ey, aber da ist eine Journalistin und die sagt, bei uns in den Medien, bei mir als Journalistin, merke ich, die Leute finden das nervig, wenn wir das machen. Und dann kommt die Aktivistin und sagt, nee,
Das ist in Medien ganz anders. Nee. Hä? Die ist doch, also die ist doch vom Fach. Da ist jemand vom Fach, sagt dir was und du sagst, nee, ist beim, ich glaube es aber anders. Das, als wird nee, die, will ja halt, die will ja halt absprechen, dass das irgendwie einen Impact hat. Ne? Die will eben sagen, wieso, das ist doch gar nicht so schlimm und das bildest du dir nur ein. Aber andererseits darfst du denen nicht sagen, dass die sich nur einbilden, dass es andersrum irgendwas bewirkt. Ne? Also ja. Schon witzig. Ich glaube, ich gehe zum Arzt und dann, wenn der mir irgendwas sagt, dann sage ich, nee, es liegt an was anderem. Der guckt aufs Röntgenbild und sagt, deswegen war das dann nicht. Sagt, nee, das war nicht so. Das hat andere Gründe, ich weiß das besser. Weil ich meine Tage habe, deshalb. Sie haben da einen Nierenstein, nö. Nö, habe ich nicht. Das ist was anderes. Okay. Ja, Ideologie. Selbst wenn du dich jetzt als Frau identifizierst, also, nee, du bist noch nicht über 40 und so, aber da geht dann dieses Gallensteinrisiko hoch, ne? Also ja. Sobald du dich als Frau identifizierst, höheres Gallensteinrisiko auf jeden Fall. Sie haben Krebs, nö. Ja. Nö, daran liegt es nicht. Sie rauchen 2 Schachteln Kippen am Tag. Sie haben Lungenkrebs. Ja, nee, das liegt daran nicht. Ich identifiziere mich als Nichtraucher. Sie als Arzt können das gar nicht wissen, nö. Beim Thema Queersein. Kein Mensch der Welt möchte eine Ideologie. Kein Mensch der Welt möchte ein Zwang. Ey, aber eine Ideologie ist eine Weltanschauung. Jeder Mensch hat eine. Allein das Wort queer packt mich schon so ab. Ich finde, ich empfehle das als eine Beleidigung. Wieso? Ich meine, das wissen die nicht, wo das herkommt. Naja, aber die haben das ja umgedeutet. Ja, die haben das umgedeutet. Da kann ich das N-Wort auch umdeuten, oder was? Ja, wenn du schwarz bist, dann darfst du das. Das ist sehr sinnvoll. Sprache bringt ja Leute dann echt toll zusammen. Sprache schafft Realität, aber wir können die einfach ändern. Wir sagen das Wort selber und dann passiert nichts mehr. Ja. Über sich ergehen lassen. Und dann ist natürlich das Erste, was Menschen sagen, was? Ich werde hier gezwungen, wenn ich ein Thema immer wieder als unglaublich kontrovers pushe und als gefährlich darstelle. Es ist so eine schlechte Verliererin einfach. Hä? Also dein Thema kam die ganze Zeit vor, die Leute finden es scheiße und dann sagst du, ja, aber ihr habt es irgendwie falsch gemacht. Andere Themen kommen halt überhaupt nicht vor, ne? Das ist dann auch nicht richtig, aber weiß nicht, wenn dann dein Thema vorkommt und dann hast du verloren einfach, dann sagst du, ja, ja, ihr seid da trotzdem dran schuld. Eigentlich, ich habe immer noch recht. Es ist kontrovers. Es ist halt, also zum Beispiel, ich komme auch aus eher so einem, sagen wir, ländlichen Umgebung und wenn ich da mit meinen Eltern rede, die auch nicht studiert haben, nicht aus einer akademischen Welt kommen, für die ist es halt Gendern zum Beispiel. Also ja. Die verstehen, also muss ich erst mal erklären, dass es Gendern heißt und wussten erst auch gar nicht, was das sein soll. Ah ja, das ist das, wo die Leute so komisch abgehackt reden. Mhm, und für die ist es eine komplett andere Lebensrealität. Und so geht es halt voll vielen Menschen, die sind da vor den Kopf gestoßen. Die verstehen es nicht und die merken dann einfach, wie sehr sich dann so eine mediale Welt, Inszenierung fast schon, von ihnen entkoppelt. Da stimme ich dir tatsächlich total zu. Ich glaube, dass wir ein großes Problem haben, Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Wenn die Mehrheit es ist so geil, oder? Man hat einfach schon beschlossen, wir wollen die Menschen abholen und wir wissen auch schon, wo wir die hinbringen. Mhm. Und ob die da hingehen wollen, ist egal. Wir bringen die aber, also wir wollen die zu dem Platz hinbringen, den wir uns ausgesucht haben. Und jetzt haben wir denen das gezeigt und die gehen nicht von alleine. Da müssen wir die halt anders dahin schubsen. Das ist so richtig, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, Mentalität. Ja. Das kann nicht sein, dass der Bauer einfach sagt, ich habe mir das jetzt von allen Seiten angeguckt, gefällt mir nicht, sondern dann musst du den nochmal anders schubsen. Aber du hast das ja voll oft bei so Webfeminismus, ne, dass Frauen quasi zugestimmt wird, sobald sie eben der gleichen Meinung sind wie diese Bubble. Und wenn du aber von dieser Mainstream-Meinung abweichst, dann bist du ja brainwashed vom Patriarchat. Also ansonsten bist du ja empowered und hast deinen eigenen Kopf und bist dein eigenes Ding als Frau und du kannst alles und darfst alles und in Karriere und Kind gleichzeitig und du bist total empowered als Frau. Und ne? Aber sobald du dann irgendwas sagst, was irgendein Konservativer vielleicht auch schon mal gesagt hat oder so, dann bist du brainwashed. Dann bist du nicht mehr empowered, dann hast du nicht mehr deine eigene Meinung, sondern das hat dir irgendein Mann eingeredet. So, das nehme ich auch die, immer. Die anderen sind doch immer von Thinktanks beeinflusst und ich auf keinen Fall. Ja, außer du bist deiner Meinung. Bei mir kann das nicht passiert sein. Ich habe mir alle meine Meinungen selber gemacht, ich habe die alle logisch ausgesucht und die andere Seite ist manipuliert.
Dinge ablehnt, dann liegt das auch ganz häufig daran, dass Menschen keine Berührungspunkte mit Menschen haben, die das wirklich betrifft. Oder wir keine Stimmen haben in der Öffentlichkeit von Menschen, die das wirklich betrifft. Bestes Beispiel sind meine Großeltern. Natürlich beide, haben wir die. Beide über 80. In der Öffentlichkeit sind doch die ganze Zeit Leute, die das betrifft. Die Medien sind doch voll mit denen. Die haben vielleicht nicht eine Beziehung zu Leuten, die sie emotional erpressen können, weißt du, und deswegen kratzt sie das Thema nicht. Also in den Medien, ob du jetzt bei Twitch oder ZDF oder so bist, da hast du doch sogar bessere Karten, wenn du da irgendwie dich als Non-Binary bewirbst. Also, ich weiß nicht. Als ob die jetzt irgendwie gesilenced werden, die werden doch überall eingeladen. Aber wie schreibt man sowas auf seinen Lebenslauf? Das wäre mir doch endpeinlich. Man gibt das bei irgendeiner Agentur an oder so und die vermitteln einen dann. Die sitzen ja auch immer die gleichen. Das wäre jetzt mal interessant, wieder so eine Transperspektive zu haben, ja. Weil ich mir vorstellen könnte, dass eben Leute, die wirklich eben Transleute sind, dass die das sich nicht auf den Lebenslauf schreiben wollen, sondern. Ja, die werden dann ja auch als Token verunglimpft und die will man dann nicht haben und so. Ich weiß nicht, also, ne, dass die da eben gerade nicht wahrgenommen werden wollen als jemand, der so eine Transition hat, das weil was Intimes ist und das vielleicht nicht auf den Lebenslauf draufgehört. Und dann die Leute, die eigentlich gar nichts haben, gar kein medizinisches Problem haben, also einfach noch wichtig tun wollen. Die schreiben das dann überall hin und plautzen das raus bei jeder Gelegenheit, so als ob es nicht der Riss gibt. Ja. 80. Die haben das Gendern total Banane gefunden. Mhm. Ja? Aber sie haben eben ein Enkelkind und dieses Enkelkind betrifft das. Mhm. Und meine Großeltern. Eine Enkelkind-Person. Dann schaffen das. Also sie meint sich selber. Sie meint sich selber. Und sie hat jetzt quasi ihre 80-jährige Oma dazu genötigt zu gendern. Wahrscheinlich, weil sie sonst das Enkelkind. Ja, weil eigentlich will die Oma das nicht, aber das genau. Enkelkind will das. Und das Enkelkind will sie schon sehen. Hat sie jetzt gerade zugegeben, dass sie ihre Oma erpresst? Oder? Ich glaube, ja. Also ich kann ja nochmal zurückspulen für ein paar Sekunden. Aber also, ja, das Enkelkind existiert halt sonst auch nicht mehr. Ne? Das wird dann unsichtbar. Sie noch so beschwichtigend dazu grinst, so, hä, ist doch voll gut. Hä? Weil sie haben eben ein Enkelkind. Menschen keine Berührungspunkte mit Menschen haben, die das wirklich betrifft. Oder wir keine Stimmen haben in der Öffentlichkeit von Menschen, die das wirklich betrifft. Bestes Beispiel sind meine Großeltern. Sind beide über 80. Mhm. Die haben das Gendern total Banane gefunden. Mhm. Ja? Aber sie haben eben ein Enkelkind. Und dieses Enkelkind betrifft das. Mhm. Und meine Großeltern schaffen das. Mit über 80. Weil sie einen Berührungspunkt haben. Und weil wir weil ich denen die Ohren voll geheult habe. Wir haben einander also, zuzuhören. Wir müssen das ihre eigenen Großeltern. Sie hat quasi ihre eigenen Großeltern, ihre Oma und Opa, so lange damit voll gelappt. Und sich denen quasi, und bis sie dann gesagt haben, okay, gut, dann machen wir das halt. Ne? So darauf kannst du jetzt richtig stolz sein. So lange, bis das Enkelkind berührt wurde, ja. so lange. Nee, aber ey, das wird mir doch echt im Traum nicht einfallen. Also ich meine, ich lege mich noch nicht mal mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Leuten, ich habe auch so ein paar AfD-Wähler, ne, da in der äußeren Peripherie. Ich werde mich da jetzt nicht hinstellen, mit denen diskutieren. Das ist mir einfach nicht wert. Und die paar Jahre, die noch leben, da stelle ich mich nicht hin und kiss denen da ins Bein. Ich habe natürlich nicht die gleiche Meinung wie die. Aber ich weiß nicht, also, ne? Wobei das ist jetzt noch ein Extrembeispiel im Vergleich zu dem da. Das ist ja nun wirklich unnötig. Die politische Großeltern sind über 80, ne? Ja, über 80. Da Oma, Demenz ist keine Entschuldigung, mich Frau zu nennen. Ist eigentlich schon echt krass, wie hat sie das geschafft? Also ich würde ja gerne so die paar, die da eben so drauf sind, ich würde ja gerne mal ein bisschen überzeugen davon, dass eben einige von den Ansichten halt einfach scheiße sind und menschenfeindlich sind, aber ja. Habe ich nicht die Energie dafür einfach. Aber das ist ja nun wirklich überhaupt kein guter Grund, das ist überhaupt kein Cause, wie heißt es auf Deutsch? Begründung oder? Nee, Cause. So ein, Ursache. So ein, wofür man kämpft, so das Ding. Ach so, das, okay. Mhm. Ja, weiß nicht, ein Ziel oder ein Wert oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das Menschen nur nahe bringen. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Ey, du hast halt, aber das Dumme ist ja auch, sie hat das irgendwie ihrer Oma erklärt und wahrscheinlich geheult und gesagt, oh, ich bin non-binär, mein Geschlecht ist verloren gegangen, ich habe das verbummelt und Oma, ah, das tut mir so weh, wenn du jetzt Frau sagst und bitte mach doch nicht. Also das muss das cringeste Gespräch auf der Welt gewesen sein. Ja, aber dann erwartet die halt irgendwie, dass alle anderen das auch hinkriegen, weil ihre Oma das hinkriegt? Ich möchte aber echt mal wissen, ich würde echt gerne wissen, was sie zu ihrer Oma gesagt hat. So, weil wie sagst du das? So, hey du Oma, ich fühle mich aber fein nett als Frau. Also nicht immer. Könntest du mich bitte nicht mehr als Frau ansprechen? Und die Oma so,
Also du sagst so der Oma, kannst du bitte they, them sagen? Und die kann wie alle anderen Deutschen das TH nicht. Und dann sagt die, they them, okay. Kannst du mich bitte das mit einem Namen ansprechen oder so? Oder wie hat sie vorhin gesagt? Nee, aber ja, sie hat doch auch gesagt, Pronomen, dass es ihr egal ist. Also warum redet sie überhaupt darüber? Ja, ist ihr doch nicht egal. Nee, aber sie hat doch gesagt, dass sie Pronomen, dass sie alle Pronomen hat. Oder keine Pronomen oder so? Ich glaube keine. Außer ihren Namen, Saskia. Du musst immer den Namen sagen. Saskias Namen, Entschuldigung. Du wirst ja komplett wahnsinnig. Ich habe ihr gesagt, das war falsch, ich distanziere mich. Du musst immer Saskia sagen, wenn du ihr sagen willst. Ja. Wir mittlerweile im Bundestag zum Beispiel auf so einer hochpolitisierten Ebene sprechen, wo kein Mensch mehr eine Ahnung hat, was davon, worum es da geht. Mhm. Ja. Wir müssen das sprachlich runterbrechen. Und das aber sprachlich runterbrechen und dann gleichzeitig gendern? Genau. Das sind die Männer. Das sind die Frauen. Und das daneben, das Sternchen, das steht für alle, die dazwischen sind, sowohl als auch. Das sind die Männer, das sind die Berufsbezeichnungen und die Frauen sind immer das Innen. Arzt, Männer, Frau, Innen. Architekt ist Männer, die Frauen, die sind das Innen. Aber mal eine andere Frage. Wenn man das mit einem Sternchen erreicht, kann man sich nicht auch einfach denken? Also wenn sowas insignifikant ist wie so ein scheiß Sternchen, für die so viel bewirkt, können sie dann nicht einfach noch den letzten Schritt tun und sich die Scheiße einfach denken? Und es nee, die sagen, wollen ja, dass du dir das denkst. Das ist ja wie so ein Stolperstein. Ja, ich denke mir das dann auch, ist okay. Aber ich will es nicht auf dem Papier haben, weil es sieht scheiße aus. Das ist wie ein Stolperstein, wenn du jetzt du gehst da lang und du kennst so, im Bordstein sind da manchmal so goldene Steine und steht, hier wurde ein Jude mitgenommen und das erinnert dich die ganze Zeit daran. Da kannst du auch nicht sagen, die Opfer selber, die wissen das ja, sondern du musst das ja wissen. Du musst beim Spazierengehen die ganze Zeit runtergucken und sagen, ach, hier war auch einer. Genauso musst du ins Dokument gucken und die ganze Zeit, ach, da ist eins, ach, Frauen. Das ist der ultimative Brainfuck, der du musst Vergleich. Du musst die ganze Zeit stolpern. Ja, aber ich will mich gar nicht die ganze Zeit daran erinnert fühlen, dass ich irgendwo mit erwähnt werde. Ich möchte da lieber mich einfügen und ich möchte lieber Anerkennung für meine Leistung als irgendwie für, weiß ich nicht, Titten. Aber du kannst ja auch für beides. Ja, wenn die Titten eine Leistung sind, okay. Aber OnlyFans dann. Wenn ich die irgendwie selber aufgebaut habe, so richtig ein paar fette Packs immer so schön. Ja, oder wenn du halt vielleicht Chirurg bist und dich selber operiert hast oder so. Ja, nee, keine Ahnung. Oder was weiß ich. Ich habe da mal Nivea drauf geschmiert, dann sind die richtig smooth. Okay, kann man sich die Brüste so betäuben, dass man die operieren könnte und sich selber so ein Implantat einsetzen könnte? Geht das technisch? Ich weiß nicht, wie die innerviert werden. Ich würde sagen, eher nicht, weil da ja schwierig, noch da ist ja die Pektoralmuskulatur. Ja, geht nicht, okay. Und dann musst du da, Implantate werden ja unter den Muskel eingelegt und dann wäre dein Arm dann irgendwie auch so halb mit betäubt. Also vielleicht die eine Seite und der anderen, wenn du einen Arm schon verlieren kannst. So. Eher nicht. Das wäre was für Wetten, das, oder? So eine Schönheitschirurgin, die betäubt sich eine Seite, schneidet da auf und setzt sich da so Silikon rein. Ja. Gut. Ich sehe das auch so, wenn ich zum Beispiel das Geschlecht von einer Person weiß, wenn ich weiß, okay, du bist eine Frau, sag gerne Journalistin. Wenn ich aber über eine mir unbekannte Personengruppe spreche, dann sage ich nicht die Journalisten. Weil darunter können nicht-binäre Menschen sein und Frauen sein. Also gebe ich das Bild im Kopf, genauso wie bei Richter oder Anwalt. Ich möchte nicht, dass Menschen eine Gruppe vor Augen haben, die alle männlich gelesen sind und einen Anzug anhaben. Die sie halt einfach nur diese Prestige-Jobs halt auch nennt. Oder Nationalsozialisten oder so. Ja, das macht ja keiner mit VergewaltigerInnen oder Putzpersonen oder so, ja. Aber manchmal schon. Manchmal wird auch gesagt Al-Qaida-TerroristInnen. Aber ich glaube, die Frauen machen da nicht so viel. Das feiere ich dann ja schon fast wieder. Wenn sie die Scheiße dann wenigstens konsequent durchziehen, okay. Aber es sind immer Ärzte und Anwälte, die hier halten müssen, ey. Mhm. Also ich glaube, bei ISIS und bei Al-Qaida, die Frauen, die sind da eher im Hintergrund. Die machen kümmern nicht sich so viel. Um die Kinderproduktion und weiß ich nicht. Mhm. Naja, gut. Sondern darunter sind tolle Richterinnen und auch RichterInnen. Mhm. Aber eigentlich gibt es doch... Ach komm, RichterInnen, nenn mal eine non-binäre RichterInnen. Die RichterInnen sind die Non-Binary-RichterInnen. Das sind dann die quasi nicht als Frau gelten. Kein Non-Binary ist Richter.
Niemand. Dieser Shift, gib dir diesen Shift, der ist innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Jahren passiert oder so. Davor, erst war es RichterInnen-Binnen-I, dann war es RichterInnen. So, es wird immer bekloppter. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. RichterInnen halt. Die soll mir eine einzige Person zeigen, die gleichzeitig Non-Binary und Richter ist. Ja. Gibt's das? Wo ja, vor denn? Allem, selbst wenn es das gäbe, kann ich doch das dann, wenn die seine Person anwesend ist, kann ich das doch dann machen, wenn ich unbedingt will. Aber warum muss ich das immer zutun? Ja, weiß ich nicht, weil vielleicht gibt es ja wen. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt vor einem Podium spreche und da sind ein Haufen Trans-Leute drin und so. Wobei selbst das, wie gesagt, ich glaube, die meisten, die wirklich das durchhaben, so eine Geschichte, die wollen einfach nur nicht auffallen. Die wollen das gar nicht, diese komische Aufmerksamkeit. Das sind immer diese Wannabes, diese, wie gesagt, früher war es die Fake-B-Leute. Und vor allem auch immer krass, wie viele Frauen das betrifft. Ne, ist schon eher ein Frauenthema. Dudes machen das nicht so oft. Na, also, ja, also weiß nicht, wen zählst du jetzt wo rein? Also Transfrauen sind... Nee, ich meine bei den Non-Binary-Leuten. Wenn Ach so, du jetzt ja, das sind das Internet mehr so anschaust, was da so mehr präsent ist, sind einfach weniger Dudes, sind mehr... ja, junge Mädchen, junge Frauen, die sich als Non-Binary bezeichnen. Das ist irgendwie auch interessant. Ja, und man sieht kaum Trans-Männer. Da gibt es irgendwie so gut wie keine von. Und wenn, dann halten die Klappe. Dann posten die nicht so viel in der Öffentlichkeit rum. Dann sind die eher für sich irgendwie. Also es gibt wenige in der Öffentlichkeit. Ich glaube, es gibt auch allgemein einfach weniger Trans-Männer. Na, ein paar gibt's schon, aber du siehst die halt irgendwie nirgendwo. Ich meine nur gegenüber von den Frauen prozentual, kann es sein. Also wie gesagt, ich bin auch nicht so krass in der Materie. Schon seltener, glaube ich, aber... ich glaube, es ist schon seltener. Ja. Interessant, aber auf der Ebene hier, also mit den neuen Binary-Leuten, ist es wieder genau umgekehrt. Und es wäre wirklich soziologisch ja mal total spannend rauszufinden, warum das so ist und was das Defizit ist, was diese Leute haben, dass sie so sehr sich an diese Labels klammern. Ne? Die Labels, die ja eben kein psychopathologisches Korrelat haben. Oder nicht das, was sie denken, was das ist. Ja, also wird gerade im Chat gesagt, es gibt auch ein paar, aber die fallen nicht so auf, ja, die sind nicht so anstrengend meistens. Die Realität des Bild vor, was man im Kopf hat, so ist es zumindest bei mir. Wenn ich zum Beispiel an das Wort Wähler denke, also ja. Wähler zum Bundestagswahl ja. oder Landtagswahl oder so, dann denke ich an Menschen in einer Schlange, die alle über 18 sind. Und das sind Frauen auch, wie Männer, ja. auch wenn ich das Wort Wähler verwende. Und da merke ich halt, ja. und das ist für mich ein gutes Beispiel, zu merken, ja hey, die Realität prägt mein Denken und nicht die Sprache prägt mein Denken. Weil sonst würde ich ja auch Kinder mitdenken beim Wort Wähler und nur Männer offenbar. Aber so ist es nicht. Naja, aus psychologischer Sicht ist man sich ja aber schon einig, dass die Sprache unser Denken beeinflusst. Guck mal, das ist auch geil, oder? Also... Ja, aus psychologischer Sicht ist man sich aber schon einig. Sie ist sich mit sich selber einig, mit ihrem verstrahlten Blick. Sie hat so ein Postulat aufgestellt und sagt, das ist so. Und die andere sagt, ja, aber wenn ich jetzt mir Beispiele in den Kopf durchgehe, dann ist das nicht so. Und sie sagt, ja, aber doch. Das ist vor allem, das ist doch auch wieder so ein Aussage gegen Aussage-Geschwafel. Ja? Wenn die wirklich tough wäre, wenn die richtig gut drauf wäre, dann würde sie ja ihre Studien einfach so zitieren können. Also ich meine, die Sachen, wo ich mich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt habe, da konnte ich die DOI-Nummern auswendig von dem Zeug, da konnte ich jede Zahl auswendig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach nur ankommen, ihre Wassersuppe umrühren, auskippen und dann irgendwelche Behauptungen aufstellen. Also ich meine, ich bin auch in dem Thema nicht so krass drin und ich halte auch einen Haufen von deren Forschung für einfach fucking biased. Aber ich meine so Common Sense-mäßig. Man könnte wenigstens Common Sense-mäßig diskutieren. Und in dem Sinne kannst du nicht einfach der anderen Person absprechen, dass sie eben sagt, ich sehe das nicht so. Wenn ich ja, schon die diese sagt Aussage... Halt einfach, die sagt halt einfach, die Wissenschaft, die Psychologie, man ist sich einig. Ja, die will die einfach glatt bügeln damit. Man ist sich einig, das ist so. Ja, ist man sich eben nicht. Also die Wissenschaft ist sich eben nicht einig. Also einfach zu behaupten, ist auch ziemlich dreist einfach. Weil guck mal, die ist ja auch keine Wissenschaftlerin, ist irgend so eine Internetaktivistin. Ja, vor allem ist die Wissenschaft denn da überhaupt relevant? Also das ist doch eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Und da brauche ich doch jetzt eigentlich keine Experten dafür. Ich bin sogar der Meinung, dass dieses Thema, ja, dieses ganze Gender-Thema, das ist ein dermaßen banales Fass. Und genau deshalb, weil es so banal ist, macht jeder das auf. Da denkt jeder, er kann was dazu sagen und es ist ja auch so. Und deswegen wird über solche Themen geschwafelt, aber über die wirklich schwierigen geopolitischen Fragen, da würden sich solche Leute nicht drüber auslassen, weil sie nämlich absoluten Arsch von keine Ahnung davon haben.
Aber über dieses Gender-Thema, da können sie 10 Stunden lang schwadronieren und sich wichtig tun und vielleicht fühlen sie sich dann auch wichtig und weniger machtlos im Anbetracht so unserer gesamtgesellschaftlichen, geopolitischen Situation und so, ne? Aber das ist doch arm, das ist doch geistig arm. Ja. Na, wenn wir zum Beispiel auch an die Freie Berliner Universität denken, diese Experimente, die sie mit Kindern gemacht haben, wo man halt gesagt hat, okay, es gibt zwei... Sie haben Experimente mit Kindern gemacht? Ja, ja, ich glaube, das ist Chemiker, was ich vorhin gesagt habe. Okay. Hier Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder Pilot oder Pilotin, dass dort halt herauskommen ist, dass einfach Mädchen das Gefühl hatten, sie können halt eher Pilotin werden und sich damit identifizieren und eher gewollt waren, sich den... Ja, aber das heißt ja nicht, dass die das dann als Erwachsene auch machen. Die haben als Kind das Gefühl, das könnte gehen. Okay. Naja gut, ich sehe schon das ein, den Punkt, dass sie sagen, so Sprache hat eine gewisse Wichtigkeit. Mhm. Ne? Und wie gesagt, aber wenn ich jetzt mit meinem Kind in diesen Flugzeughangar da gehe und ihr die coolen Maschinen zeige, dann feiert die das auch, ganz egal, ob das ihr ein Typ zeigt dort oder eine Frau. Das wird meinem Kind, glaube ich, komplett egal sein, ob das ein Pilot oder eine Pilotin ist. Die will einfach die Knöpfe drücken. Und wenn sie sieht, oh, ich kann das machen, das wird mir gezeigt. Ne? Ich habe als Kind auch super gern mit Matchbox-Autos gespielt. Aber es kommt doch auch darauf an, wessen Kinder die dahin haben. Wenn ich ein Kind hätte, ich hätte eine Tochter, ich würde der wahrscheinlich von klein auf direkt sagen, egal welche Berufe du siehst von Männern, du könntest das auch machen und dann hätte sich das ja eigentlich schon erübrigt, oder? Dann sieht die einen Piloten und ich sage dann irgendwie, dann fragt die vielleicht, kann ich das auch machen? Dann sage ich, ja, könnte gehen. Und dann ist das Wort doch ziemlich egal. Wahrscheinlich waren das auch Kinder von Leuten, wo das nicht so war, oder? Ich weiß nicht, also da stimme ich schon so teilweise zu, weil ich schaue auch mal zum Beispiel so Filme, ne, weil man ja auch immer sagt mit Repräsentation. Ne? Ich finde schon Repräsentation in dem Sinne teilweise ein weakes Argument. Aber wenn du dir es zum Beispiel anschaust, du willst ja auch in Broschüren immer eine gewisse Diversity haben. Du willst immer Leute aller Altersgruppen haben, du willst alle möglichen Hautfarben und auch mal irgendwie einen, der im Rollstuhl sitzt, obwohl ja die Gesellschaft, es spiegelt ja die Gesellschaft nicht wider. Mhm. Aber es nimmt jeden raus, jeden Besonderen so ungefähr, damit sich jeder angesprochen fühlt. Finde ich jetzt nicht unbedingt scheiße, weil ich mir denke, es ist wichtiger, als dass die Gesellschaft da zahlenmäßig akkurat repräsentiert wird, dass wenn irgendwie ein Rollstuhlfahrer sich die Broschüre anschaut, sich der auch angesprochen fühlt. Das finde ich schon wichtiger, es ist schon Inklusion. Oder auch ein Kind, so, was ich, du bist das einzige schwarze Kind so in der Schule da, 500 andere und fühlst dich halt ein bisschen alleine und siehst eine Broschüre, siehst einen, der ausschaut wie du, vielleicht fühlst du dich dann mehr repräsentiert. Ja? Kann das sein, ja. Das ist doch schon okay, das ist doch schon cool. Wo ich finde, dass es aufhört, cool zu sein, ist, wenn diese Sprache, das wird jetzt, da werden jetzt zwei Sachen vermischt. Da wird jetzt Gendersprache vermischt mit Repräsentation. Mhm. So, ich kann Männer und Frauen ansprechen, indem ich irgendwie klar mache, dass auch eine Frau einen Männerberuf machen kann. Ja. Ja, ich kann eine Physikerin zeigen im Labor und dann weiß das Kind, dass es die gibt, aber ich muss nicht ständig von PhysikerInnen sprechen. Ja, dann geht es wieder halt auch eher um das Bild. Ne? Dass genau, du ein Bild es geht um das Bild Leuten, im Kopf, das, geht das, was vorgelebt wird. Genau das meine ich. Ja. Geschlechterspezifischen Beruf aufzusuchen, als jetzt den sogenannten Männerberuf. Und das man ist, kann auch als Mann Prostituierter werden übrigens, das sollte man den Kindern mal sagen. Das ist halt eine Befeuerung von Geschlechterrollen, die wir einfach nicht brauchen. Also ich bin auch dafür, dass jeder... Mann wie Frau werden kann, was er will und dass man alle Möglichkeiten hat. Ja, aber die wenigsten Leute können werden, was sie wollen. Das hat nicht nur was mit dem Geschlecht zu tun, oder? Also, wie viele Leute wollen irgendwie Astronaut werden oder Pilot oder so und am Ende sitzen sie irgendwo an der Kasse oder in der Versicherung am Computer oder so. Also, auch am Ende kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt, also wo das herkommt, ob das irgendwie eigentlich ein guter Anlass war. Oder nur aus der Gender-Ideologie heraus. Gibt es irgendeinen Menschen, der sagt, ich habe richtig Bock, beim Ordnungsamt am Computer zu sitzen? Da geht doch keiner gerne hin. Och, weiß nicht, neulich war doch dieser Anzeigentyp da. Wie hieß der? Ja gut, der eine. Vielleicht würde der das hart feiern. So. Ich habe richtig Bock im Bürgeramt, dann, dass da Leute kommen und ich sage, und wohin bist du umgezogen? Okay, Stempel. Also ich meine, ich finde irgendwo auch, dass das Nutte der ehrlichere Job ist als so Politesse. Ne? Ist mir jetzt auch von Grund auf eher sympathisch, als die rumlatschen und einen denunzieren und so.
die Nutte, die tut mir jetzt nichts, die macht auch nur ihr Ding. Ja, oder wer sagt denn von Anfang an, dass er gerne Kassierer wäre oder so? Das, die Leute landen da halt. Ich weiß nicht. Aber die finden das doch nicht gut. Also. Ich weiß nicht, das sind so Milieuberufe, da steigt man nicht unbedingt durch, weil gut, gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die es okay finden, ja. Ja, vor allem, es ist so, Berufe, die einfach sind, die sind auf eine andere Art, die bringen auf die andere Art wieder Leute zusammen, auch gerade wenn du ein lustiges Team hast, das macht vieles wett an so einem Scheißjob, wo du dir jetzt als Akademiker denkst, so, boah, da will ich aber nicht den ganzen Tag hocken. Ja, aber wenn du mit dem Schritt fertig bist, gehst du nach Hause, legst dich in dein Bett und hast mit der Scheiße nichts mehr zu tun, das sage ich dir aus, weil ich so einen Beruf gemacht habe. Ich bin nach Hause gegangen, danach habe ich abgeschaltet. Als ich in der Forschung und Entwicklung gearbeitet habe, ich habe nie abgeschaltet. Ich habe immer über die nächste coole neue Lösung, über die nächsten Algorithmus nachgedacht. Da habe ich nie abgeschaltet. Als Krankenschwester, ich bin nach Hause gegangen, boah, hingelegt, ich habe noch ein bisschen Mathe in meiner Freizeit gemacht, schöne Klamotten gekauft und so. Da habe ich nicht mehr über die Arbeit nachgedacht. Das hat auch was. Das kann man vielleicht so als Intellektueller gar nicht so unbedingt nachvollziehen. Ja gut, ich habe jetzt, wenn man irgend so ein Influencing-Zeug macht, da ist man 24/7 dabei. Und ja. Selbst wenn mal nicht, da quatscht dich dann einer an, der dich kennt und dann musst du irgendwo eine Story machen und so weiter. Ja, man denkt da irgendwie schon rund um die Uhr, du kriegst irgendwas mit und denkst, das könnte ein Thema für einen Stream sein oder so, aber es ist okay. Also, wenn man es mag, dann ist es auch okay. Also, hast auch viel Freiheit und du kannst wenigstens deine Arbeitszeit halbwegs frei einteilen. Ja. Das ist auch geil. Ja, komm hier, man kann hier das hier machen. Haben, dass man auch nicht ein Kind danach erzieht. Ja, das sind typische Frauenberufe und typische Männerberufe. Und Pilotin oder Pilot als Frau, das ist ja eher untypisch. Und lass mal die Finger davon, davon halte ich nichts. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat und auch animiert werden, da hinzukommen. Aber die Frage ist halt einfach, muss man das so durchdrücken mit so einer Sprache? Oder bringt die Sprache da wirklich was in dem Fall? Mhm. Natürlich. Und also wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Friseur, stellst du dir da auf jeden Fall einen Mann vor? Nee, ich auch nicht. Also es ist schon, was man selber so gesehen hat. Ich stelle mir den Laden oder? Vor dabei, ja. Friseur. Ich stelle mir den Friseurladen vor mit verschiedenen Menschen drin oder gar keinen Menschen. Das ist so der Friseur, das ist für mich einfach nur das Geschäft, so wie, weiß ich nicht, die Metro. Ja, also ich glaube, ich bewerte das schon ungefähr danach, welche Figuren ich da so getroffen habe. Und Friseur waren meistens Frauen. Du bist aber auch nicht brainwashed vom Non-Binary Chart. Oder ich gehe zum Bäcker. Ja, da stehen auch Bäckerinnen öfter mal. Da hätte ich jetzt nicht ausgeschlossen, dass da eine Frau steht. Bäckerei stehen da. Also weiß nicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Militär oder so, zum Steinmetz oder zu sowas, da stehen so Männer dann rum. Aber. Selbst wenn das so ist, ist doch die Implikation deswegen nicht gegeben. Also da muss man erstmal hier den Beweis erbringen, dass nur weil ich mir, selbst wenn ich mir bei Bäcker einen Typen vorstelle, der Brot knetet, wieso ist das was Schlechtes? Also, weil du dir dann immer vorstellst, dass Männer arbeiten und Frauen nicht. Wieso spricht es Frauen die Existenz ab? Das spricht denen die Arbeit ab, die dürfen zu Hause bleiben dann. Also ist doch völlig wurscht, ist doch also relevant für die reale Welt, ist doch trotzdem, ob ich dem sein Brot abkaufe oder nicht. Ja, aber du redest jetzt wieder nur von Männern und Frauen. Die Non-Binären sind schon wieder unsichtbar. Die sind schon wieder verschwunden, weil du ja, so geredet ja auch hast. Nicht. Also ich spreche dem ja auch die Existenz ab, weil das ist einfach nur ein Label. Ich kann mich auch als was anderes labeln. Ich kann mich auch als eine Berufsgruppe labeln oder so, wenn ich den Beruf gar nicht gelernt habe. Und das ist dann auch Einbildung. Genauso ist es Einbildung, wenn ich irgendwie mir ein Label für mein Geschlecht oder meine Orientierung oder so gebe, was keinen Merit in der echten Welt hat. So, am Ende, wenn ich irgendwo liege und Krebs habe und verrecke, ist es scheißegal, ob ich Non-Binary gewesen bin, ganz ehrlich. Das ist doch ein guter Dreck. In zig hundert Jahren werden Archäologen irgendwo Funde machen und dann graben die ein Skelett aus und sagen, ah, Non-Binary. Diese Hüfte sieht non-binär aus. Ja, wobei ich das auch wieder so ein bisschen abfällig finde, weil ich denke mir so, ja, wenn du aber jetzt wirklich jemanden hast, der wirklich trans ist und so und sich da so Mühe gegeben hat, auch so auszusehen und da so viel Energie und Herzblut reingesteckt hat, eben als dieses andere Geschlecht zu leben, weil die Person sich halt so fühlt, beziehungsweise dieses andere Geschlecht, was die Person vorhatte, nicht akzeptieren kann und sich damit richtig scheiße fühlt, dann denke ich, sollte man das auch nicht so einfach wegwischen und dann sagen so, ja, in 500 Jahren du hast ausgegraben, da sieht keiner mehr, dass du trans warst. So, das möchte ich ja auch nicht verbreiten, die Message. Aber ich denke halt, es gibt einen Unterschied zwischen dem,
wie gesagt, zwischen diesem psychopathologischen Korrelat, was man hat bei so einer Geschichte, und dem, was Non-Binary-Personen sagen, was sie haben. Die haben vielleicht eine Identitätsstörung oder sonst irgendwas. Aber bitte, das ist keine Störung, das ist was ganz Fabelhaftes. Aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach Krise. Voila, Krise. Und wenn ich jetzt von den Frauen weggehe, die dadurch eben präsentiert sind, auch vielleicht auch nochmal, um nicht-binäre Menschen zu sprechen, einfach auch von mir selber zu sprechen. Ich weiß, dass meine Geschlechtsidentität in dieser Gesellschaft so gut wie keine Berechtigung hat, belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Und alleine dieses Sternchen würde eine Haltung zeigen, dass ich wenigstens... Haltung ist jetzt wieder total wichtig. Ne? Du hast die gleichen Rechte wie vorher, aber jemand zeigt Haltung und sagt, patsch, patsch, du bist ganz toll. Hä? Ich find, Haltung zeigen ist, wenn du so eine Aroma irgendwie, wenn du die über die Straße gehen lässt und so, wenn du für die bremst. Das ja, aber wenn du, also du hakst die nicht ein, du klatscht nur, wenn sie alleine geht. Wenn ich im Auto sitze und so. Wenn ich im Auto sitze, dann bin ich kein Arsch, dann lasse ich die durch und so. Ja, Haltung oder zeigen. Oder eher schön. Existieren und stattfinden darf. Mhm. Also Anerkennung willst du. Genau, wenn wir sagen, alle Geschlechter sind in unserer Gesellschaft gleichgestellt und das wollen wir erreichen. Das muss natürlich das sein, was ich möchte. Also wenn ich sage, darauf habe ich keinen Bock. Also gleichberechtigt möchte ich, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, denn gleich behandelt werden. Und dann hat das für mich damit zu tun. Ich würde gerne mal fragen, welches Recht fehlt denn? Welches Recht brauchst du denn? Paragraphen. Recht ist ja ein Begriff. Ne? Ist ja vor allem will sie gar nicht, dass alle gleich behandelt werden. Sie will eine Sonderbehandlung haben. Ne, doch, sie will, dass alle gleich behandelt werden, aber so, wie sie behandelt werden will. Sie will, dass alle individuell behandelt werden. Sie will nicht, dass alle gleich behandelt werden. Sie will, dass alle individuell mit ihren individuellen Pronomen angesprochen werden. Gleichbehandlung wäre komplett das, was komplett anderes. Ja, alle so mit, die sollen alle mit Sternchen und ja, mit dem ganzen Alle Zeug. Sollen das gleiche Recht auf sich wichtig tun haben. Das vielleicht, aber das ist auch irgendwie von hinten durch die Faust ins Auge. Zu tun, dass Frauen, Männer und nicht-binäre Menschen in der Sprache gleich behandelt werden. Mhm. Und das setzt für mich das Gendern voraus. Und, ja. Und das ist der Grund, warum ich das tue, weil ich daran glaube, dass wir es schaffen müssen, nicht-binäre Menschen, Frauen und Männer miteinander zu sprechen, uns gegenseitig zu respektieren und eben nicht in dieses Intoleranzparadoxon zu fallen. Weil wenn ich finde auch, seitdem man nicht mehr Krüppel, sondern Mensch mit Einschränkungen sagt, können die direkt viel besser laufen. Das ist total wichtig für die Sprache. Was ist denn ein Intoleranzparadoxon? Ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Ich kenne das Toleranzparadoxon, ich weiß nicht, ob das gleiche ist. Das ist, sagt, wenn du Intoleranz tolerierst, dann schaffst du am Ende weniger Toleranz dadurch, dass du toleranter bist. So ungefähr wie wenn du Nazi-Meinungen stehen lässt und dann quasi... dann tolerierst du die und dann sorgen die dafür, dass alle anderen platt gemacht werden und dann... Ich bin ja eher Team Demokratie, muss das aushalten. Weil lass die ruhig ihre verblödete Scheiße da erzählen und dann dadurch markieren die sich ja als Deppen und dann weiß das jeder, ist doch gut. Regelt sich dann schon im Konsens. Ja, gut, kann man auch so sehen. Aber das setzt ja dann voraus, dass die anderen Leute das auch verstehen, dass das dumm ist. Die gehen ja davon aus, dass alle, bis auf die wenigen Auserwählten, richtig dämlich sind. Und die muss man davor beschützen, dass die bloß nicht was Falsches lesen oder hören. Weil die drehen sich ja direkt um. Wenn so ein Normie einmal irgendwie eine Rede von einem AfD-Politiker hört, dann wird er ja direkt zu einem Follower von denen. Und deswegen muss man die beschützen davor. Und sie ist aber immun dagegen, weil sie ist ja schon ein Level drüber, ne? Die ist ja schon ein bisschen weiter und reflektierter und nicht so dumm wie der Rest. Deswegen ist es bei ihr nicht so schlimm. Tolerant gegen Intoleranz werde, dann stirbt die Toleranz mit der Toleranz. Gut, weil es hört sich wild an. Nee, ich verstehe schon, was meins. Aber ja. Ein Problem. Ja. Das tolle Toleranzparadox und gleich sagt sie noch, dass von Karl Popper kommt, clever, clever, wow, deep, hast du auswendig gelernt, cool. Ey, sie hat ein Buch gelesen. Ja, nicht mal, sie hat das bei Twitter gelesen. Also das ist ja, als ob die da ein ganzes Buch drüber liest. Die ich hat diesen das gar einen nicht Satz gelesen und hat dann gesagt, ja. Ja. Aber ich kann ja trotzdem tolerant sein, ohne solche Sprachformen zu verwenden. Das ist echt auch einfach, dass die Leute, es ist ja ein Paradoxon. Paradoxon kannst du eigentlich nicht lösen oder anwenden oder sowas. Und die benutzen das aber einfach als Ausrede dafür, intolerant sein zu dürfen.
Weil also, da kann ja auch jeder sich selber definieren. Ne? Man, also, ich sag mal voraus, dass die diesen Knackpunkt gar nicht lösen werden, ob Sprache jetzt wirklich was ändert oder nicht. Ja. Sondern das ist einfach die Meinung von der einen und die Meinung von der anderen. Und sie kommen weder auf eine Ahnung, noch auf einen Konsens, noch auf eine Expertise zurück. Man kommt da ja auch wieder auf das gleiche Problem wieder, dass man, also du hast ja das mit Nazi-Meinungen gerade gesagt, man hat das Toleranzparadoxon eigentlich aufgestellt mit so richtig krassen Leuten, ne, die halt vielleicht auch andere schlagen oder töten gehen oder so. Und wenn du die tolerierst und wegguckst, dann wird es richtig brenzlig. Ne? Aber die beziehen das ja auf jeden. Die ziehen ja einfach, die wechseln ja einfach den Täter aus. Und die suchen ja einfach aus, gegen wen man nicht mehr tolerant sein darf. Und jeder, der irgendetwas für Quatsch hält oder so, den darf man jetzt nicht mehr tolerieren, weil der tötet die dann ja im Endeffekt. Der benutzt sein Pronomen nicht und dann verschwindest du. Kritik darf ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise auch nur im geringsten harsch sein. Kritik muss ja auch immer super lieb und freundlich sein. Ja, aber du kannst dann halt einfach selber, wenn du dir aussuchen darfst, wer der andere Intolerante ist, dann darfst du bei jedem einfach, du hast so eine Trumpfkarte einfach, dass du intolerant sein kannst. Weil man immer sagen kann, ach, du warst zuerst intolerant. Ja, und dann kannst du dich Plattforming rechtfertigen, ja? Du kannst Doxing rechtfertigen. Und so, das ist genau die Denke bei der Antifa immer gewesen. Ne? Also ich hatte ja früher auch etliche Antifa-Kumpels. Und da war auch immer so die Denke, einfach alles kaputt schlagen, Sachen kaputt machen ist okay, weil das sind alles Nazis, die sind alle rechts. Hm. Und ja, völlig egal, was man dabei dann zerstört oder so, aber weil wir sind ja die Guten. Und das ist also was, worauf ich total allergisch reagiere. Ja, ist halt doch ätzend, ne? Wenn einer mal was gesagt hat, was daneben ist, oder also ich ordne dir was ein. Das ist auch einfach mit der Verfassung nicht fucking vereinbar. Ich ordne dir jetzt einfach ein, der andere, der ist rechtsradikal oder so, und bevor der sich selber dazu äußern kann, verkloppen wir den dann einfach. Mhm. Also da wird der ja, erstens wird er dann ja nicht damit aufhören. Wenn ich den jetzt schlage und sage, das ist dafür, dass du rechts bist, dann ist er danach ja wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr rechts und sagt vielleicht noch irgendwie, die scheiß Linken haben mich gehauen oder sowas. Und ja, also wer sagt denn, dass ich recht habe? Vielleicht ist der ja gar nicht rechts. Vielleicht habe ich mich geirrt oder sowas. Vielleicht habe ich den falsch verstanden oder irgendwie sowas, ne? Ja, vor allem das ist alles, irgendwo geht das in diese Richtung Selbstjustiz und Selbstgerechtigkeit. Mhm. Und ich darf dann aussuchen, wer irgendwie Nazi oder intolerant oder irgendwas ist. Also er ist bescheuert einfach. Zum Beispiel, um mich dem zu verweigern. Und das, finde ich, ist halt immer so der Knackpunkt, von wem man... Ich respektiere das total, wenn du so sprichst. Genau. Und also da würde ich auch niemanden von außen sagen, hey, du redest doof und jetzt hört auf damit. Das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise, weil das kann ich nicht bestimmen. Aber wenn du das von mir verlangst, dass ich das mache, und das ist ja oft das, was von Aktivisten oft drüber transportiert wird zu einem, dass es dann irgendwie von einem verlangt wird, weil man sagt, das ist ja die alte Art des Sprechens und du musst dich jetzt weiterentwickeln, wie man jetzt moralisch richtig spricht. Also ich finde, dass Gendern halt schon so eine sehr abgehobene Art des Sprechens ist. Also du musst es erstmal beherrschen mit Sternchen oder hier mit Unterstrich, oder es gibt ja nicht nur die normalen Formeln, die man einigermaßen mit, ja, sowas wie Lehrer, LehrerInnen, wie... Ich finde es übrigens beherrschen, das ist heteronormativ. Man kann es auch bedamschen. Badumts. Der war low. Die man so gendern kann, sondern man muss ja sehr viel mehr in der Sprache dann auch ändern. Also gerade Relativpronomen oder so funktioniert dann auch nicht mehr so einfach, wenn man sagt, der Arzt, der die Patientin operiert, der, die Ärztin, der, die Patientin. Also da kommt man nicht zum Ende. Und das ist geil, du bist bei so einem Unfall und sagst, Hilfe, Hilfe. Ich brauche ein E-Ärztin, schnell bitte. Und dann brauchst du so vor lange und dann ist es zu spät. Ja, wie sagt man das nochmal richtig? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt oder Ärztin. Ich glaube, dass es in der geschriebenen Sprache einigermaßen noch funktionieren kann, wenn man dann Schrägstriche macht. Aber beim gesprochenen Wort finde ich das enorm schwierig und das kompliziert, verkompliziert halt einfach sehr, sehr vieles. Also ich glaube tatsächlich... Es wird gerade aus dem Chat eingeworfen, Bürgermeisterkandidat. Wie gendert man das richtig? Meister musst du gendern, Bürger musst du gendern und Kandidat musst du auch gendern. Muss man alle also drei? BürgerInnen, MeisterInnen, KandidatInnen. Ja, weiß ich nicht. Ist man sich, glaube ich, nicht ganz einig gewesen, ob man das muss oder nicht, ne? Doch, auf jeden Fall.
Also da, wie gesagt, es wird bald legalisiert und dann kann ich das alles besser ertragen. Ja, ist nur noch eine Woche jetzt, ne? Nee, weniger. Yeah. Montag, Leute, Montag könnt ihr. Montag habt ihr einen Coping-Mechanism. Und dann höre ich mir dazu kulturell angeeignete, passende Musik an. Ich habe auch überlegt, also wenn ich auf die Schnelle was herkriege, dann sollte ich eigentlich am 1. hier im Stream einen durchziehen, ne? Ja, das wäre eigentlich voll, halt das wär da, eigentlich voll eine gute Idee. Also ich wäre auch direkt dabei, aber ich habe nichts. Ich weiß auch nicht, wo man das dann kauft. Wie geht denn das dann überhaupt? Na, weiterhin beim Dealer wahrscheinlich. Du wirst noch nicht mehr verhaftet, wenn du damit nach Hause gehst. Ich habe sowas nicht. Ich bin da so, ich bin hier Familienmutter und so, ne? Das ist, ja, ist auch doof, als Student gekifft. Also du darfst aber auch nicht, wenn das Kind im Haus ist. Du darfst nur irgendwie, wenn du alleine bist. Da sind die Regeln. Ich habe mich noch gar nicht informiert, muss ich sagen. Das war für mich so surreal. Ich habe das eh nicht geglaubt. Also du darfst jetzt, aber du darfst nur eine gewisse Menge haben. Du darfst eine gewisse Menge an Pflanzen haben. Mhm. Aber du darfst zum Beispiel nicht, wenn du es Kindern zugänglich machst. Also du, wenn du auch selber Gras hättest, also du müsstest das irgendwie oben in den Schrank tun. Also ich kann das jetzt nicht auf meinem Balkon haben, weil ich ein Kind habe. Oder die Balkontür muss immer zugeschlossen sein. Ja, oder wenn du halt irgendwie das in getrocknet irgendwie hast, du darfst nicht einfach auf den Küchentisch legen, sondern du musst das halt irgendwie dann in irgendeine Dose oder irgendwie auf den Schrank drauf oder so. Also du sollst das irgendwie halt nicht Kindern zugänglich machen, weil wenn die das dann anfangen zu essen oder so, dann... Also Kinder, die lieben ja echt so Grünpflanzen zu essen, so da stehen ja die total drauf. So die Smarties lassen die liegen, aber das ja, Grünzeug... Du darfst auch nicht, wenn irgendwie dein Kind auf dem Spielplatz ist, daneben auf der Bank sitzen und da, weil, ne, also in Nähe von Kindern darfst du nicht. Aber privat. Ich vermeide Spielplätze wie der Teufel das Weihwasser, muss ich ehrlich sagen. Das sind so die Plätze, wo ich überhaupt nicht abhängen will. Hä, du hast doch ein Kind. Ja, aber die anderen Mütter, Alter. Hab ich keinen Bock drauf. Ja, ich gehe dann lieber, ich mache dann lieber das hier. Ja. Ja, schon Eislaufen gehen und das kann man zusammen machen. Das ist, macht auch. Hier, spaßt euch Freude. Quatschen die sich sonst immer an, so dass du dann dein Kind schaukelt und dann setzen die sich daneben und sagen, ah, hier, das ist meiner und labern dich voll mit dem. Die glotzen einfach blöde, wenn ich mal Scheiße sage oder so, weil mein Kind darf alle Schimpfwörter sagen und so. Ich sehe mich eines in der Freizeit zu reglementieren und dann sagt sie natürlich so, hey Mama, wir müssen nach Hause, ich muss scheißen oder sowas. Nicht wirklich, aber ja. Das ist nur ein Beispiel. Das sagt die halt einfach und das ist immer so knuffig, wenn so ein Fünfjähriges sowas raushaut, weißt du? Ja, ich habe das mal im Kindergarten gemacht und dann habe ich Ärger dafür bekommen. Nee, im Kindergarten weiß ich schon, dass die Leute da eher nicht so drauf sind, habe ich ihr gesagt, soll sie lieber nicht machen und so, aber bei mir, ich sehe nicht, so, weißt du, mein Kind macht Leistungssport, die bringt so krasse Sachen, die sie da zeigen muss, die Leistungen, das ist, ich möchte sie einfach da nicht noch zu Hause irgendwie so einschränken, so, die ist halt einfach mein Goldschatz und ich... versuche jetzt so viel Freiheit wie möglich zu geben, dann eben bei solchen Sachen auch bei Klamotten aussuchen und so und was weiß ich. Und da will ich dann nicht noch irgendwie mit der Sprache dann noch anfangen und so und jetzt darfst du nicht mal Scheiße sagen. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man seinen Kindern das erlaubt, die das dann gar nicht wollen die ganze Zeit. Also ich habe im Kindergarten, also ich habe eine Geschichte erzählt bekommen von meiner Mutter, dass ich im Kindergarten wohl Ärger bekommen habe, weil ich gesagt habe, ich muss kacken zu denen. Und dann haben die gesagt, das soll ich nicht sagen. Und dann hat meine Mutter aber gesehen, wie eine Kindergartenerzieherin zu einem Kind gefragt hat, musst du Kacki? Und dann hat meine Mutter gesagt, ey, wenn die Kacki sagen dürfen, warum dürfen die nicht auch Kacke sagen? Das ist doch bescheuert, das gleiche Wort. Das ist total dumm, ja. Und dann haben die gesagt, ja, was sagt ihr Sohn denn für Wörter? Und dann hat sie so gesagt, ey, ihr sagt auch solche Wörter. Ihr macht ein I hinten dran, aber es ist das gleiche. Das ist echt so. Ja. Wortklauberei, wo du hin willst. Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde halt, Scheiße ist ein ganz normales deutsches Wort. Und da weder, wenn ich mich da selber nicht mal reglementiere, warum soll ich meinem Kind das verbieten? Das ist ein ganz normales Wort. Ja, würde ich, glaube ich, auch so machen. Sehe ich nicht ein. Tatsächlich, dass es erstmal eine Übung ist. Ich bin total bei dir. Die deutsche Sprache ist eine scheiß komplizierte Sprache. Die deutsche Alter, Sprache ist da hat sie direkt Scheiße gesagt. Das Galanteste. Ja, und die Gender-Idee ist auch nicht die galanteste. Ich finde es verwirrend, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben. Und uns nicht geeinigt kriegen, ob es jetzt der Gap ist, ob es jetzt der Doppelpunkt ist, ob es jetzt der Sternchen ist oder keine Ahnung. Ne? Wir müssen ja irgendwo anfangen. Und ja, das ist ja der Geduld. Ja, sorry to bring it to you, aber ihr könnt euch ja in gar nichts einigen. Deswegen ist es kein Wunder. Versuch. Das ist nicht, ich sag, sag dir, ich glaube nicht, dass durchs Gendern wir in 20 Jahren gleichberechtigt sind.
Das ist nicht, was ich sage. Nein, 25. Sage. Ja, aber warum machen wir es dann? Weil Sprache sich immer schon über Jahrhunderte verändert hat. Ja. Aber auf eine natürliche Art und Weise. Und das, was wir jetzt machen mit dem Gendern, ist ja eher so ein, dass es eher von oben, zumindest die Wahrnehmung von oben, aufoktroyiert wird, weil bestimmte Medien, ich finde, die spielen da... Guck mal, die guckt so richtig entgeistert. So, what? Nein, machen wir gar nicht. Schon eine große Rolle, diese Sprache immer weiter reproduzieren. Und das kannst du gut finden, aber das befremdet halt einfach sehr viele andere Menschen, die damit nichts anfangen können. Ich verstehe das, aber wenn ich mir überlege, was wir früher alles befremdlich fanden, dann sind da ganz schlimme Dringe draus geworden. Wir fanden es früher auch befremdlich, Alter, dass Frauen wählen gehen. Jetzt kommen wieder komische Metaphern. Oh, jetzt kommt sowas, ey. Also alles, was Menschen befremdlich finden, hasst unser Gehirn. Unser Gehirn liebt das, was es kennt, immer. Wenn du sagst, so von oben nach unten doktriniert, das finde ich eigentlich spannend, weil das Thema Frauen oder nicht-binäre Menschen oder Intermenschen... Weil nicht-binäre Menschen sind unten, denen geht es so schlecht. Um sichtbar zu machen, das kommt ja eigentlich aus einer... Sind die doch gar nicht. Das sind doch die größten Elfenbeinturm von oben herab, Kacker von allen. Ja, das ist ja toll, das ist ja das ultimative Opfer eigentlich, wenn man so eine Ideologie hat, dass man immer das Opfer beschützen will, da ist ja das Beste, was dir passieren kann, jemand, der sich in seinem eigenen Körper nie wohlfühlt, aber immer sagt, ja, aber ihr könntet es für mich gemütlicher machen, weil bei anderen ist es dann so, dann, weiß nicht, irgendwelche Schwulen sagen, wir müssen das immer heimlich machen, und sagst du, ja, müsst ihr nicht mehr, ihr könnt jetzt so, und dann hast du die befreit, aber dann kannst du die nicht mehr hochhalten, oder wenn du sagst, irgendwie die Frauen dürfen nicht wählen, dann machst du denen ein Wahlrecht und dann denkst du, ja, doof. Aber die bleiben für immer Opfer, die können gar nicht aus der Opferrolle raus. Das heißt, wenn du Ally bist für die und du hältst die hoch und sagst, ich kämpfe für den, du kannst immer weiter für den kämpfen, weil der ist nie zufrieden, der ist immer unterdrückt, ist immer unglücklich. Und selbst wenn du den roten Teppich ausrollst, dann kannst du sagen, ihm geht's immer noch so schlecht. Ja, ne? Also ja, klar, du bist immer unterdrückt, du hast immer einen Grund zu jammern und du hast natürlich auch immer einen Schuldigen. Ja. Weiß nicht, also so einfach mal, die sollen doch einfach mal irgendwie den ganzen Sommer am Fließband stehen und dann möchte ich mal sehen, wie viel danach noch von dieser Jammerlappensprache übrig ist, wenn sie da mal mit ein paar Leuten, die richtig hart anpacken müssen, irgendwie zu tun hatten. Ich glaub gar nicht, dass die in ihrem Privatleben das so durchziehen. Oder allein mal einen Urlaub machen. Also ich weiß nicht, ob die Leute in den Philippinen wissen, was Gendern ist, aber als ich da war, das kam mir so vor, als hätten die Leute andere Sorgen. Die haben da teilweise so Hütten aus irgendeinem rostigen Metall zusammengekloppt und es lag irgendwie Müll im Dschungel rum und sowas. Also das hat auch sowas Respektloses. Ja, einfach immer diese Themen da so anzubringen, als wäre es irgendwie da, wäre das der Nabel der Welt, ja. Und sich da so, ich meine, wir machen ja gerade auch nichts Besseres, wir befassen uns mit dem Scheiß, mit dem sie sich befassen, aber ich meine, wenigstens geht es darum irgendwie, dass man davon die Aufmerksamkeit weglenkt, aber ich meine, so, ne, du bist ja auch eine linke Socke, beschäftigt das dich, treibt dich das nachts um, also ich meine, ich reg mich da jetzt drüber auf, aber es ist nicht so, dass mir dieses Thema schlaflose Nächte bereitet, sondern ich finde eher diese ganze Einengung daran so problematisch und ich finde es problematisch, dass die politische Landschaft immer weiter polarisiert wird und dass du sofort rechts bist, wenn du irgendwas sagst, was nicht ultralinks ist. So, na, das sind problematische Sachen und am Ende wird komplett abgelenkt von irgendwelchen wichtigen Themen wie Wohnungen, Arbeitsmarkt, das ganze Zeug, soziale Gerechtigkeit. Krieg jetzt gerade. Krieg, ja. Ne? Weil von dem Krieg versteht man nichts, Geopolitik kapieren wir nicht, das ist kompliziert, naja, aber Gender-Sternchen, dazu können wir was sagen. Du bist ja auch direkt unsolidarisch, wenn du irgendwie sagst, du würdest selber nicht so gerne in die Armee gehen, um an irgendeiner NATO-Grenze auf Leute zu schießen, dann ist so, ja, wieso willst du unser Land nicht verteidigen und sowas und das hast du früher nur von konservativen Rechten gehört, wenn das so ein linker Lump oder so ein Friedensschwurbler bist oder sowas und jetzt gibt's halt, ja, jetzt hast du bei Also die Grünen und so sind ja auch voll dabei, irgendwie Waffen zu liefern und zu sagen, das ist voll geil, wenn man in der Armee geht. Mhm. Aber Grüne waren schon immer voll die krassen Opportunisten, finde ich. Mhm. Also ich bin ja auch sehr umweltbewusst, ne? Mhm. Aber mit den Grünen kann ich mich nicht identifizieren. Da kommt ja auch was auf uns zu, also was Umwelt und Klima angeht, also... Da passieren ja alle möglichen Dinge. Alleine, wenn du mal anguckst, wie viel Müll im Ozean rumschwimmt. Mhm.
Also das ist doch ein Problem, was mich viel mehr umtreibt und mir irgendwie den Tag versaut, als zu sagen, jemand hat ein bisschen komisch geredet oder sowas. Ja, und vor allem, da tut sich total wenig. Also ich meine, wenn du dich mal irgendwo ein bisschen drüber aufregst, dass jemand irgendwie sich, weiß ich nicht, 5 Gemüsetüten nimmt, die er gar nicht braucht, und dann sagst du mal was, dann bist du gleich der scheiß Öko. Ja, also da, also dieser Aktivismus, ich habe das Gefühl, dass da hat sich so wenig getan. Ich meine, gerade dieses Zero-Waste-Thema, das habe ich ja nun wirklich über 10 Jahre selber gemacht. Und ich hatte ja sogar meine Webseite dazu und alles Mögliche. Und ich finde, es hat sich so wenig getan. Es ist alles irgendwie in Greenwashing umgeschlagen. Und die Leute kaufen weiterhin Plastik-Shit, ja. Und es ist so leicht, Brot zu backen. Und trotzdem ist es so, wir sind so von dieser Industrie abhängig, von dieser Verpackungsindustrie. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, also Philippinenurlaub war halt auch noch mal krass. Das war natürlich schön, mir da die ganze Natur anzugucken und so, aber da lag echt einfach überall Plastikmüll rum. An jeder Ecke. Die haben das auch nicht verstanden, dass wenn du einen Rucksack mitbringst in den Supermarkt, dass du nicht noch eine Plastiktüte willst. So, die gab es standardmäßig dazu. Und wenn du gesagt hast, du brauchst die nicht, dann haben sie die irgendwie, dann haben sie die wieder abgemacht und in Müll getan oder sowas. Aber also man hat irgendwie, das wirkte schon fast unhöflich, wenn du sagst, du willst die nicht haben. Und du hast teilweise Produkte da im Laden gesehen, also so wie du hier Mentos in so Rollen hast, die haben eine Plastiktüte, wo dann einzeln in noch kleineren Plastiktüten eingeschweißt die einzelnen Mentos-Bonbons drin sind. Ja. Und es ist einfach alles voll mit Plastik und Folie und Alu und irgendwas. Also das war schon echt unangenehm einfach, wie das an jeder Ecke überall ist. Das ist schon richtig extrem. Also vor allem, wo ich bin ja auch jemand, der in sich eher gegen Verbote ist. Ne? Mhm. Aber bei dem Thema denke ich manchmal, der Schaden ist so groß, es muss in irgendeiner Art und Weise geregelt werden. Mhm. Ich denke nur halt auch, dass es leider so ist, dass die Länder, in denen es Umweltskandale gibt, dass die meistens keine haben. Ja, ja, also die Asiaten, die können da ja auch nicht viel zu, wenn irgendeine amerikanische Industrie denen sagt, hier, wir liefern euch das ganze Zeug, packt das mal in eure Supermärkte oder so. Ja, wobei gerade so asiatische Lebensmittel sind schon echt krass verpackt. Also wenn ich so mir die Importwaren anschaue, das ist schon heftiger, 1000-mal heftiger verpackt einfach als das, was du so beim Rewe kriegst. Das ist ja, aber das ist ja auch recht neu. Also Deutschland oder Europa machen da jetzt so ein bisschen so einen Schritt nach vorne, aber die anderen machen halt die Fehler, die wir jahrelang auch gemacht haben. Ja, die machen halt die Fehler, die wir irgendwie vor 20 Jahren gemacht haben jetzt. Ja. Ja, und dann schmeißt du da halt alles in irgendeine Müllkippe oder so. Also Pfand gab es da auch nicht. Das heißt, du hast alles, du kannst das Leitungswasser nicht trinken. Dann musst du dir irgendwelche Kanisterwasser kaufen und die Kanister schmeißt du dann auf irgendeine Müllkippe. Also, aber das ist halt kein Feelgood-Thema. Und das ist auch ein halt Thema. Scheiße, ne? Ja, und vor allem, du musst ja auch, du kannst diesen Aktivismus nicht von der Bettkante aus betreiben, wie dieses Gequatsche, sondern du musst, wenn du was ändern willst, wirklich was machen. Ich meine, ich gehe dann halt in 5 verschiedene Supermärkte und kaufe das dann da, wo ich es verpackungsfrei kriege. Und ich weiß noch in den Anfängen von Zero Waste, wie oft ich dumm angemacht wurde, einfach nur, weil ich beim Bäcker gesagt habe, so, hey, geben Sie mir die Brötchen doch einfach so, ich habe einen Korb dabei, schmeißen Sie es rein. Da guckt die mich an, so ungefähr, das ist auch unhygienisch. So, das heute, das hat sich schon ein bisschen gebessert, ja. Das ist schon so, das ist nicht mehr so schlimm, das wird nicht mehr so blöd geklotzt. Aber es ist halt ein Thema, wenn du andere Leute dafür begeistern willst, dann kommen halt viele gleich und sagen so, ja, das wäre mir zu doof, das ist mir zu viel Arbeit, dann haben wir Stoffwindeln benutzt, so, oh, warum tut ihr euch das an, ne? Was so ein Thema ist, wo ich mir denke, so, hey, ich habe mir gar nichts angetan, es war so chillt einfach so, du musst es nur erstmal verstehen. Und bei diesem Gender-Thema, ich habe das Gefühl, da bewegt sich gar nichts, du tust eigentlich gar nichts, es ändert sich nichts, es ist nur eine reine Definitionssache, was ich mir in meinem Kopf irgendwie zurechtdrehen kann. Und ob das so ist oder nicht ist, da dreht sich die Erde genauso weiter wie vorher. Ja. Es ist bequem und faul. Das ist kein richtiger Aktivismus, das ist faul. Das ist nicht wie auf die Straße gehen für irgendwelche Menschenrechte und so. Das ist nicht wie wenn eine Frau in Afghanistan, die irgendwo das Recht möchte, in die Schule zu gehen, dann demonstriert. Ne? Das ist nicht das Gleiche. Das ist Bettkantenaktivismus. Schön von zu Hause bei Twitter ein bisschen schreiben. In der Vertikalen hier, da mit dem Daumen, klick, klick, schieb, schieb. Ja. Marginalisierung heraus. Das kommt ja eigentlich daher, dass durch Social Media und so weiter Menschen
Gehör bekommen, mehr die sie vielleicht davor nicht hatten. Früher, ja, das stimmt schon. Klar, die haben jetzt deutlich andere Möglichkeiten, sich dann auch hörbar zu machen. Das heißt, die natürlich. Was ich eben nicht schlecht finde, aber ich finde es auch sehr ideologiegetrieben. Also die Sprache wird dadurch politisch aufgeladen. Also man kann jetzt nicht, die Lager vielleicht sind nicht ganz so beim Gendern wie vielleicht vor ein paar Jahren. Wir haben das Wort Ideologie schon wieder. Wir haben schon wieder ein Framing. Ja, hä, was soll man denn sonst sagen? Ja, aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass wenn man... Lifestyle. Das ist eine Ideologie und man darf das Wort aber nicht benutzen. Wie soll man das denn sonst nennen? Das ist schon krass eigentlich. Ah, bitte nicht das Wort, ah, bitte nicht jenes Wort, dann nenn's halt Weltbild, das sagt doch das Gleiche. Man anfängt zu sprechen, dass man dem anderen nicht sofort die politische Gesinnung ansehen kann oder durch die Sprache dann wahrnehmen kann, weil das schafft nur Probleme, das schafft einfach nur Distanz zueinander. Was ist denn meine politische Gesinnung? Ein Gutmensch oder wie nennt man das? Ach Junge, wie so passiv-aggressiv, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt ein Gutmensch oder was? Oh, pure Ideology, ey. Vor allem Gutmensch ist halt mittlerweile echt ein Schimpfwort. Und es gibt immer noch Leute, die sind so lost und sagen, oh, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der Gutmensch ein Schimpfwort ist. Hm. Get over it. Das ist nun mal leider so. Gutmensch ist nicht guter Mensch. Ja. Und wirklich gute Menschen stellen sich auch nicht hin und erzählen anderen, wie gut sie sind. Ja, du bist halt, sie ist halt eine Queer-Feministin oder eine Wokey. So. Das ist halt die Ideologie, wenn es genau hören will. Aber genau. Also was ist denn meine politische Gesinnung? Ja, also ist es schwer, finde ich, links und rechts hier das Schema aufzumachen. Also klar ist eher wahrscheinlich Linker und die anderen, die das nicht machen, rechts. Ja, ein Teil vom Linken, ne? Nicht alle. Diese so komplett erstarrt ist auch so dieses Ungläubige. Die ja, keine Angst. Also ich würde sie jetzt weder rechts noch links einordnen. Ich würde sie eher als verwirrt einordnen vielleicht, aber... Weiß also. Ich nicht. Ich meine, das Problem ist ja, wenn du wirklich tief in so einer Ideologie drin bist, das ist ja wie eine Sekte. Vor allem, du kannst ja da auch nicht so einfach raus und deine Meinung wieder zurücknehmen. Also wie gesagt, ich kenne das ja von mir selber. Ich habe ja eine komplette Community mehr oder weniger aufgegeben, indem ich mich da rausgezogen habe und existiere jetzt dann in so einem... Ja, so ein Schwebezustand oder was, keine Ahnung. Ne? Ich nehme nicht mehr an den Veranstaltungen teil, wo ich früher gerne teilgenommen habe. Und da waren halt durchaus coole Sachen dabei. Also auch gerade so, was die AfD und so angeht, Rosa-Luxemburg-Stiftung und so, wo ich eigentlich immer gerne hingegangen bin, mir das reingezogen habe. Da lernte man was Neues. Das, was dann alles irgendwie erst 1-2 Jahre später es in die Nachrichten geschafft hat. Also gerade so auch diese Nazi-Dinger da, die gelaufen sind in der AfD. Das sind alles Sachen, die wusste ich schon 2 Jahre vorher, weil ich auf den entsprechenden linken Vorträgen war. Und ich fand das immer ein cooles und wichtiges Forum. Aber es ist jetzt einfach dermaßen durchsetzt von dieser Ideologie, dass eben, wie gesagt, wichtige Themen untergehen oder es macht einfach keinen Spaß mehr, dem zuzuhören und da was zu lernen, weil sobald du irgendwie mal irgendwas Falsches sagst, gucken dich die Leute an und ich denke mir so, ich will auch keinen beleidigen oder missgendern oder irgendwas, aber ich kann nicht rumlaufen wie in so einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten oder so einem Psychopathen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich ein falsches Wort sage, dann rastet der aus, also um es übertrieben auszudrücken. Wenn du dir jetzt sagen würdest, das mit Rosa Luxemburg, dann könntest du ja auch mitzitieren, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, hat Rosa Luxemburg mal gesagt, da kontert sie dann mit aber Toleranzparadoxon und würde wahrscheinlich auch sagen, ja, Rosa Luxemburg ist auch eine historisch sehr problematische Person und würde da irgendwas finden. Aber. Ach, da kannst du noch irgendwas finden. Ja, Rosa Luxemburg würde dir wahrscheinlich einen Vogel zeigen oder die hätte gar keine Zeit für so einen Quatsch. Ja, wahrscheinlich. Und das nervt mich oft, dass man dann so abgestempelt wird und dass man oft auch, finde ich, dann sofort als irgendwie mit Wörtern wie rechts etikettiert wird, wenn man es nicht macht und wenn man sich auch dagegen ausspricht. Wenn wir über das Gendern sprechen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, ich möchte das nicht tun. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wenn wir über Personengruppen sprechen, die wir weiterhin unsichtbar machen, dann bleibt das so, wie in den letzten 100 Jahren. Wir machen die unsichtbar? Ich mache die unsichtbar, wenn ich das hier mache. Ja, okay. Fabian, glaubst du, dass Sprache wirklich so eine starke Macht hat? Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich halt überhaupt nicht. Das glaube ich. Das ist unser Knackpunkt. Ja, das glaubt sie. Aber sie hat es geschnallt, Das ist echt der Knackpunkt. Das ist, da der ist das richtige Wort. Debatte. Das glaube ich, nicht das weiß ich. Immerhin gibt es mal zu, glaube ich. Glaubt, Sprache hat diese Macht. Ja, gut. Ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ist vielleicht nicht ganz so. Also, komm, Sprache. Ja, aber wie auch dieses Menschenbild. Was hat die denn für ein Menschenbild, dass wir alle so easy manipulierbar sind?
Ja, und wenn so du sagst, wo kommt diese Angst her? Wenn Sprache so eine super mächtige Waffe ist, dann öffnest du ja Tür und Tor dafür, dass du da einen Riegel vorschiebst und sagst, diese Sprache ist aber gefährlich, diese Sprache tut wem weh, diese Sprache muss jetzt weg. Irgendwie sowas, weil das ist ja die mächtigste Waffe überhaupt. Vor allem, man müsste das echt mal so auch statistisch sich anschauen, so wenn Sprache wirklich so eine Macht hat und so, wenn das wirklich nur an der Sprache liegt, wie kann man das denn bitte statistisch überhaupt isolieren, auch was du vorhin so mit Indien gesagt hast und da hast du mehr Frauen, die in der IT sind. Wer weiß, was wirklich der Grund dafür ist. Wahrscheinlich die bessere Bezahlung. Die Sprache wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, die sprechen Englisch, glaube ich, oder? Und Hindi und Urdu. Ja, sehr unterschiedlich. Also da gibt es auch noch viele Dialekte. So, ich weiß nicht, kennen auch einige Inder. Also im Türkischen kannst du, wie gesagt, da kannst du nicht nach Geschlecht bestimmen bei Berufsbezeichnungen. Und die sind viel, viel gleichberechtigter als wir. Ne? Also Frauen in der Türkei, perfekter Stand, alles super. Ja, wie gesagt, na ja, gut, das ist schwierig, das zu vergleichen, weil es gehört ja noch Kultur dazu, nicht nur die Sprache. Ja. Und es ist auch nicht gesagt, dass jeder Aspekt von Kultur sich in jedem Aspekt von Sprache widerspiegelt. Ja, in Indien gibt es eine Menge Sprachen, sagt Keen. Ja, stimmt, das sind ja auch 2 Milliarden Leute, ne? Also, ja, ja, oder das eineinhalb, ist ein absoluter Multiethnien-Staat sozusagen. Also ich weiß, dass ich glaube, die häufigste Sprache ist Urdu, glaube ich, und ja, dann gibt es noch Hindi und Englisch, ne? Ja, Englisch ist der Amtssprache, denke ich. Also die können auf jeden Fall Englisch. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, welche Sprachen von denen sich zum Gendern eignen und wie wichtig das da ist. Also sagt, ich jemand, glaube, Urdu ist in Pakistan. Nee, Urdu ist in beiden. Ja, ja, Urdu ist Grenze, gibt es überall. Pashto gibt es noch. Mhm. Und Kanada. Und Bengal wohl, okay. Aber in Pakistan gibt es da mehr von. Okay, ja, von mir aus gibt es aber trotzdem in beiden. Wir haben uns ja geeinigt. Urdu ist mehr üblich in Pakistan. Das ist so ein Dialekt von Dari. Na gut. Man kann es halt, Tamil gibt es noch, stimmt. Aber ist es nicht eine Volksgruppe? Ist auch eine Sprache, oder wie? Okay. Aber es ist ein interessanter Punkt jetzt, also mit diesem ganzen, so Sprache beeinflusst das und weil das eine gute Sache ist, müssen wir jetzt die Sprache so abändern, dass alles zum Positiven, also für uns zum Positiven, für die Gender-Leute zum Positiven beeinflusst wird. Ich denke, die machen sich das da sehr, sehr einfach. Und man könnte ja so eine Risikoanalyse machen und, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur sagen, was ist denn die Alternative, was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Ja, also das haben die sich nicht überlegt. Die sind sich ja 100% sicher, dass es funktioniert. Aber man könnte ja Woher nehmen die das? Das ist auch so zutiefst unwissenschaftlich, sowas einfach rauszuhauen. Das ist zutiefst unwissenschaftlich, vor allem, wenn man nur seine drei eigenen gebiasten Studien hat. Also woher nehmen die diese Sicherheit, ja? Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal irgendwie so einen Uhrenfehler und das war ein Problem, was dann eben mit einem Uhrentransport kam und da hat man dann kurzzeitig gedacht, oh, hier die Lichtgeschwindigkeit und so weiter gilt nicht, bla bla bla, kam nach 2 Tagen raus, dass es Bullshit war, ja. Aber das hatte man doch total vorsichtig formuliert, da ist doch keiner hingegangen und hat gesagt, so, hey, scheiß auf Lichtgeschwindigkeit, stimmt nicht mehr. Wie nehmen diese Leute in diesen Soft-Skill-Wissenschaften, woher nehmen die dieses Selbstverständnis, solche Absolutismen rauszuhauen? Wie kommen die einfach, wie haben die diese Frechheit, das da so rauszuscheißen? Ich weiß nicht, aber man könnte ja mal vergleichen, wie aufwendig ist irgendein Schritt und wie viel Wirkung zeigt der? Und sie sagt jetzt, Sprache zeigt ganz viel. Und wenn man jetzt gendert, dann sind wir gleichberechtigter danach. Aber sie sagt ja nicht, wie viel gleichberechtigter. Also wenn jetzt alle gendern und der Rest ist, am Rest macht man nicht so viel, dann passiert ja wahrscheinlich auch nichts. Also das. Du kannst doch auch einfach dir die Unis mal anschauen und guckst dir einfach mal ganz banal an, seit wann wird dieser Gendersprechquatsch gemacht?
Und hat sich da irgendwie für die Frauen groß was geändert? Gibt es überhaupt mehr Frauen in irgendwelchen Männerstudiengängen? Und dann die müssen ja erstmal ranwachsen. Das müssen ja erstmal kleine Kinder von klein auf die ganze Zeit hören und dann, wenn die erwachsen sind, dann geht's ab. Ich meine, du kannst ja auch noch die Steigung anschauen. Dann beobachte, dass man so eine Weile, wie da der natürliche Anstieg gewesen ist die ganze Zeit. Das wird ja natürlich irgendwie sich angleichen und irgendwann in Sättigung gehen, weil irgendwann einfach die Frauen dann ist 50-50 oder die haben keinen Bock mehr oder es pendelt sich auf irgendeine andere Zahl ein. Und dann kann man ja mal gucken, ob es da irgendwie so einen Knick gegeben hat durch die Gendersprache. Ich wage es nämlich zu bezweifeln. Ja, das ist weil halt ich meine, da gab es zum Beispiel zu Corona-Zeiten gab es auch so Studien, da hat man eben sowas eben beobachtet und festgestellt, oh, hier hat sich was geändert, hier hat sich nichts geändert. Und dann konnte man daraus Rückschlüsse ziehen, also ganz gesamtgesellschaftlich, weil man irgendwie eine gute gute Stichprobe hatte, ja, repräsentative Stichprobe. Das Gleiche kann man auch in der Uni auch machen und sich das angucken. Kannst du repräsentative Stichproben nehmen in entsprechenden Abschnitten und dann wirst du ja sehen, ob der Gender Quatsch was bringt. Aber das möchten die nicht, weil die können, ich wette, dass die irgendwo deep down wissen die doch, dass das alles blödes Geschwafel ist. Das wäre ja trockene Wissenschaft. Die wollen ja nur am Ende die schönen Zahlen angucken. Die wollen irgendwelche Balkendiagramme, die am besten aber auch schon mal passen. Und wenn die aber nicht passen, dann will man die Studie nicht. Aber die lesen ja auch nicht den Text der Studie. Die wollen ja irgendein schickes Diagramm generiert bekommen, wo dann steht, Schule gendert jetzt ist alles 10% besser da. Das wollen die halt haben. Und wenn man dann sagt, war ein Riesenaufwand. Voll viele Leute mussten sich umgewöhnen, musstest irgendwelche Texte neu schreiben, Schilder neu machen, was weiß ich was. Und am Ende ist gar nichts passiert. Das ist ja ein richtig beschissenes Ergebnis. Das wollen die ja nicht. Da muss man sich ja irgendeine Ausrede ausdenken. Genauso, wenn sie so eine Umfrage machen und ZDF-Zuschauer fragen, ob sie gendern wollen und dann sagen 60-70%, nee, wollen wir nicht. Dann sagt die Moderatorin, ja, dann müssen wir den Leuten das wohl besser verkaufen, dann wollen die das ja doch irgendwann. Ja, dann müssen wir denen das aufdrängen, diesen Ungläubigen. Aber ich meine auch, dass man auch gar nicht nach Alternativen sucht. Ja. Du könntest ja auch nach Alternativen suchen. Du könntest ja auch mal fragen, müssen wir denn um dieses Ziel eben, was weiß ich, das Mädchen sich auch vorstellen kann, eine Richterin zu werden, was ja hier das Beispiel war, müssen wir, um dieses Ziel zu erreichen, wirklich gendern? Oder gibt es andere Sachen, die man dafür machen kann? Oh, die sind ja aufwendiger und Papier ist geduldig. Ja, lass uns lieber das mit dem Papier machen. Ne? Darüber wird ja auch gar nicht geredet. Ja, man kommt nicht auf die Idee, dass es vielleicht noch einen anderen Weg zum gleichen Ziel geben könnte. Aber wir haben doch schon hier die fertige Bibel und da steht, wie man in den Himmel kommt und ihr könnt da nicht anders reingehen. Wir haben den Weg. Glaube ich, je mehr Menschen Worte benutzen oder nicht benutzen, vor allem, weil sie es wollen, weil ich mich frage, welcher Mensch möchte ich sein? Möchte ich jetzt, dass Menschen sich durch mich scheiße und nicht gesehen fühlen oder möchte ich drei Dinge unbequemer machen und damit fühlen sich Menschen gesehen? Drei Dinge. Guck mal, da ist auch direkt einfach vorausgesetzt, das ist so, das funktioniert. Ja, und das ist ja auch gar kein großer Aufwand. Das ist direkt vorausgesetzt, wenn man so redet wie du, dann tut das allen ganz dolle weh, die armen Menschen, du verletzt die, du quälst die. Oder man kann so reden wie ich, das ist ein bisschen holprig, aber da geht's dann allen gut. Das ist erstmal schon mal vorausgesetzt. Ne? Vor allem diese Frechheit zu behaupten, dass das irgendwie mal so mir nichts, dir nichts geht. Wir haben ja an meiner Uni damals das Studentenwerk in Studierendenwerk umbenannt und alle möglichen Briefköpfe und alles Mögliche musste geändert werden. Das hat, ich glaube, 45.000 oder was gekostet, nur diese fucking Briefköpfe zu ändern. Und dann musste das ganze Papier, das sollte dann auch nicht mehr verwendet werden, soll weggeschmissen werden oder... Ja, wobei, das war Ausdrucke, aber so, es gab so Labels, wo halt bestimmte Sachen drauf waren und also auch dieses Ganze mit Studentenwerk, alles allein nur irgendwie den Schrieb außen dran an dem Gebäude zu ändern, das ging schon in die Tausende, Zehntausende. Völlig schräg, völlig realitätsfern. Und was hat das für mich damals bewegt als Studentin? Nichts, einen alten Arsch hat das bewegt. Also und wer erzählt mir da, dass das für die wichtig war? Also ich hätte ja lieber gehabt, dass es bei uns in der Uni nicht reinregnet. Hä, aber du konntest schon studieren, obwohl es noch nicht Studierende hieß und die haben dich trotzdem angenommen, verrückt. Wahnsinnig, ne? Aber wie gesagt, ich habe damals auch dann so gemeint, so ja, warum ist das Geld für so eine Scheiße da und nicht das Geld, um das Dach zu reparieren? Und dann hieß es, ja, das ist ein anderer Etat.
Ja, man hat ja, aber man hat ja die Papiere von dem, wo noch Studentenwerk draufsteht, das hätte man ja beim Dach in das Loch reinstopfen können. Ja, das hätte man dann bei Pappmaché machen können. Ja. Ich weiß noch, ich war sogar in der Unipolitik damals ein bisschen aktiv und dann habe ich auch mal in so einer Sitzung teilgenommen und habe dann auch mal gefragt, warum man das denn nicht irgendwie umschlichten kann. So, warum ist der eine Etat fertig und der andere und warum kann man nicht das Geld für diese Schwachsinn nehmen und damit das Dach reparieren? So, nee, das geht nicht, ja, wenn ich sein kann, was nicht sein darf. Ja, also es ist ja, wenn man es auf ganz Deutschland bezieht, habe ich mich ja, ich habe ja auch mal öffentlich gefragt, warum das eigentlich bei Corona 2 Jahre gedauert hat, dass die Pflege ein bisschen Sondervermögen bekommen hat. Mhm. Ne, dass 2 Jahre hin und her streiten und Pandemie war allen super wichtig, aber die ganze Zeit kein Geld da und 2 Jahre später sagt man... Ja, auch so Rückholprogramme, die haben ja sich auch null drum bemüht, dann haben sie irgendwie rumgeheult, dass sie irgendwie Mangel haben. Ja, ich habe mal im Krankenhaus angerufen, habe da mal gefragt, ob die überhaupt Hilfe brauchen. Nee, danke, bloß nicht. Ja, und dann haben die aber 2 Jahre später gesagt, ja, jetzt habt ihr ein bisschen Sondervermögen, gab es, glaube ich, 1 Milliarde. Und dann diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, das ging halt über Nacht. Hab ich gesagt, wieso geht das? Wieso muss man über 1 Milliarde 2 Jahre streiten? Bei so Pandemie sind wir uns alle einig, dass da bessere Pflege wahrscheinlich besser gewesen wäre für die meisten. Und dann hat man bei Bundeswehr gesagt, ja, aber das ist ja ein anderer Etat, das ist ja ein anderer Topf. Und in dem Topf waren halt 100 Milliarden drin und da kann man auch nicht rausnehmen. Da kann das Krankenhaus leider nicht rangehen. Ja, aber so funktioniert das. Und so ist das in der Unipolitik auch. Und im Endeffekt entscheidet dann aber trotzdem irgendwie 2, 3 Ärsche, die entscheiden darüber, was mit der Kohle gemacht wird. Die legen das dann irgendwie einmal im Jahr fest. Und danach nur noch mit diesem Flut Pech gehabt, wenn irgendwer Geld braucht. Das hat bei uns für 3, 4 Jahre reingeschifft in die Bude. Das hat keine Sau interessiert. Ja, dafür ist kein Geld da, aber neues Logo gemacht für, weiß ich nicht, 50, 60.000. Studentenwerk in Studierendenwerk umbenannt. Hey, come on. Ja. Wenn das nicht geht, dann ist das Problem. Dann muss das geändert werden. Ja, also sagt dort auch jemand, da kann man an die Schuldenbremse kurz aussetzen. Ne? Also bei... Weil wenn es um Militär geht, 100 Milliarden, kurz keine Schuldenbremse, gar kein Problem. Und wenn dann Leute sagen, ey, die Intensivbetten werden knapp, da liegen Leute im Krankenhaus, die sterben vielleicht, dann sagt man, ja, Schuldenbremse, kann man nichts machen, das ist doof für die. Geil. Also schon unverschämt, ne? Ja, aber ich meine, wenn du gegen Krieg bist, bist du ja eh ein Russland-Schwanz-lutschender, Putin-Schwanz-lutschender Nazi. Ja, wenn du gegen Krieg bist, bist du eigentlich für Krieg. Das ist eine geile Neuschöpfung, ne? Das ist auch Toleranzparadoxon wahrscheinlich. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Das ist Hirnzellenparadoxon. So, wenn du keine hast, aber du denkst, du hast welche. Ja. Und ich verstehe nicht, wenn ich dir das sagen würde und noch viel mehrere Leute das sagen würden, dass du mir ins Gesicht gucken kannst und sagst, das ist mir aber scheißegal, weil du bist eine Minderheit. Das ist so daneben. Das ist so eine emotionale Erpressung. Ja. Meinst du, hat sie das bei der Oma genauso versucht? Bestimmt. Hat sie auch gesagt, wenn du so redest, du tust uns allen weh. Ich habe schwere Schmerzen und du kannst mir ernsthaft noch ins Gesicht gucken. Vor allem, du nennst dich meine Oma. Was muss das für eine liebe, gutmütige Oma sein, dass sie die behinderte Scheiße mitmacht, ey? Du kannst mir ernsthaft ins Gesicht gucken und sagen, dass du nicht genderst. Ja, kann ich machen. Und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Also ich habe ja schon gesagt, du bist mir nicht scheißegal, wenn du... Ja. Nee, aber ne, ich habe das jetzt überspitzt gesagt. Ja, aber man muss halt schon bedenken, es gibt dann einfach einen Bruchteil in der Gesellschaft, der das wichtig findet. Aber wenn die überbordende Mehrheit es ablehnend sieht, und das haben ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Studien mittlerweile gezeigt, dass der Großteil der Bevölkerung dagegen ist und es sich eigentlich fast schon noch mehr davon abwenden in den letzten Jahren. Die Ablehnung gendergerechter Sprachen nimmt zu. 2022 bewerteten 52% der Deutschen geschlechtsneutrale Formulierungen in der geschriebenen Berichterstattung als weniger oder gar nicht gut. 2020 störten sich daran nur 40. Nee, da gibt es aber, glaube ich, das ist auch wieder nicht aktuell. Ich glaube, ganz aktuell ist, dass es 60% gestört hat. Oder und 62 30 sogar, hatten dazu gar keine Meinung. Und das deuten die dann als Zustimmung. Ja. Das heißt, eigentlich geht es allen außer 10% komplett am Arsch vorbei, beziehungsweise sind dagegen. Also entweder es geht dir auf den Sack oder es ist dir egal. Und wenn du es gut findest, das ist so eine Minigruppe. Ja. Und diese 10%, ich wette mal, dass in dieser Befragung, wo dann also diese 10%, das ist ja auch ein Riesenanteil, ne? Jeder Zehnte ist dafür, dass gegendert wird, glaube ich auch nicht.
glaube ich auch nicht, will ich mal sehen, wie die Fragestellung gewesen ist. So, weißt du, so hintenrum, so ob es einen denn nicht stört, das wäre doch gut für alle und dann irgendwie vorher schön geframed, dass da irgendwas mit Kindern und Frauen, bla bla bla, dass dann auch der letzte, weißt du, wie bei der Sommerzeit und Winterzeit, ne, weil dann, oh, Sommer ist schön, da will ich lieber Sommerzeit, obwohl es dumm ist und du dann nicht länger schlafen kannst und das auch kein Strom spart und es voll scheiße ist, aber die Frage so gestellt, dass alle sagen, oh, Sommer, ja, ey, Bikini, Strand, geil, Sommerzeit, gib mir. Ne? Mhm. Irgendwie so eine blöde Scheiße haben die doch da garantiert abgezogen und dann kriegen sie da diese Fake-Zahlen raus. Ja? Will ich doch mal sehen, soll mal irgendwie Mathematiker dahinter setzen, der kein Interesse an einer von beiden Seiten hat und dann kommt da auch eine vernünftige Erhebung raus. Ja, wahrscheinlich hat man sowas gefragt wie, halten Sie Frauen für Menschen zweiter Klasse? Und wenn man dann Ja sagt, dann sagt man, würde man das gegengendern oder so. Weil das Gefühl da ist, es wird irgendwie durchgedrückt, was wir gar nicht wollen. Und da muss man da halt, finde ich, schon drauf achten, dass man die Leute nicht verliert und dass man so tut, als wäre die Mehrheit einem scheißegal. Was hältst du von deinem Gegenüber? Oh. Jetzt sind wir fertig. Oh, oh. Ich halte Julia. Ich halte sie für eine Mörderin. Für auch die Person, wo ich am Anfang auch gesagt habe, sehr willensstark und sehr diszipliniert in der Sache, für die sie steht. Meine Meinung zum Gesamtkontext hat sich durch das Gespräch zwar nicht verändert, aber was sich verändert hat, ist, dass ich noch mal mehr ein Augenmerk darauf legen möchte, mich mit den Sorgen hinter dem Gendern zu befassen und mehr mit Menschen in Diskurs zu gehen, die das anders sehen als ich. Ich halte Saskia nach wie vor für eine sehr sympathische Person. Wir aber bekloppt halt auch. Ne? Ticken natürlich in vielen Dingen wahrscheinlich komplett anders und werden unsere Meinung dahingehend jetzt auch nicht komplett revidieren. Aber ich verstehe schon, dass sie natürlich in der betroffenen Perspektive ist und dadurch auch andere Erfahrungen gemacht hat als ich. Trotzdem glaube ich, dass ich nun mal schon auch anders denken darf zu diesem Thema, weil ich die Mehrheit der Gesellschaft repräsentiere, die da eben eher damit fremdelt, in dieser Art und Weise zu sprechen. Mutig. Die Mehrheit traut sich, die Meinung zu sagen. Endlich. Das ist Experiment. Also ich vertrete hier irgendwie 2/3 der Leute und ich traue mich, das auch zu sagen. Mutig. Das ist schon echt bitter, wie die so super apologetisch sind und bloß nicht der anderen auf die Füße treten. Ich finde es auch immer voll schlimm, das ist so ein Armutszeugnis, finde ich, für alle Linken, wenn die Linke intoleranter wird als die Rechte. So. Naja, oder sich dem angleicht. Ne? Die Rechte ist ja schon sehr intolerant, sie zeigt es nur nicht mehr so offen. Die verkaufen sich so ein bisschen netter und haben irgendwie Marketing dazu gelernt. Ja, oder so hinter Neoliberalismus versteckt. Ja, die verstecken sich ja viel. Und wenn du dann oder Rassismus wird hinter, Feindlichkeit gegenüber Nationen versteckt, obwohl es eigentlich Rassismus ist und so. Ja, und man denkt, oder man nennt statt Rassismus, sagt man jetzt Race Realism oder sowas. Was? Oh Gott, das ist ja dumm. Das ist im Grunde dann das Gleiche, aber heißt dann netter. Scheiße. Also naja. Hat mir sehr gut gefallen, war aber auch herausfordernd, weil ich schon das Gefühl habe, dass eher traditionell und konservative Werte auf eher individuelle und progressive Werte stoßen. Ich glaube, am Anfang, als wir uns noch... Das ist halt auch geil, so wertend direkt. Die haben am Anfang gesagt, wurden ja gefragt, ob Anpassung oder Wandel. Und die waren ja irgendwie beide für Wandel. Und beide progressiv und sie sagt, dann sagt trotzdem Saskia, ich bin ja die Progressive, die andere ist konservativ. Vor allem, sie nennt sie konservativ auf Basis von was? Klar, man weiß jetzt nicht, was sie... Weil sie kein Gendersternchen machen will. Vielleicht. Weil sie kein Gendersternchen gemacht hat, ist sie konservativ. Ich bin nicht konservativ. Ich bin nicht auf einer Ebene mit Markus fucking Söder, okay? Nur weil ich diesen Gender-Quatsch nicht mitmachen will. Ich bin übrigens auch nicht unbedingt dafür, dass man das jetzt komplett verbietet oder so. Aber dadurch wird es vielleicht ein bisschen cool auch. Ja, keine Ahnung. Ich muss nur sagen, ich habe absolut gar kein Mitleid, weil die schmecken jetzt mal ihren eigenen Shit, weil jahrelang wurde dir das an der Uni aufgezwungen und du wurdest halb geächtet, wenn du den Mist nicht mitgemacht hast und jetzt müssen sie mal selber in die Kacke beißen. Also ich habe auf jeden Fall kein Mitleid, auch wenn ich nicht generell für Verbote bin, aber trotzdem. Ja. Ich finde, man sollte Markus Söder verpflichten zu gendern und den Grünen das verbieten. Gar nicht richtig kennengelernt haben, da fanden wir uns gegenseitig ziemlich sympathisch, aber als es dann politischer wurde, da hat man dann schon so ein bisschen
die Dinge gemerkt, wo wir dann uns überhaupt nicht einig sind. Ja, ich habe schon so eine kleine Hoffnung gehabt. Hm? Die haben bestimmt voll das Gebäschel rausgeschnitten, so die ganze ja, spicy ja. Shit. Zwischendurch haben die so geschrien und auf diese Blöcke ja, draufgeschlagen und so. Du hast ja gesehen, irgendwann ist ja ihr Gesicht so, da ist sie, hat sie so einen anderen Blick gekriegt und so. Ich glaube, irgendwann war die zwischendurch richtig pisst. Zwischendurch hat sie immer zwischendurch nochmal kurz Nazi genannt und so, alle also rausgeschnitten alles. Dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wissbegierigkeit vielleicht auch für ja, marginalisierte Menschen irgendwie noch mehr da ist. Und noch ja, mehr Wissbegierigkeit für marginalisierte Menschen. Und wer ist marginalisiert? Ja, ich. Ich auf jeden Fall. Ich bin marginalisiert und du kleines Dummchen musst jetzt über mich lernen. Ja. Bilde dich. Es gab doch auch sowas mit, bei Auf Klo gab es sowas, so ein Paar, wo das, das war so ein blonder Mann und eine Frau mit Kopftuch. Und die haben dann irgendwie darüber geredet, so wie deren Beziehung geht. Und die Frau hat dann gesagt, ja, er kann jetzt ganz viel lernen noch. Und nicht so gegenseitig, sondern so, er musste immer von ihr lernen. Und sie hat auch gesagt, ja, ja, ich lerne wirklich viel von ihr. Und das war so richtig so einseitige Beziehung, wo man gemerkt hat, so der eine, der gibt komplett den Ton an. Und der andere, der ordnet sich so unter. Und dann haben die gesagt, oh, toll, so fortschrittlich, super. Ja, wobei, wenn er das will und wenn er das feiert und so und vielleicht auch diese Religion da irgendwie annimmt und das feiert, soll er machen. Das ist sein Privatvergnügen. Ja, und genauso wie wenn jetzt einer gendern will, das ist sein fucking Privatvergnügen, wenn er das ja, aber war halt wieder so ne, ein Fernsehbeitrag, der sagt, oh, das ist aber so toll, dass die das so machen. Also richtig ja, vorbildlich. Ja. Das ist halt das Komische, ne? Ja, der Brainwash nervt. Also wenn sie dir dann einreden wollen, das muss so sein und das ist das einzig Wahre und alle anderen Lebensmodelle sind halt irgendwie konservativ. Mhm. Ja, die eine Assimilation ist irgendwie der Teufel und ganz böse und die andere ist ganz super und wird beklatscht und ist super. Ist verrückt. So eine Hinterfragung eigener Privilegien. Es ist natürlich immer schwierig, gegenüber so einer betroffenen Perspektive anzuargumentieren, weil man sehr schnell dann das Gefühl bekommt, dass man dagegen nicht ankommt oder dass Argumente von einem weniger wert sind, weil man selber ja nicht in dieser Sprechposition ist, sich gegen das Gendern stellen zu dürfen. Zu dürfen? Was ist das denn auch? Du darfst sprechen, wie du willst. Wie sie anfängt mit Privilegien hinterfragen? Mhm. Das ist doch total der Schwachsinn. Was hatten die da gerade gesagt? Soll ich nochmal zurückspulen, oder? Warte. Auseinandernehmen. Die hier? Blödsinn. Welche ja, denn? Die Pinke? Da. Ja, die Pinke. Dass wir vielleicht doch noch erstoßen. Ich glaube, am Anfang, als wir uns noch gar nicht richtig kennengelernt haben, da hat dann uns überhaupt... Ich habe schon so eine kleine Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wissbegierigkeit vielleicht auch für... ja, marginalisierte Menschen irgendwie noch mehr da ist und so eine Hinterfragung eigener Privilegien. Es ist natürlich immer schwierig. Ja, mehr für Marginalisierte interessieren und eigene Privilegien hinterfragen. Ja, Privilegien checken, wo ich immer denke, so checkt ihr eigentlich mal ihre Privilegien? Also ich meine, wie gesagt, das ist doch das totale Elfenbeinturm-Thema, was komplett vorbeigeht an echten Existenzängsten. Also aber wenn du sie fragst, dann wird sie wahrscheinlich sagen, ja, ich bin weiß und deswegen bin ich privilegiert, aber sonst natürlich nicht, weil ich bin non-binär und aber ich glaube, die hat das eher so gemeint, dass die Leute, die eben diesen Gender-Kram kritisieren, mal ihre Privilegien checken sollen. Oder? Ja, aber also deren Privilegienpyramide, da sortiert ja auch jeder anders, wie schwer welches Privileg wiegt. Und manche Privilegien fallen runter, manche kennt man dann auch irgendwie nicht, manche doch. Also ja, das ist halt dieser intersektionale Ansatz, wo du eben für jeden Furz noch irgendeinen Grund zur Diskriminierung finden kannst und dann, obwohl du schon am Ende der Nahrungskette stehst, noch sagen kannst, so ja, aber ich bin ja 1% schwarz und deswegen bin ich nicht so privilegiert wie du oder sowas. Oder ich habe mir jetzt eingebildet, dass ich irgendwie hier non-binary bin und das muss ich zwar keinem erzählen und das sieht mir auch keiner an, aber sobald ich es tue, werde ich ja diskriminiert. Mhm. So das Ding. Ja, nee, die, ich weiß nicht. Also alle haben ja irgendwie, eigentlich können die ja alle irgendwie erzählen, dass sie weniger Privilegien haben als du. Und wenn du denen dann aber sagst, ja, aber du hast mehr Geld als ich oder so, dann sagen, ja, das zählt nicht. Ich bin non-binär, du nicht oder irgendwie sowas. Also kann ja keiner genau festlegen,
welches Privileg jetzt wie schwer ist. Deswegen funktioniert das Konzept ja auch nicht gut. Ja, das entscheiden die Betroffenen. Du hast das nicht zu entscheiden. Ja, das ist auch immer geil. Dann kann ich ja auch betroffen sein, aber dann sagen die wieder, geht nicht. Dann sage ich, ich habe psychische Probleme, ich fühle mich schlecht. Kannst du gar nicht sehen, aber ich habe also gar kein Privileg dadurch. Es ist alles eingebildet, aber die Einbildung ist gut kuratiert. Na, aber die können mir ja nicht in den Kopf gucken. Kann ja sein, dass ich wirklich marginalisiert bin durch meinen eigenen Kopf. Ich glaube aber, wenn es hart auf hart kommt, dass dann schon, weißt du, es gab ja auch so Leute, die dann eben gemeint haben, wieso, woher willst du wissen, dass ich jetzt nicht das und das bin? Und die eben die getrollt haben. Und dann kommt eben ja von der Seite so, ja, das glaube ich dir jetzt nicht oder so. Oder auch, es gibt ja auch diese einen da, die gehen immer auf irgendwelche Demos und tun dann so, ne, und das wird dann schon durchschaut ja irgendwo. Ja. Also das funktioniert ja nicht, denen den Spiegel auf die Art und Weise vorzuhalten. Ich denke ja, bei Bijan Tavassoli war das ja auch so. Der hat ja auch sich lange als Frau ausgegeben, aber der hat auch hier bei Twitch gesessen und hat über 3-4 Stunden mit einer Streamerin geredet, die gesagt hat, ja, okay, wenn du sagst, dass du eine Frau bist, dann stimmt das wohl. Und hat das halt wirklich geglaubt. Ne? Also das, manchmal geht das durch. Ich weiß nicht, ob du Bijan mitbekommen hast, hatte so einen Vollbart und war eine Frau. Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber das Konzept ist mir bekannt. Mhm. Also ich finde es halt nur einfach schräg. Ich finde, wie gesagt, da für mich gilt da der Duck-Test. Und wenn du den Duck-Test nicht bestehst und noch keine Anstalten machst, den zu bestehen, dann halt die Fresse. Mhm. Also. Naja, gut. Was erzählen die jetzt noch? Sowas wie hier gibt es noch ein Video und hier bitte abonnieren. War mal wieder ein spannendes Gespräch. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Ja, mache ich bestimmt. Nee, danke. Okay. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Ding? Das ist irgendwie so ein Stream-Grabber oder wie geht das, dass das dieses Teil da durchschleift, dieses YouTube-Video? Hä, weil das hat ja auch keine Ad-Break jetzt gehabt, ne? The Watch Together ist das. Interessant. Kannst du links reinhauen von YouTube und dann ist es bei beiden synchronisiert. Das ist echt nicht schlecht. Ist geil, ne? Ja, schon. Ich frage mich nur, was das irgendwie, wie das programmiertechnisch aufgebaut ist, weil ich verwende ja auch NewPipe zum Beispiel, also um werbefreie YouTube-Videos zu gucken, habe ich so eine Handy-App, NewPipe, und kannst du das alles ohne Werbung klotzen. Hm. Also natürlich nicht deine Videos so, da mache ich die mal an und klicke dann extra noch die Affiliates. Ja, danke. Immer. Ich habe die sogar abgespeichert. Geil. Ich habe in meinem Google Keep drin oder in irgendeiner Notes-App oder sowas da und dann klicke ich immer, wenn ich was kaufen will. Geilo. Hast du irgendwelche komischen Eislauf-Sachen siehst, weißt Bescheid. Ich weiß gar nicht, ob das noch an ist, ob das noch funktioniert, aber... Also wenn das deutsche Google-Link ist, geht das eigentlich für immer so. Nur die Ami-Links, die schalten es dir irgendwann ab, wenn du da nicht mehr als, weiß ich nicht, $25 Umsatz gemacht hast. Mhm. Das ist cool. Ein bisschen härter. Warum, weiß ich auch nicht. Na gut. Ich mach mal das Video aus, oder willst du noch was sagen zu dem Thema? Mm, nee. Boah, 3,5 Stunden.